Geben Sie auf! Nicht hier! Wieso, was heißt das? Nicht auf diesem Schiff! Hey, so muss es doch nicht laufen. Lassen Sie uns reden. Na los, dann kommen Sie rein. Oh ja, ganz bestimmt. Ich tue Ihnen nichts, Mann. Versprochen. Also gut, aber machen Sie keinen Fehler. Ich komme jetzt rein. Also, Sie wollten reden. Reden wir? Müssen wir dabei mit Waffen aufeinander zielen? Warum legen wir die Pistolen nicht weg und unterhalten uns wie normale Menschen? Wir wissen das. Dass das nichts wird. Und Sie wissen, dass Sie hier nicht rauskommen. Er hat Sie im Visier, ich habe Sie im Visier. Sie haben keine Chance. Ja, wissen Sie, Lady, das stimmt nicht ganz. Denn jetzt habe ich endlich genau die Chance, die ich brauche. Verdammt, Mann, warum haben Sie das gemacht? Wissen. Ich habe etwas für Sie. Was soll das? Eine Kassette? Wozu? Was ist das? Die Antwort. The Cruise Teil 1. Die Princess of Wales ist das größte und exklusivste Kreuzfahrtschiff der Welt. Trotz der enormen Ausmaße haben wir die Passagierzahl auf 3000 und die der Crewmitglieder auf 1500 begrenzt. Warum? Um unseren Reisenden den größtmöglichen Raum für den größtmöglichen Luxus zu geben. Wir haben 15 verschiedene Restaurants. Das größte von ihnen trägt den Namen The Empire. Wir haben 10 Bars, 5 Clubs, 3 Kinos an Bord. Und dann gibt es noch unser großes Theater mit Platz für 1000 Zuschauer. Als besonderes Highlight hat die Princess of Wales als einziges Kreuzfahrtschiff der Welt einen eigenen zoologischen Garten. Und hier, Mr. Potemkin, befinden wir uns auf dem Trafalgar-Deck. Linker und rechter Hand jeweils 5 Suiten der Commodore-Klasse. Und diese Suiten, Captain Seaman, sind alle... Sie sind alle leer, Sir. Und das bleiben Sie natürlich auch während der gesamten Überfahrt. Ausgezeichnet. Wenn es Ihnen nicht zu große Umstände bereitet, Captain Seaman, möchte ich Sie bitten, die Schlüsselkarten der Suiten meinem Begleiter Mr. Orloff auszuhändigen. Selbstverständlich. Danke, sehr freundlich, Sir. Und hier, Mr. Potemkin, am Ende des Ganges, die Admiral Suite, die größte des ganzen Schiffes. Ihre Suite, Mr. Potemkin. Bitte nach Ihnen. Wie Sie sehen, geht der Eingangsbereich direkt über in den Salon mit Bar, Lounge und Essbereich. Wie gewünscht, mit eigener Küche. Geradeaus der Master Room für Sie, Mr. Potemkin. Daran anschließend 2 Schlafzimmer. Eines für Mr. Orloff und ein weiteres für die junge Dame. Jedes selbstverständlich mit separatem Bad. Nun, Captain, ich denke, die junge Dame schläft in meinem Zimmer. Ich verstehe. Ich danke Ihnen, Captain, dass Sie sich die Zeit genommen und uns persönlich in unsere Suite gebracht haben. Es war mir ein Vergnügen, Mr. Potemkin. Ich hoffe, Sie leisten mir heute Abend beim Dinner am Captains Tisch Gesellschaft. Das ist sehr freundlich von Ihnen, Captain, aber mir sind Menschenmassen zuwider. Ich bevorzuge es, en suite zu speisen. Mr. Orloff ist ein hervorragender Koch. Ich hoffe, er darf sich vom Küchenchef einige Zutaten ausleihen. Selbstverständlich. Die Küche des Empires liegt nur 2 Decks tiefer. Sie hat ein eigenes Kühlhaus. Es steht Ihnen zur Verfügung. Wenn das alles ist, Mr. Potemkin, dann lasse ich Sie jetzt allein. Der Captain sollte auf der Brücke sein, wenn das Schiff den Hafen verlässt. Da haben Sie recht, Captain. Nochmals danke und Mast und Schottbruch. Sagt man das so, Mast und Schottbruch? Nur auf Segelschiffen, Mr. Potemkin, nur auf Segelschiffen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, Miss. Auf Wiedersehen, Mr. Seaman. Mr. Orloff? Captain. Katjuschka, Liebes, wie wäre es, wenn du dich im Bad ein bisschen frisch machst? Und danach bringst du mir einen Drink. Wie du magst, Alexei. Und, Orloff, irgendwelche Bedenken? Bis jetzt nicht, Sir. Das, was wir vorhaben, muss ohne Zwischenfälle ablaufen. Selbstverständlich, Sir. Gut, treffen Sie die üblichen Vorkehrungen.
Miss Erickson? Mr. Erickson? Mhm. Da wären wir. Laderaum 5, zweites Unterdeck. Normalerweise machen wir hier unten nicht so viel Platz für das Gepäck unserer Passagiere. Nun, Mr. Fletcher, normalerweise transportieren wir unsere Ausgrabungsstücke auch nicht mit einem Kreuzfahrtschiff. Aber wissen Sie, wir haben eine persönliche Einladung von Scheich Abu Sindh erhalten. Und wenn mir so ein Mann sein Schiff anbietet, dann sage ich nicht nein. Tja, erlauben Sie mir die Frage, Mr. Erickson, woher kennen Sie Mr. Sindh? Soviel ich weiß, lebt er sehr zurückgezogen. Oh, ich kenne ihn nicht, aber anscheinend kennt er meine Arbeit. Und das ist wohl seine Art, sie zu fördern. Und wenn Sie mir dann noch eine Frage erlauben, Mr. Erickson. Bitte. Was für Ausgrabungsstücke befinden sich in diesen Kisten? Für Laien vollkommen uninteressante Stücke. Scherben, Pfeilspitzen. Eine Menge alter Kräfte. Entschuldigen Sie mich bitte einen Moment, ja. Mr. Erickson. Ja. Mr. Erickson. Okay. Captain, ich höre Sie. Wie findest du den Platz für die Kisten, Papa? Angemessen, Linda, angemessen. Und warum hast du dem ersten Offizier nicht gesagt, was wirklich in den Kisten ist? Weil es ihm sicher nicht gefallen würde, zu erfahren, dass er neben 3000 lebenden Passagieren auch noch 500 Tote an Bord hat. Hallo? Hallo? Oh mein Gott, mein Gott, ich dachte schon, Sie fahren ohne mich los. Keine Sorge, Sir. Sie sind zwar spät, aber nicht zu spät. Also, willkommen auf der Princess of Wales. Ja. Was kann ich für Sie tun? Mein Name ist Joshua Ismail Cohn. Hier, kleinen Moment. Hier ist mein Ticket und, hier ist die Kabinenreservierung. Ich habe die Kabine 1912. Mhm. Kleinen Moment, bitte. Das ist jetzt aber seltsam, Mr. Cohn. Was denn? Mit Ihrem Ticket ist alles in Ordnung und mit der Reservierung auch. Aber? Das hört sich nach einem Aber an. Es tut mir wirklich leid, aber wir haben gar keine Kabine mit der Nummer 1912. Das kann doch nicht sein. Das wäre jetzt... Sehen Sie bitte nochmal nach. Nein, Sir, die 1912 gibt es nicht. Aber ich habe die Kabine gebucht. Im Internet. Direkt auf der Seite der Royal Arabian Cruisers. Das glaube ich Ihnen ja, Sir. Aber ich kann leider nichts machen. Die Kabine gibt es nicht. Dann geben Sie mir eine andere. Das würde ich ja gerne tun, aber wir sind komplett ausgebucht. Wir können nur darauf warten, ob einer der anderen Passagiere nicht auftaucht. Ja, aber wir legen doch gleich schon ab. Und wenn dann alle da sind, Ma'am? Dann, Sir, kann ich Ihnen leider nur eine Crew-Kabine anbieten. Wir haben noch eine. Die liegt allerdings nach innen. Wie... Ich meine, was heißt das, nach innen? Sie hat leider keine Fenster, Sir. Keine Fenster, keine... Wissen Sie was? Ich bin durch halb Mexiko gefahren, um zu diesem Schiff zu kommen, in einem El Camino, weil kein anderer Mietwagen mehr frei war. Sind Sie schon mal in einem El Camino gefahren? Ich bin verschwitzt, ich bin durstig. Ich habe mir den Handrücken am Motor verbrannt, als ich Kühlwasser nachfüllen wollte. Sehen Sie das? Sehen Sie die riesige Brandblase da? Da bleibt eine Narbe zurück, 100 pro. Und jetzt sagen Sie mir, ich bekomme eine Kabine ohne Fenster? Mr. Cohn, es tut mir aufrichtig leid. Ach, wissen Sie was? Geben Sie mir den Verfluchten, ich meine... Geben Sie mir den Schlüssel, damit ich... Sir, alles in Ordnung? Es ist auf einmal ganz leise, wo... Wo sind die Geräusche? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Phase 0. Phase 0. Phase 0. Verdammt, was ist das? Wo kommen diese Stahlwände plötzlich her? Ladies and Gentlemen, hier spricht Ihr Captain. Bitte bewahren Sie Ruhe. Dies ist eine Sicherheitsübung. Die Stahlwände, die in verschiedenen Bereichen des Schiffes heruntergefahren sind, sind Teil eines neuen Sicherheitssystems. Die Übung ist erfolgreich verlaufen. In wenigen Augenblicken werden sich die Stahlwände wieder öffnen. Wir entschuldigen uns, falls wir Sie erschreckt haben sollten, und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt auf der Princess of Wales. Also, Mr. Cohn, wie gesagt, es tut mir aufrichtig leid. Was? Wegen der Kabine. Bitte, hier ist die Schlüsselkarte, Sir. Ja. Ich werde mich sofort bei Ihnen melden, wenn eine andere Kabine frei wird. Und als Entschädigung für die Unannehmlichkeiten werde ich versuchen, für Sie beim Dinner heute Abend einen Platz am Captain's Tisch zu bekommen. Danke, Sie können ja nichts dafür. Ich meine, es wird schon gehen, irgendwie. Ach, sagen Sie, Ma'am, wann genau legen wir ab? In 10 Minuten, Sir. Dann will ich mich mal beeilen. In 10 Minuten, sagen Sie. 10 Minuten. Thank you.
viele Menschen ansehen wollen, wie ein Schiff abfährt. Du solltest nicht nur Fotos von den Leuten auf dem Schiff machen, auch von denen am Kai. Und außerdem sollten wir uns fotografieren lassen. Warum? Weil das unsere Hochzeitsreise ist und weil das Hochzeitspaare so machen. Ja, natürlich, du hast recht. Frag doch mal den Typ da drüben. Hallo, Sekunde, Entschuldigung. Könnten Sie ein Foto von mir und meiner Frau machen? Ja klar, logisch. Hier ist die Kamera. Lassen Sie mal. Ich kenne mich mit so Kameras aus. Umso besser. Na dann. Sie müssen sich schon ein bisschen näher zusammenstellen. Ja, so ist gut. Ja, und? Action. Dann machen wir gleich noch ein paar, oder? Ja. Ja, nu. Ja, los, jetzt auch mal mit Küssen. Ist doch Honeymoon. Ja. Aha. So. Ja. Ja. Klasse, das kommt doch gut. Hier, da müsste was dabei sein. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Mister. Ich bin Rusty, einfach Rusty. Okay, Rusty, ich bin David Harland. Das ist meine Frau Amber. Cool, freut mich. Hi. Mann, ist das nicht ein irrer Kutter hier? Ja, wirklich, sehr beeindruckend. Hey, sogar mit Zoo. Haben Sie gesehen? Den Zoo? Ja, wir haben schon davon gehört. Klingt faszinierend. Ich meine, wer kommt darauf, ein Zoo in ein Kreuzfahrtschiff zu bauen? Allein das Tropenhaus ist 6 Decks hoch. Die haben sie doch nicht alle. Oh, scheiße. Wir legen ab. Ich gehe zum Heck. Von da schockt's am meisten. Kommen Sie doch mit? Nein, gehen Sie ruhig. Vielen Dank. Wir bleiben hier. Auf Wiedersehen, Rusty. Ja, tschüss. Wir sehen uns. Vielleicht ja mal im Zoo, oder? Tschüss. Bye. Bisschen seltsam, der Bursche. Woher wusste er, dass wir auf Hochzeitsreise sind? Offensichtlich sehen wir sehr glücklich aus. Komm, wir nutzen den Trubel hier und verschwinden in unsere Kabine. Willkommen im Reich einer Prinzessin. Die Royal Arabian Cruises präsentiert Ihnen mit der Princess of Wales das neue Juwel Ihrer Flotte. Erobern Sie mit uns die Meere der Welt und entdecken Sie ferne Länder und Kulturen. Profitieren Sie von unserem umfangreichen Freizeitangebot und lassen Sie sich rundum verwöhnen. Captain Edward Seaman und seine Crew begrüßen Sie an Bord und wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Die Kabine ist viel größer, als ich dachte. Was hast du denn gedacht, Amber? Immerhin ist das unsere Hochzeitsreise. Ach, fast hätte ich es vergessen. Sag mal, du hast ihn auch noch nicht gesehen, oder? Nein. Nicht, dass er sich noch anders überlegt hat. Er ist bestimmt an Bord. Verlass dich drauf. Ich glaube nur nicht, dass er sich blicken lässt. Vielleicht ja heute beim Captain's Dinner. Willst du darauf wetten? Nein. Ich werde abwarten und unsere Hochzeitsreise genießen. Apropos, sind unsere Geschenke schon da? Warte, ich sehe im Bad nach. Hier, Mrs. Harland, ein Geschenk für Sie. Und ein Geschenk für mich. Na, was ist? Gefällt's dir? Mhm. Es erfüllt seinen Zweck. Wow, das war ein sehr guter Schuss, Ma'am. Oh, danke. Wo haben Sie gelernt, so mit einem Gewehr umzugehen? Wissen Sie, mein Vater hat mich schon als Kind mit zur Jagd genommen. Mhm, zur Jagd auf Tontauben? Nein. Rebhühner, Auerhähne, Rehe. Aha. Aus welchem Teil von Schweden kommen Sie? Aus dem Süden? Ja, genau. In der Nähe von Malmö. Aha. Sie haben ja ein verdammt gutes Gehör, Mr. Harland. David Harland. Linda Eriksson. Hi. Hallo. Freut mich, Mrs. Eriksson. Miss Eriksson. Oh, Verzeihung. Entschuldigen Sie. Und, Mr. Harland, was verschlägt Sie auf die Princess of Wales? Ich bin auf Hochzeitsreise. Meine Güte, herzlichen Glückwunsch. Danke. Aber wo ist Ihre Frau? Sind frisch Verheiratete nicht ständig zusammen? Ja, doch, eigentlich schon, aber meiner Frau ist nicht ganz wohl. Oh. Sie nimmt gerade einen Drink an der Bar. Hallo, Barkeeper. Lady? Ein Scotch, bitte. Sie sollten einen Mai Tai probieren. Ach ja? Ein Mai Tai, ja. George hier, der Barkeeper. George mixt die besten Mai Tais auf dem ganzen Schiff. Wie viele Mai Tais hatten Sie denn heute schon? Keinen einzigen. Ich trinke nicht. Aber George ist Hawaiianer und die Hawaiianer, also, die haben den Mai Tai erfunden. Gut, warum nicht? Ein Mai Tai, George. Sehr gerne. Sagen Sie, kennen wir uns nicht irgendwoher? Nicht, dass ich wüsste. Ich bin Joshua Cohen. Hi. Hi, Amber Harland. Seltsam, Sie kommen mir aber so bekannt vor. Ja, wirklich? Ja, das sagen viele. Vielleicht bin ich einfach etwas zu durchschnittlich. Moment, verzeihen Sie?
Hey, George! George! Ja? Können wir den Fernseher etwas lauter machen? Moment. Nach seinem Auftritt im Highline Ballroom. Seitdem ist Jimmy Colombo spurlos verschwunden. Wie die New Yorker Polizei am Morgen bekannt gab, wurde der Entertainer von seiner Familie bereits vor zwei Tagen einfach verschwunden. Ein Verbrechen oder ein Selbstmord? Geht ja gut los hier. Was machen wir denn jetzt? Bitte? Naja, also, ich meine, Colombo, er sollte doch hier auftreten, hier bei uns an Bord. Jeden Abend. Ich hatte mich schon wirklich darauf gefreut. Ach, Mr. Cohn, ich glaube, Sie werden andere Dinge finden, mit denen Sie Ihre Abende verbringen können. Ah, Mr. und Mrs. Harland. Wie schön, dass Sie es einrichten konnten. Willkommen am Captain's Tisch. Danke. Vielen Dank, Captain. Guten Abend, Ladies und Gentlemen. Entschuldigen Sie bitte unsere Verspätung. Oh, wenn man sich verspäten darf, dann während der Hochzeitsreise. Besser als vor dem Altar jedenfalls. Wie war, Mrs. Harland. Setzen Sie sich doch bitte. Ich stelle Ihnen Ihre Tischnachbarn vor. Dieser junge Mann hier ist Mr. Cohn aus New York. Guten Abend. Sieh an, ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so bald wiedersehen, Mr. Cohn. Na, sieh an, ja nicht wen ich töten musste, um einen Platz an diesem Tisch zu bekommen. Kleiner Schatz, das war nur ein kleiner Schatz. Und Sie ahnen nicht, was ich alles tun muss, um jeden Abend an diesem Tisch Platz nehmen zu dürfen. Also weiter. Hier haben wir Miss Eriksson und ihren Vater, Professor Eriksson aus Schweden. Guten Abend. Das hier ist Pater Laporte aus dem Burgund. Bonsoir und Gottes Segen für Sie beide. Vielen Dank. Danke, Pater. Und der Herr im hellen Anzug dort, das ist Mr. Bounty aus Miami. Wir konnten Mr. Bounty ganz kurzfristig überreden, unseren Bord-Entertainer zu vertreten, der leider überraschend, ausgefallen ist. Ach, jetzt erkenne ich Sie. Sie sind John Bounty, der... Der Mann, der den Liebhaber seiner jungen Frau mit einem Golfschläger erschlagen hat. Schuldig im Sinne der Anklage, Ma'am. Nein, warten Sie. Das klingt in dem Zusammenhang komisch. Immerhin hat man mich freigesprochen. Entschuldigen Sie, Mr. Bounty, ich wollte nicht... Oh, ist schon in Ordnung, Liebes. Ich lese die gleichen Zeitschriften wie Sie. Ich weiß, was man über mich schreibt. Verteidige ich mich in meinem eigenen Haus gegen jemanden, den ich für einen Einbrecher halte, bin ich ein Mörder aus Eifersucht. Singe ich auf der Hochzeit eines italienischen Geschäftsmannes, bin ich ein Mitglied der Mafia. Aber wissen Sie, Ladies und Gentlemen, ich glaube an das amerikanische Rechtssystem. Und was soll ich sagen? Das Rechtssystem glaubt auch an mich. Tja, Mr. Bounty, ich denke, jetzt wissen alle Bescheid. Wie wäre es, wenn jemand anders ein wenig von sich erzählt? Was ist mit Ihnen, Professor Eriksson? Warum machen Sie und Ihre Tochter diese Reise? Ach, Captain, wir sind ganz langweilige Leute. Archäologen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemand interessiert. Aber wir haben die letzten Monate in Mexiko, in der Nähe von Texcoco, verbracht. Auf einem staubigen Ausgrabungsfeld von der Größe einer Dreizimmerwohnung. Von morgens bis abends schaufeln, pinseln, sammeln, katalogisieren. Und jetzt lassen wir es uns ein wenig gut gehen, nicht wahr? Genau, Papa. In der Nähe von Texcoco, sagen Sie? Ja, ganz richtig, Pater. Kennen Sie die Gegend? Ui, sehr gut, Professor. Was? Ja, ich habe das Ausgrabungsfeld bei Texcoco erst letzten Monat besucht. Ach, was für ein Zufall. Ja, nicht wahr? Aber wissen Sie, was seltsam ist? Na. Auf dem Feld gibt es schon seit Jahren keine Ausgrabungen mehr. Tja, Pater, jetzt haben Sie uns erwischt. Mein Vater und ich haben nicht auf dem Feld gegraben. Zumindest nicht auf dem, auf das man Touristen lässt. Es gibt ein paar schöne Ruinen da, aber für Archäologen ist das schon lange nicht mehr interessant. Wenn Sie 3 Meilen weiter nach Osten gefahren wären, dann hätten Sie uns entdeckt. Ah, ich verstehe. Ich hatte mich nur gewundert. Das ist verständlich, Pater. Aber was haben Sie in Texcoco gemacht? Mein Orden sendet regelmäßig Pater in alle Welt. Ich habe das ganze letzte Jahr in Texcoco in einem Waisenhaus gearbeitet. Ah, wie wunderbar. Was für eine wichtige Aufgabe. Ja, wie schön. Ich meine, wie schön, wenn man seine Bestimmung gefunden hat. Oui, Monsieur Cohen, da haben Sie recht. Wie steht es mit Ihnen? Was ist Ihre Bestimmung? Warum machen Sie diese Reise? Oh, leider... Ja, leider aus einem wenig erfreulichen Grund. Meine Mutter ist vor kurzer Zeit gestorben und es war ihr letzter Wunsch, dass ich ihre Asche in ihrer Heimat beisetze, in Israel. Ah, das tut mir leid, Monsieur Cohen. Danke. Und nun ja, wissen Sie, ich habe Flugangst. Deshalb nehme ich das Schiff. Immerhin ist es... Alles in Ordnung, Mr. Cohen? Stimmt etwas nicht? Merken Sie das nicht? Auf einmal ist es ganz still. Das war vorhin schon. Phase 1. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Phase 1. Phase 1.
Oh, Ladies and Gentlemen, kein Grund zur Sorge. Das ist nur ein Stromausfall. Unsere Techniker werden das Problem in kurzer Zeit behoben haben. Außerdem wird in wenigen Sekunden die Notbeleuchtung angehen. Ah, sehen Sie, jetzt ist zumindest etwas Licht da. Bitte entschuldigen Sie mich einen Moment. Ich werde kurz auf der Brücke nachfragen, warum der Strom ausgefallen ist. Ich bin in ein paar Minuten zurück. Na, und da soll noch mal einer sagen, man erlebt nichts auf einem Kreuzfahrtschiff. Aber uns kann ja nichts passieren. Ich meine, mit einem Gottesvertreter an Bord. Pater? Wo ist denn der Pater? Wo ist denn plötzlich der Pater hin? Er ist weg. Das ist jetzt aber, ich meine, seltsam, eben war er doch noch da. Vielleicht hat er die Gunst der Stunde genutzt und sich in seine Kabine verzogen. Ich meine, ist ja möglich. Ohne sich zu verabschieden? Das passt aber nicht zu einem Mann Gottes. Na, vielleicht ist das seine Art, uns zu sagen, dass ihn die Unterhaltung gelangweilt hat. Ja, immerhin bleibt so mehr Essen für uns übrig. Mann, ich hoffe, es kommt bald und danach freue ich mich schon sehr auf einen Drink an der Bar. Was möchten Sie trinken? Scotch, Professor. Gute Wahl. Zwei Scotch, Barkeeper. Ja, gerne. Kommt sofort. Und Professor, was sagen Sie zu unserem Captain Stenham? Erst der Strom weg, dann der Pater weg. Solange uns die Drinks nicht ausgehen. Darauf trinken wir. Entschuldigen Sie, Professor, aber darf ich Ihnen meinen Mann kurz entführen? Selbstverständlich, Mrs. Harlan. Er gehört Ihnen. Danke. Komm, lass uns ein paar Schritte gehen. Nicht weglaufen, Professor. Was ist los? Irgendwas passiert? Decker hat sich gemeldet. Neue Instruktionen? Schlimmer. Wir sind nicht allein. Woher kommt die Information? Aus einer sicheren Quelle. Aus welcher Quelle? Tom, das müssen wir nicht wissen. Nenn mich nicht Tom. Wir sind David und Elmer Harland, okay? Du musst mich nicht behandeln wie eine Anfängerin. Na sorry, damit nimm dich auch nicht so. Also, wie viele sind es? So wie es aussieht, nur einer. Verdammt, wir müssen uns auf diesem Schiff um zu viele Sachen kümmern. David, es hilft nichts. Wir müssen herausfinden, wer es ist. Ja, gut, aber nicht mehr heute Abend. Dazu ist es zu spät. Wir sollten uns so normal wie möglich verhalten. Warum nehmen wir nicht noch einen letzten Drink mit dem Professor und gehen dann in unsere Kabine? Morgen werden wir sehen, was der Tag bringt. Miss Erickson. Oh, Mr. Cohen. Oh, mein Gott, bin ich froh, Sie zu sehen. Ein Glück, dass Sie da sind. Ich dürfte eigentlich gar nicht hier sein. Wieso? Ich dürfte nicht in diesem Gang sein. Ich habe mich verlaufen. Ich wollte zum Frühstück. Ich bin auf der Suche nach dem Empire-Saal. Mr. Cohen, haben Sie denn nichts gemerkt? Hier stimmt was nicht. Die Stahlwand ist zu und es ist keiner mehr da. Keiner mehr da? Alle Kabinen sind leer. Was machen Sie in den Kabinen anderer Gäste? Mr. Cohen, bitte hören Sie mir zu. Ich bin aufgewacht von dieser Frauenstimme. Welcher Frauenstimme? Haben Sie sie nicht gehört? Bis eben war sie noch da. Sie kam aus dem Lautsprecher und hat immer und immer wieder dasselbe wiederholt. Phase 2. Phase 2... Jedenfalls habe ich aus dem Fenster geguckt und da habe ich gesehen, dass wir stehen. Das Schiff fährt nicht mehr. Mitten auf hoher See? Sie haben recht. Die Maschinen stehen still. Ja. Ich wollte zu meinem Vater, um ihm Bescheid zu sagen, aber er war nicht da. Er ist sicher zum Frühstück und wollte Sie nicht wecken. Nein, Mr. Cohen. Sie verstehen mich nicht. Ich bin von einer Kabine zum nächsten und... Sie sind alle leer. Nicht nur die Menschen sind weg, auch das ganze Gepäck. Es ist verrückt.
Sogar die Betten sind gemacht. So als hätte niemand darin geschlafen. Kommen Sie mit hier in die Kabine, überzeugen Sie sich selbst. In Ordnung, ja, ich... Gut, ich schau mal rein. Unglaublich. Sehen Sie? Hier ist eine vollkommen leere Kabine mit Meerblick und mich stecken die in eine ohne Fenster, obwohl ich eine mit Fenster gebucht hatte. Mr. Cohen, ich bin mir sicher, die Kabine hier war belegt. Alle Kabinen waren belegt, die Menschen, sie sind verschwunden. Mein Vater ist auch weg. Miss Erickson, dafür wird es eine plausible Erklärung geben. Wissen Sie was? Wir gehen jetzt los und suchen Ihren Vater. Aber wo? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, zuerst mal im Empire-Saal am Frühstücksbuffet. Wissen Sie, wie wir da hinkommen? Ich weiß es nämlich nicht. Ja, das weiß ich. Kommen Sie, hier lang. Sehen Sie, Miss Erickson, da sind noch andere Menschen. Wir sind nicht allein. Hallo, Mrs. Harland. Guten Morgen. Guten Morgen, Mr. Cohen. Miss Erickson, wie schön, ein paar bekannte Gesichter zu sehen. Wo ist Ihr Vater, Miss Erickson? Ich weiß es nicht. Ich dachte, er wäre vielleicht hier. Ach, tut mir leid, ich habe ihn nicht gesehen. Haben Sie irgendeine Ahnung, was hier passiert? Nein, nicht die geringste. Entschuldigen Sie, Ladies, aber ich glaube, der erste Offizier möchte etwas sagen. Ladies und Gentlemen, darf ich einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Mein Name ist Christian Fletcher. Ich bin der erste Offizier der Princess of Wales. Zunächst einmal bin ich froh, dass es uns allen gut geht. Und was unsere Situation anbelangt, kann ich gut verstehen, dass Sie verwirrt sind und sich Antworten von mir erhoffen. Ich muss Ihnen aber sagen, dass ich im Moment keine Erklärung dafür habe, was sich hier letzte Nacht abgespielt hat. Bitte, Ladies und Gentlemen, bitte, was ich Ihnen sagen kann, es handelt sich nicht um eine Notfallübung. Es handelt sich auch nicht um eine Evakuierung. Und was sind das für Stahlwände da hinten, am Ende des Saals und in den Kabinengängen? Wir waren gestern beim Dinner noch nicht da. Miss Erickson, also die Wände, Miss Erickson, sind Teil eines Sicherheitssystems, das ab sofort standardmäßig auf allen Schiffen der Royal Arabian Cruises Flotte eingebaut wird. Wir sind das erste Schiff, das so ein System an Bord hat. Wofür braucht man so ein Sicherheitssystem? Die Wände trennen verschiedene Schiffsbereiche voneinander. In den oberen Decks dienen sie vor allem dem Feuerschutz. In den unteren Decks, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Aber, Ladies und Gentlemen, es ist weder Feuer ausgebrochen, noch dringt Wasser in das Schiff ein. Sie brauchen sich also keine Sorgen zu machen. Und warum fährt das Schiff nicht mehr, Mr. Fletcher? Das, Miss Erickson, werde ich herausfinden. Ich werde zunächst die Decks ablaufen, die im mittleren Schiffssegment erreichbar sind, und sehen, ob sich noch andere Passagiere in ihren Kabinen befinden. Vielleicht sollten Sie einfach die Stahlwände öffnen und zur Brücke gehen, um nachzusehen, was los ist. Ich kann hier jedenfalls nicht tatenlos rumsitzen. Ich muss wissen, was mit meinem Vater passiert ist. Gibt es denn außer mir niemanden, der jemanden vermisst? Ich vermisse meinen Hund. Nein, wirklich, er ist mein Blindenhund. Ich brauche ihn, ich bin blind. Bitte, Ladies und Gentlemen. Als erster Offizier bin ich an das Notfallprotokoll gebunden. Deshalb muss ich zuerst die Decks absuchen. Ich dachte, das wäre kein Notfall. Miss Erickson, dies ist kein Notfall und auch keine Notfallübung. Trotzdem müssen wir in einer solchen Situation den Ablauf des Notfallprotokolls einhalten. Und warum? Aus Versicherungsgründen. Und bitte, Miss Erickson, keine weiteren Fragen mehr. Je länger wir hier diskutieren, desto länger dauert es herauszufinden, was hier überhaupt los ist. Ich schlage vor, Sie machen es sich hier so gemütlich wie möglich, während ich das Schiff abgehe. Aber ich... Beruhigen Sie sich, Miss Erickson. Ich kenne Männer wie Fletcher. Wenn die sich was in den Kopf gesetzt haben, lassen Sie sich nicht mehr davon abbringen. Glauben Sie mir, ich bin mit so einem verheiratet. Ich werde Sie begleiten, Mr. Fletcher. Oh, vielen Dank, Mr. Harland, aber das ist nicht nötig. Mr. Fletcher, wenn Sie in den Kabinengängen die Kabinen links absuchen und ich die Kabinen rechts, schaffen wir das Ganze in der Hälfte der Zeit. Oder müssen Sie meine Hilfe aus Versicherungsgründen ablehnen? In Ordnung, Mr. Harland. Na schön. Passen Sie auf. Wir kommen von hier aus 2 Decks nach oben und 6 Decks nach unten. Mhm. Der Rest ist durch Stahlwände versperrt. Wir gehen über die Treppe runter bis zum untersten Deck und von dort aus Deck für Deck nach oben. Okay. Gleich um die Ecke hier ist die Tür zum Treppenhaus. Alles klar, gehen wir los. Ganz kurz noch, Mr. Bounty? Ja, Sir? Es ist niemand mehr von der Küchencrew da. Könnten Sie sich um das Frühstück kümmern? Ich glaube, eine Tasse Kaffee und etwas im Magen würde jedem hier gut tun. Selbstverständlich, Mr. Fletcher. Meine verlorenen Eier sind legendär. Ach, gut, Bounty, danke. Na dann, Harland, lassen Sie uns gehen. Wir sollten keine Zeit verlieren. Das hier sind keine Passagierkabinen, oder, Fletcher? Nein, so weit unten im Schiff gibt es nur Mannschaftsquartiere. Haben Sie irgendwas gefunden, Harland? Nein, nichts. Alles leer. Und Sie? Nichts aus einer Flasche Scotch. Hier, wie wär's? Alkohol zur Dienstzeit? Schwer mir Nerven.
Steht das auch im Notfallprotokoll? Ich bitte Sie, Mr. Harland. Warum stoßen wir nicht auf Ihre Hochzeit an? Okay, Sie haben gewonnen. Na los, Fletcher. Geben Sie zu, dass Sie keine Ahnung haben, wie Sie die Stahlwände aufbekommen sollen. Wie kommen Sie darauf? Weil Sie ein schlechter erster Offizier wären, wenn Sie es nicht schon versucht hätten. Stattdessen haben Sie sich die Geschichte mit dem Notfallprotokoll ausgedacht und suchen nun eine Antwort in Ihrem Glas. Und warum sollte ich das getan haben? Warum sollte ich die Passagiere anlügen? Um Panik zu vermeiden. In so einer Situation brauchen Menschen jemanden, der... Na, jemanden, der was? Haben Sie es nicht gehört? Nein, was denn? Draußen auf dem Flur, da ist jemand. Wirklich? Hey, hallo! Ist da wer? Komm mal los, hinterher! Hey, stehen bleiben, bleiben Sie stehen! Er ist da reingelaufen. Das ist die Waschküche. Haben Sie den Mann erkannt? Nein. Los, kommen Sie, wir gehen rein. Warten Sie. Wir wissen nicht, wer das war und was er vorhat. Machen Sie, was Sie wollen, Harland. Ich gehe da jetzt rein. Sorry, Miss Erickson, oder? Ja? Kann ich Sie mal eben sprechen? Worum geht's? Naja, um das, was Sie zu Fletcher gesagt haben. Vorhin, also, dass wir hier nicht so rumsitzen sollen, sondern rauskriegen, was los ist und so. Ich glaube, Sie haben recht. Das denken hier nicht alle. Ich weiß, aber ich bin voll auf Ihrer Seite. Und ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, an den scheiß Stahlwänden vorbeizukommen. Wie soll das gehen? Ich kann es Ihnen zeigen, aber dazu müssten Sie mal mitkommen. Wieso sagen Sie mir nicht einfach, wie es geht? Ist ein bisschen kompliziert, aber ich bräuchte Ihre Hilfe. Wir müssen nur zu den Kabinen. Wie heißen Sie? Mark Langhorn heiße ich. Eigentlich Mark ist Benjamin Langhorn, aber alle nennen mich Rusty. Einfach Rusty. Na schön, Rusty. Eine Sekunde, ja? Mhm. Mrs. Holland? Ja, was denn? Mr. Langhorn und ich gehen kurz etwas aus den Kabinen holen. Wir sind gleich zurück. Nur, dass sich niemand wundert. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Lieb von Ihnen, aber wir schaffen das zu zweit. Sind gleich zurück. Was soll das hier, Fletcher? Was hat das zu bedeuten? Das sind unsere Chinesen. Unsere Chinesen? Hey, Ruhe! Ruhe, verdammt nochmal! Wo ist Jim? Hier, Sir. Ich bin hier. Okay, komm her. Gut. Warst du das eben da draußen? Bist du vor uns weggelaufen? Nein, das war einer von meinen Leuten. Und warum hat er das gemacht? Uns beobachten und dann weglaufen. Und warum habt ihr so geschrien, als wir reingekommen sind? Weil wir Angst haben, Sir. Wovor solltet ihr Angst haben? Vor dem, was hinter der Stahlwand ist. Was ist denn da hinter der Stahlwand? Das wissen wir nicht. Aber heute Morgen, als wir gemerkt haben, dass wir alleine sind, da haben wir uns umgesehen. Wir sind bis zur Stahlwand gegangen. Der Stahlwand vor dem Heck. Und da haben wir es gehört. Was habt ihr gehört? Schreie, fürchterliche Schreie und schreckliche Geräusche. Was immer da war, es war nichts Natürliches. Und was habt ihr dann gemacht? Wir sind hierhin zurückgegangen. Ein paar von uns haben noch Vorräte aus der Küche geholt. Jinche, fehlt jemand von euch? Ist jemand letzte Nacht verschwunden? Nein, wir sind alle da. Gut. Geh mit deinen Leuten ins Empire. Dort warten die Gäste, die nicht verschwunden sind. Es ist besser, wenn wir alle an einem Platz sind. Sir, ich kann es meinen Leuten sagen, aber sie werden nicht auf mich hören. Sag ihnen, es ist mein Befehl. Meine Leute fühlen sich hier sicher. Und egal, was mit ihnen geschieht, wenn sie sich ihrem Befehl widersetzen, Sir. Es macht ihnen weniger Angst als das, was da draußen ist. Na gut, okay. In Ordnung. Ihr könnt hierbleiben. Vorerst. Wenn ihr es euch anders überlegt, wisst ihr, wo ihr uns findet. Kommen Sie, Harland, wir sehen uns diese Stahlwand mal an. Wir können hier rein. Die Kabine hier. Kommen Sie schon, Linda. Gleich durch auf den Balkon. Auf dem Balkon? Rusty, jetzt sagen Sie mir erst mal, was Sie überhaupt vorhaben. Also, damit Sie jetzt nicht denken, ich wäre völlig bekloppt. Ich verdiene mir mein Geld mit so einer Seite, die heißt whatthefuck.org. Oh, Sie haben recht. Jetzt denke ich ganz bestimmt nicht, dass Sie bekloppt sind. Nein. Warten Sie mal. Auf der Seite poste ich Videos von mir. Videos, auf denen ich Sachen mache. Aha. Naja, abgefahrene Sachen. Krassen Scheiß. Stunts und so. Und dadurch werden Sponsoren auf mich aufmerksam und damit verdiene ich meine Kohle. Und um mir das zu erzählen, haben Sie mich hierhin gebracht? Nein, Quatsch. Was ich sagen will, ich kann die Stahlwände umgehen. Ich klettere außen am Schiff hoch. Von einem Balkon zum nächsten Balkon, hoch bis zum Oberdeck. Und von da aus gehe ich zur Brücke und zack,
mache ich die Stahlwände wieder auf. Von der Brücke aus muss man sie ja öffnen können, oder? Mensch, Rusty, was soll ich sagen? Sie haben es geschafft. Bis eben habe ich wirklich vermutet, dass Sie verrückt sind. Aber jetzt weiß ich es. Tschüss, wir sehen uns im Empire. Warten Sie, Linda, warten Sie, bitte. Glauben Sie mir, ich kann das. Echt jetzt, ich bin Stuntman, ich habe das gelernt. Ich weiß, was ich tue. Ich werde bestimmt nicht dabei stehen und zusehen, wie Sie abstürzen. Und was ist mit Ihrem Vater? Bitte? Wollen Sie nicht wissen, ob Ihr Vater noch irgendwo hier ist? Hier an Bord? Was ist, wenn Fletcher die Stahlwände nicht aufkriegt? Wie lange wollen Sie im Empire warten und hoffen, dass sich jemand von außen aufmacht? Ein Tag, zwei Tage, warten und dabei wissen, dass es eine so geile Möglichkeit gibt, wie wir dran vorbeikommen. Okay. Okay, Rusty, schon kapiert. Aber warum sind Sie dann nicht einfach hochgeklettert? Warum haben Sie mich mitgenommen? Was soll ich her? Hier. Deshalb. Meine Kamera. Sie müssen mich filmen, wenn ich da hochsteige. Sind Sie wahnsinnig? Das kommt nicht in Frage. Sie müssen nur hier auf den Knopf drücken und nicht so wackeln mit der Kamera. Rusty. Das wird das geilste Video aller Zeiten. Na los, helfen Sie mir und ich verspreche Ihnen, dass die Wände hochgehen. Ich verspreche es Ihnen. Das ist vollkommen bescheuert. Das heißt, Sie machen's? Wagen Sie es nicht, runterzufallen, klar? Geil. Ich wusste, Sie würden es machen. Passen Sie auf, dass ich es mir nicht noch anders überlege. Ich schwöre Ihnen, wenn Sie runterfallen, ich bringe Sie um. Und Harland, was halten Sie davon? Von Ihren Qualitäten als erster Offizier oder von dem Haufen verrückter Chinesen? Das sind keine schlechten Menschen, Harland. Sie haben Angst. Ja, Angst vor ein paar Geräuschen. Ich glaube, denen sind die Wäschereidämpfe ins Hirn gestiegen überhaupt. Chinesen als Wäscher? Kreuzfahrtschiffe sind schwimmende Hotels. Sie produzieren Unmengen an Wäsche. Und jedes große Kreuzfahrtschiff leistet sich die besten und schnellsten Wäscher, die man finden kann. Und die kommen nun mal alle aus China. Meinetwegen, aber chinesische Männer, warum keine Frauen? Ich weiß Ihre Frau eigentlich, was für einen rassistischen Show, wie sie da geheiratet hat. Sie liebt mich, wie ich bin, Fletcher, nicht trotz, sondern wegen meiner Ansichten. Solange Sie das glauben, Harland, glaubt es wenigstens einer. Warten Sie, was ist das da? Da vorne auf dem Boden, das sieht ja aus wie... Nein, das sieht nicht nur so aus, das ist Blut. Was? Kommen Sie. Eine ganze Lache. Und eine Schleifspur. Sie führt da hinten um die Ecke. Was ist da, Fletcher? Die Stahlwand. Wollen Sie immer noch dahin, Fletcher? Wenn jemand verletzt ist, müssen wir ihm helfen. Wenn einer so viel Blut verliert, in einem Schiffsgang, dann ist das kein Unfall. Eine solche Wunde hat ihm jemand zugefügt. Und wer weiß, ob der nicht auch hinter der Ecke wartet. Sie müssen nicht mitkommen, Harland. Oh, ich komme mit. Ich bin direkt hinter Ihnen. Das ist ja widerlich. Okay, okay, es geht los, ja? Drücken Sie auf den Knopf und die Kamera schön ruhig halten. Wenn das wackelt... Ja. Hey, wollen Sie nicht Ihre Lederjacke ausziehen? Wie wollen Sie damit klettern? Kein Move ohne meine Jacke, auf gar keinen Fall. Die ist mein Maskottchen, die ziehe ich nicht mal im Bett aus. Ja. Was ist? Läuft die Kamera? Moment! Jetzt! Okay, einmal close auf mich. Gut so. Ja? Hey Leute, macht die Augen auf! Dusty Rusty gegen die Princess of Wales. Whatthefuck.org! Und yes! Machen Sie langsam, Rusty! Nicht so schnell! Lassen Sie mich mal machen! Okay. Okay, Leute. Und das dritte Deck. Noch vier und ich hab's geschafft. Was ist das denn? Was ist das? Linda! Linda, hier ist was! Rusty, ich kann Sie nicht verstehen! Oh mein Gott, was... Scheiße! Wie kann ich dieses Ding zurückspulen? Oh, wie hell wird das, Bruder Tibaka? Mach schon! Was ist denn das da? Was? Verdammt, es ist zu verwackelt. Ich kann es nicht erkennen. Rusty!
Rusty, wo sind Sie? Rusty! Rusty! Oh, Scheiße, wer macht denn sowas? Auf jeden Fall jemand, der zur Jagd geht. Der Hund ist fachmännisch aufgebrochen und ausgeweidet. Es sieht so aus, als wären ihm alle Organe entnommen worden. Da steckt was in seinem Maul. Moment. Das ist ein Tiergerät. Na los, schalten Sie es ein. Nichts, keine Kassette drin. Jetzt mal langsam. Warum weidet man einen Hund aus und steckt ihm ein leeres Diktiergerät ins Maul? Na, vielleicht fragen Sie das besser Ihre chinesischen Freunde. Oh, natürlich. Chinesen, Hunde. Sehr clever, Harland. Was haben Sie eigentlich gegen Chinesen? Ach, gar nichts. Ich mag Ihr Essen, Ihre Porzellanfiguren, aber am liebsten mag ich Ihre Schauergeschichten. Zum Beispiel die von den Schreien hinter der Wand. Spannend. Aber eben alles nur Märchen. Oder hören Sie irgendwas, Fletcher? Nein. Also, dann schlage ich vor, wir gehen und untersuchen das nächste Deck. In Ordnung. Wir gehen alles ab bis zum Empire. Die Decks darüber untersuchen wir später. Und Harland, wenn wir zurück ins Empire kommen, kein Wort zu den anderen über den toten Hund. Ich will sie nicht beunruhigen. Ei, ei. Und kein Wort über die Chinesen. Warum sollten wir die Chinesen verschweigen, Harland? Weil sich die Leute fragen werden, warum von einem Schiff ein paar tausend Leute verschwinden, aber kein einziger Chinese. Linda, da sind Sie ja wieder. Aber der junge Mann, der bei mir war, dieser Rusty. Oh mein Gott, er hat Ihnen doch nichts getan. Nein, er ist verschwunden. Verschwunden? Wir sind zusammen in eine Kabine gegangen, weil er einen Plan hatte. Meine Güte, das ist alles so verrückt. Bitte, Linda, beruhigen Sie sich. Was war das für ein Plan? Er wollte die Stahlwände umgehen. Deswegen ist er außen am Schiff hochgeklettert, von Balkon zu Balkon. Er ist am Schiff hochgeklettert? Er ist Stuntman oder sowas. Und dann ist er abgestürzt. Nein, 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 nein. Er stand auf einem Balkon und er muss was gesehen haben. Er hat gerufen, aber ich konnte ihn nicht verstehen. Und dann, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, jemand hat ihn in die Kabine gezogen. Ich habe eine Filmaufnahme davon, aber die ist verwackelt. Sie haben gefilmt, wie er am Schiff hochgeklettert ist? Er wollte es so. Amber, er ist weg. Ihm ist irgendwas passiert und... Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sie müssen sich beruhigen, Linda. Am besten wir warten, bis Mr. Fletcher wieder da ist. Er wird wissen, was zu tun ist. Tausend und eine Nacht mit der Prinzessin. Erleben Sie Magic Moments auf der Princess of Wales. Lassen Sie sich verzaubern von der atemberaubenden Oriental Fantasy Show. Unsere Meister der Illusion entführen Sie in die unergründlichen Welten der Magie. Sagen Sie Adieu zur Wirklichkeit. Und gehen Sie mit auf eine unvergessliche Reise. Das kann nicht Ihr Ernst sein, Miss Erickson. Hatte ich mich nicht klar ausgedrückt? Alle Passagiere sollten sich hier im Saal aufhalten. Und nur hier. Und wieso ist dieser Rusty jetzt weg? Und was haben Sie damit zu tun, Miss Erickson? Ja, am besten Sie sehen sich das hier an, Mr. Fletcher. Ein Video? Okay. Was zur Hölle macht er da? Hält er die Bordwand hoch? Und jetzt? Wo ist er hin? Ich weiß es nicht. Es ist verwackelt. Ich weiß nur, er ist verschwunden. Und Rusty ist nicht wieder aufgetaucht. Kein Lebenszeichen von ihm. Nein. Prima. Wir suchen jetzt also einen Irren in einer Lederjacke. Also vielleicht ist es ja der da oben auf der Empore. Der trägt eine Lederjacke. Ist das Rusty, Miss Erickson? Nein, das ist er nicht. Ist das Pater Laporte? Bonjour, mes amis. Pater, wo kommen Sie her? Und wo waren Sie die ganze Zeit? Ich werde Ihnen alles erklären, Mr. Fletcher. Aber zuerst muss ich Mrs. Arland eine Nachricht überbringen. Nein, warten Sie. Wo haben Sie die Lederjacke her, die Sie da tragen? Miss Erickson, das wissen Sie doch ganz genauso gut wie ich. Was? Was haben Sie getan? Miss Erickson, gehen Sie zur Seite und Sie auch, Cohn. Vorsicht, Amber, Laporte hat eine Knarre. Keine Sorge, ich sehe die Waffe. Also, Pater, warum gehen wir nicht darüber zum Flügel, weg von den anderen? Dann können Sie mir sagen, was Sie zu sagen haben. Tut mir leid, Mrs. Arland, aber ich muss Ihnen die Nachricht ihr überbringen. Ihr und jetzt! Er flieht, David! Er haut ab! Ist jemand verletzt? Fletcher, er ist getroffen! David, er entkommt uns! Pressen Sie etwas auf die Wunde, ganz fest! David, los jetzt! Ja, ich komme! Da vorne ist er! Vorsicht!
okay? Ja. Los, weiter. Wo ist der hin? Er ist da reingerannt. In die Küche. Gibt's da einen zweiten Ausgang? Nein, ich glaube nicht. Dann haben wir ihn. Stell dich darüber. Alles klar. Hey, Report! Hören Sie mich? Laut und deutlich. Geben Sie auf! Ich bin nicht hier. Wieso, was heißt das? Nicht auf diesem Schiff. Hey, so muss es doch nicht laufen. Lassen Sie uns reden. Na los, dann kommen Sie rein. Oh ja, ganz bestimmt. Ich tue Ihnen nichts, Mann. Versprochen. Also gut, aber machen Sie keinen Fehler. Ich komme jetzt rein. Also, Sie wollten reden. Reden wir? Müssen wir dabei mit Waffen aufeinander zielen? Warum legen wir die Pistolen nicht weg und unterhalten uns wie normale Menschen? Wir wissen, dass das nichts wird. Und Sie wissen, dass Sie hier nicht rauskommen. Er hat Sie im Visier, ich habe Sie im Visier. Sie haben keine Chance. Ja, wissen Sie, Lady, das stimmt nicht ganz. Denn jetzt habe ich endlich genau die Chance, die ich brauche. Verdammt, warum haben Sie das gemacht? Wissen. Ich habe etwas für Sie. Was soll das? Eine Kassette? Wozu? Was ist das? Die Antwort. Laporte! Laporte! Tom. Emma. Haben wir ihn? Nicht reden, Emma. Ganz ruhig, Emma. Tom. Haben wir ihn? Ja, wir haben ihn. Weißt du was, Tom? Was? Der Rixkerl war gar kein Franzose. Emma! Oh Gott. Scheiße! 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 Eine Kassette. Eine Kassette? Das liegt da vorne. The Cruise, Teil 1 von Edgar Linscheid und Stuart Kummer. Musik Lars Gehlhausen und Stuart Kummer. Mit Tobias Meister als David Harland, Caroline Eichhorn als Amber Harland, Lisa Verlinder als Linda Erickson, Jan Odle als Erster Offizier Fletcher und Gerrit Schmidt-Voss als Joshua Ismail Cohen. Sowie Assad Schwarz, Volker Brandt, Michael Scherntaner, Gregor Höppner, Olaf Reichmann, Daniel Wiemer, Ilona Otto, Yu Fang, Jana Julie Kilka, Anna Fischer, Jennifer Böttcher, Dörte Lüsewski, Jens Riva und Hans-Werner Olm als Bounty. Technische Realisation Matthias Fischenich, Jens-Peter Hamacher und Daniel Dietmann. Regieassistenz Marianne Kaiser. Regie Stuart Kummer. Dramaturgie Nathalie Challis. We'll be right back.
Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln, 2014. Bounty, presse sie das Tuch auf Fletchers Wunde. Ja, alles klar. Fester, ja. Wir müssen die Blutung stoppen. Joshua, ziehen Sie Ihr Jackett aus und legen Sie es unter Fletchers Kopf. Das ganze Bluten. Joshua, machen Sie schon. Okay, ja, gut, okay. Gibt es denn hier keinen Arzt? Kennt sich einer mit Schussverletzungen aus? Ja, ich. Sie? Aber Sie sind blind. Wie wollen Sie? Ich bin erst seit 2 Jahren blind und davor war ich OP-Schwester. Okay. Wie heißen Sie nochmal? Rebecca oder einfach Becky. Okay, Becky. Was können wir tun? Also, wie gehen wir vor? Zuerst einmal, Joshua. Hören Sie mir zu. Holen Sie aus der Küche Handtücher, ein kleines dickes Holzbrett, eine Flasche Scotch und dann müssen wir irgendwoher Nadel und Faden auftreiben. Können Sie sich das merken? Ja, das kann ich. Gut. Nadel und Faden. Ich weiß, es gab noch gestern gestopften Truthahn und der war vernäht. Da muss es in der Küche Nadel und Faden geben. Dann Handtücher, ein dickes Holzbrett. Und den Scotch. Joshua, jetzt machen Sie schon. Okay, also ich beeil mich. Ich bin gleich wieder. Gut. Und Sie, Linda, müssen mir jetzt sagen, wo Fletcher getroffen wurde. Knapp unterhalb der linken Schulter. Vielleicht 2 Finger breit. Ist die Kugel an der anderen Seite wieder ausgedreht? Warten Sie. Dazu müssen wir ihn aufrichten. Bounty, helfen Sie mir. Ja, ja. Komm, Fletcher, komm. Entschuldigen Sie, Fletcher. Entschuldigung. Was ist? Gibt es eine Austrittswunde? Nein, hier ist nichts. Ein Steckschuss also. Okay, legen Sie Fletcher wieder hin. Ja. Ruhig, Fletcher, kommen Sie. Gut, wie geht's weiter? Er blutet stark. Die Kugel muss raus und die Wunde muss versorgt werden. Und wie wollen Sie das machen? Ohne was zu sehen? Ich mache es ja nicht. Sie machen das. The Cruise Teil 2. Sind Sie verrückt? Kommt nicht in Frage. Linda, irgendjemand muss das machen. Und ich werde Ihnen sagen, wie. Vielleicht kann ja Mr. Bounty... Oh, danke. Ich bin zwar sonst für jede Show zu haben, Schätzchen, aber nicht für so eine. Sergson, bitte helfen Sie mir. Ich will nicht, dass der verdammte Entertainer in mir rumstochert. Ich will, dass Sie das machen. Ja, Bounty, hier. Handtücher, Nadel und Faden, ein dickes Schneidebrettchen aus Holz und eine Flasche Scotch. Ich weiß nicht, ob der gut ist. Ich trinke ja nicht. Was passiert als nächstes? So wie es aussieht, werde ich Mr. Fletcher die Kugel entfernen. Fuck! Entschuldigung, aber ich meine... Fuck! Okay, Linda. Jetzt desinfizieren Sie sich Ihre Hände mit dem Scotch. Und dann geben Sie Fletcher einen ordentlichen Schluck davon zu trinken. Das ist klar. Jetzt gibt Fletcher das Brett. Er soll ganz fest draufbeißen. Geben Sie hier. Fletcher, ordentlich draufbeißen. Komm. Bounty und Joshua, halten Sie Fletcher fest. Richtig. Und Sie, gießen jetzt von dem Scotch was über die Wunde. Es tut mir leid, Fletcher. Linda, hören Sie mir zu. Sie greifen jetzt mit Ihren Finger in die Wunde und holen die Kugel raus. Becky, ich kann doch nicht... Linda, tun Sie es. Jetzt. Verdammte Scheiße. Und, haben Sie die Kugel? Spüren Sie sie? Nein, ich kann nicht. Moment. Doch. Da ist was. Ich glaube, ich hab sie. Jawohl. Scheiße! Gut gemacht. Und jetzt nehmen Sie die Wunde zu. Alles klar, wenn es weiter nichts ist. Hey, da ist jemand. Mr. Harland. Cohen, kein Grund zur Sorge. Wir sind jetzt alle in Sicherheit. Lassen Sie sich von mir nicht beim Nähen stören, Miss Erickson. Was ist passiert, Harland? Wir haben Schüsse gehört. Wo ist Ihre Frau? Wo ist der Pater? Sie sind tot, beide tot. Oh mein Gott. Wir haben Laporte in einer der Schiffsküchen gestellt. Wir wollten ihn dazu bringen, aufzugeben. Aber er hat meine Partnerin erschossen und ich ihn. Wieso hatte der Pater denn eine Pistole? Woher hatten Sie und Ihre Frau Pistolen? Wer sind Sie überhaupt, Mr. Harland? Sie haben recht, Cohen. Ich schulde Ihnen allen eine Erklärung. Ja. Also, ich bin nicht wirklich David Harland.
Ich heiße Thomas Jefferson Cleary. Und ich bin auch nicht auf Hochzeitsreise. Die Frau, mit der ich unterwegs war, war nicht meine Ehefrau, sondern meine Kollegin Special Agent Emma Scott. Unser Arbeitgeber ist die CIA. CIA-Agenten? Was machen Sie hier an Bord? Warum sind Sie denn hier? Wegen LaPorte etwa? Wussten Sie, dass er gefährlich ist? Nein, das heißt, ich kann es nicht mal genau sagen, Mr. Cohn. Wir haben erst vor 2 Tagen erfahren, dass wir an Bord gehen sollen, getarnt als Hochzeitspaar. Das Briefing war sehr dünn. Man hat uns nur gesagt, irgendwas könnte mit der Princess of Wales passieren. Wir sollten herausfinden, was. Und wieso lässt man das Schiff überhaupt losfahren, wenn man wusste, dass hier irgendwelche Verrückten oder Killer oder so an Bord sind? Niemand bläst eine Kreuzfahrt wegen eines Wagenverdachts ab. Ach, und wir? Ich meine, wir müssen das jetzt ausbaden, ja? Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten, Cohn. Haben Sie irgendwas rausfinden können? Jedenfalls nicht, wer ein Interesse daran haben könnte, fast 4.500 Menschen über Nacht von Bord verschwinden zu lassen. Ah, das sollen wir Ihnen abnehmen, Special Agent. Ist ja ganz klar. Hier, die CIA schickt mal eben auf gut Glück 2 Agenten auf ein Schiff, ohne überhaupt zu wissen, warum. Ob Sie mir nun glauben oder nicht, Cohn, es ändert nichts an unserer Situation. Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, die CIA steckt selber hinter all dem hier. Vielleicht, ja, vielleicht ist das hier ja ein 2. Philadelphia-Experiment. Genau. Machen Sie sich nicht lächerlich, Cohn. Völlig absurd. Das Philadelphia-Experiment hat es nie gegeben. Wegen. Außerdem habe ich für Ihre Märchengeschichten keine Zeit. Statt sich Verschwörungstheorien auszudenken, sollten Sie mir lieber helfen, meine Partnerin und LaPorte ins Kühlhaus zu bringen. Wir können sie nicht einfach so in der Küche liegen lassen. Ich habe es ja ehrlich gesagt nicht so mit Leichen. Na bravo, Cohn. Ist sonst irgendjemand hier, der mir helfen kann? Ich helfe Ihnen, Mr. Harland. Oder Cleary, oder wie auch immer Sie wirklich heißen. Miss Erickson, Sie haben gerade erst Fletchers Wunde verletzt. Eben, der Tag fängt gerade an, etwas langweilig zu werden. Tut mir leid, dass Sie die ganze Drecksarbeit erledigen müssen, Miss Erickson. Ich bin Archäologin. Ich kenne mich mit Drecksarbeit aus. Und mit Toten auch. Und mit Waffen, wie ich beim Tontaubenschießen gesehen habe. Deshalb gebe ich Ihnen die hier. Wozu brauche ich die? Ich hoffe gar nichts, aber man kann es nicht wissen nach all dem, was hier heute früh schon passiert ist. Na schön. In Ordnung. Geben Sie her. Ich habe hier noch eine 3. Pistole, Ladies and Gentlemen. Ich hätte sie Fletcher gegeben, aber der ist ja im Moment nicht in der besten Verfassung. Hat jemand von Ihnen Erfahrung damit? Ja, Sir, ich. Sie, Bounty? Sind Sie sicher? Das hier ist eine 9mm und kein Mikrofon. Auch wenn ich vielleicht nicht so aussehe, CIA. Aber bevor ich ins Showgeschäft kam, war ich 5 Jahre lang bei der Air Force. Hoffentlich haben Sie nicht alles vergessen. Hier. Es wird schon gehen, Mr. Cleary. Gut. Sind Sie soweit, Miss Erickson? Wenn Sie soweit sind. Okay, dann gehen wir. Komisch. Seltsamer Typ, dieser Cleary. Ja. Was meinen Sie, Bounty? Er hat vor nicht mal 10 Minuten seine Kollegin verloren und einen Mann erschossen. Ich finde, wir sollten ein bisschen nachsichtig mit ihm sein. Hey, ihr solltet vor allem Fletcher weg vom Boden und rein in ein richtiges Bett bringen. Also, was ist, Jungs? Wird erledigt, Lady. Kommen Sie, Cohn. Sie nehmen ihn unter dem rechten Arm und ich unter dem linken. Und unvorsichtig, damit seine Wunde nicht wieder aufreißt. In Ordnung. Achtung, Mr. Fletcher. Bounty auf 3. 1, 2, 3. Okay. Okay, Miss Erickson, hier ist das Kühlhaus. Bringen wir die beiden hier rein. Okay. Hier ist irgendwas ausgelaufen. Scheiße. Moment, ich mach Licht. Das ist Blut. Ja. Oh, blutige Cleary. Sehen Sie das? Ja, fuck, da hängt ein Mann, verfluchte Scheiße. Oh mein Gott, was ist mit dem passiert? Er wurde gehäutet, komplett abgezogen, dann an einen Fleischerhaken gehängt. Wer macht sowas? Cleary, was passiert auf diesem Schiff? Ich habe keine Ahnung. Was machen wir jetzt? Wir können ihn doch nicht einfach da hängen lassen. Naja, aber hier ist er am besten aufgehoben. Ich muss Ihnen nicht erklären, was mit Leichen passiert, die nicht richtig gekühlt werden. Apropos, wir sollten LaPorte und Emma jetzt hier reinbringen. Ja, Sie haben recht. Also los, Sie den Rumpf, ich die Füße. Ja. Auf 3, 1, 2, 3. Gott, ist der schwer. Vorsicht, der Stuhl. So, aufs Bett mit ihm. Beine hoch. Warten Sie. So. Puh. Komm, der braucht ein bisschen Ruhe. Das brauchen Sie mir nicht zu sagen. Aber Sie könnten mir was sagen. Was hat es auf sich mit diesem Philadelphia-Versuch?
Philadelphia-Experiment. Sag ich doch. Naja, also, hier kommt die Kurzversion. Es geht um zwei Experimente, die im Zweiten Weltkrieg auf dem Kriegsschiff USS Eldridge gemacht worden sind. Experimente mit einer neuartigen Tarntechnologie. Mit ganz schrecklichen Auswirkungen. Was für Auswirkungen? Beim ersten Experiment verschwand die Eldridge für wenige Sekunden aus dem Hafen von Philadelphia und tauchte 500 Seemeilen entfernt in Norfolk wieder auf. Klingt abgefahren, aber nicht wirklich schrecklich, oder? Warten Sie, bis Sie gehört haben, was beim zweiten Experiment passiert ist. Das Schiff ist für ganze 15 Minuten mitten auf hoher See verschwunden. Und als es wieder da war, waren Teile der Besatzung einfach weg. Zack, bumm. Wie hier. Sie sind nie wieder aufgetaucht. Das ist doch Quatsch, Cone. Ungefähr so viel Quatsch wie die Geschichte, dass mehr als 4000 Menschen über Nacht spurlos von einem Kreuzfahrtschiff verschwinden, ohne dass einer von uns irgendwas mitbekommen hat. Na, und gibt es irgendwelche Beweise, dass die Philadelphia-Geschichte überhaupt stimmt? Beweise? Nun ja, ich weiß nicht, es gibt Augenzeugenberichte. Wie viele? Ja, also im Grunde genommen einen. Ich bin froh, dass Sie mitgekommen sind und nicht Cone. Der wäre mir hier glatt in Ohnmacht gefallen. Mir geht's auch nicht gerade blendend. Ich brauche jetzt auf jeden Fall einen Whisky. Ja. Gehen wir zurück ins Empire? Ja, gleich, ganz kurz noch. Ich weiß, das ist alles ziemlich viel, was Sie heute ertragen mussten. Aber ich brauche noch einmal Ihre Hilfe oder vielleicht besser Ihren Rat. Keine Operationen und keine Leichen mehr. Nee, es geht um das hier. Ein Diktaphon? Ja, besser gesagt um das, was auf der Kassette ist. Laporte hat sie mir gegeben, bevor er gestorben ist. Warum? Ich hatte gehofft, dass Sie mir das beantworten können, Linda. Warten Sie, ich schalte das Ding ein. Willkommen auf der Princess of Wales. Willkommen in der Hölle. Was soll das? Warum sollte ich? Warten Sie, es kommt noch was. Hören Sie zu. Opfere die Braut der Göttermutter Tituinen. Oder opfere den Jungen, dem Regengott Tlaloc. Ja, können Sie damit was anfangen? Sagen Ihnen diese Namen was? Ja, das sind Götter der Azteken. Aha. Und diese Opfersache? Die Azteken hatten einen sehr ausgeprägten Opferkult. Sie waren immer darauf bedacht, die Götter mit Gaben milde zu stimmen. Aha. Und ich spreche nicht von Obst oder Tieren, sondern von Menschen. Menschenopfer waren an der Tagesordnung. Aber den Göttern wurden keine beliebigen Menschen geopfert. Der Göttermutter Tetuinan wurden zum Beispiel nur Frauen geopfert. So wie auf der Kassette befohlen. Genau. Und dem Regengott Tlaloc Kinder. Kinder? Die Azteken glaubten an eine Verbindung von Kindertränen und Regentropfen. In Dürreperioden sperrten sie Kinder in Käfige und brachten sie zum Weinen. Je mehr Tränen flossen, desto mehr Regen erhofften sich die Azteken. Und dann durften die Kinder wieder spielen gehen? Nein, sie verhungerten in den Käfigen. Ach, ist ja pervers. In unseren Augen schon. Für die Azteken waren Opfer keine Strafe. Sie glaubten, dass die Geister der Opfer ein Teil der Sonne werden, dort 4 Jahre verbringen und danach als Kolibris wiedergeboren werden. Als Kolibris? Ja, um von da an für immer im Garten des Paradieses zu leben. Also war die Botschaft auf dem Diktaphon... Die Aufforderung an Laporte, den aztekischen Göttern Opfer darzubringen. Dem Regengott oder der Göttermutter. Er hat sich für die Göttermutter entschieden. Indem er ihre Partnerin erschossen hat. Ja, das heißt, er hat den Jungen nicht geopfert. Was für ein Junge überhaupt? Glauben Sie, damit ist Rusty gemeint, der verschwunden ist? Nein, Rusty ist kein Junge mehr, auch wenn er sich so benimmt. Für die Azteken ist er längst kein Kind mehr. Okay, also danke für die Geschichtsstunde, Linda. Und bitte erzählen Sie den anderen nichts von all dem hier. Zumindest noch nicht. Die sind verwirrt genug. Alles klar. Und Tom, ja? Der gehäutete Mann. Häutungen sind typisch für aztekische Opferrituale. Schön Cross Bounty. Haben Sie das gebraten? Die habe ich im Mr. Chicken besorgt. Nein, im Ernst. Das war Joshua. Cohen? Ja, Hähnchen à l'Orange. Ist wohl ein altes Rezept seiner Mutter. Unglaublich. Den Kerl sollte man nicht unterschätzen. Und Bounty, wie sieht's aus? Sind alle umgezogen? Ja, jeder hat jetzt seine Kabine, direkt hier neben dem Empire. Gut. Irgendwelche Beschwerden? Nein. Für die meisten war es eher ein Upgrade. Sie machen das wirklich gut, Bounty. Sie sind der geborene Quartiermeister. Oh, Sie können mir glauben. Ich werde eine Rechnung stellen, die sich gewaschen hat. Ich habe eine bessere Idee. Und zwar? Wenn wir wieder zu Hause sind, sollten Sie sich mit den anderen zusammentun und die Reederei verklagen. Nach dem, was hier an Bord alles passiert ist, dürfte die eine oder andere Million drin sein. Und was ist mit Ihnen? Klagen Sie etwa nicht? Sie vergessen, dass ich offiziell gar nicht hier bin.
Wenn ich zurück bin, schütteln mir bestenfalls ein paar CIA-Sesselfurzer die Hand. Und wenn ich ganz viel Glück habe, bekomme ich ein paar Tage Sonderurlaub. Und was machen Sie da? Weiß nicht. Ich habe gehört, Kreuzfahrten sollen ganz schön sein. Hey, wer ist denn da in der Küche? Ich weiß nicht. Sind alle hier? Kann das Fletcher sein? Ist er wieder auf den Beinen? Nein, Fletcher schläft. Wir haben ihm Schmerzmittel aus der Notfallapotheke gegeben. Gut. Haben Sie Ihre Waffe, Bounty? Hab ich. Dann wollen wir doch mal sehen, wer da ist. Hey, Sie da in der Küche! Kommen Sie raus und halten Sie die Hände so, dass wir Sie sehen können! Auf Du mit der Prinzessin der Herzen. Freuen Sie sich auf ein ungezwungenes Get-Together mit vielen spannenden Gästen an Bord unseres Luxusliners. Genießen Sie einen Cocktail in gemütlicher Atmosphäre. Machen Sie neue Bekanntschaften und lauschen Sie unseren exzellenten Musikern am Piano. Wir erwarten Sie in der Caribbean Lounge Bar auf der Princess of Wales. Guten Abend, Ladies and Gentlemen. Wer zur Hölle sind Sie? Mein Name ist Grigori Orlov. Ich wollte Sie nicht beim Essen stören. Wäre der dumme Topf nicht gewesen, Sie hätten mich gar nicht bemerkt. Können Sie uns erklären, was Sie in unserer Küche zu suchen haben und wo Sie überhaupt herkommen? Oh, ich wusste nicht, dass die Küche in Ihren Besitz übergegangen ist. Ich wollte mir nur ein paar Zutaten ausleihen. Der Captain hatte meinem Arbeitgeber versichert, dass wir sie nutzen können. Wir wohnen 2 Decks höher, in der Admiral Suite. Verdammt. Wir haben nach der Schießerei vollkommen vergessen, den oberen Bereich des Schiffs abzusuchen. Das habe ich ja schon getan. Da ist außer uns niemand. Glauben Sie mir, ich bin, was das angeht, sehr gründlich. Und Sie wohnen da oben mit Ihrem Arbeitgeber. Wer ist das? Sein Name ist Alexei Potjomkin. Er ist Geschäftsmann. Und Sie sind sein... Ich bin sein, wie sagt man so schön, Mädchen für alles. Also wenn Sie nichts dagegen haben, nehme ich das Angebot, das Captain Seaman uns gemacht hat, an und nehme ein paar Vorräte mit aus dem Kühlhaus. Ich denke, es ist immer noch mehr als genug für Sie darin. Bitte, wenn Sie wollen, helfe ich Ihnen beim Tragen. Ich würde mich nämlich gerne mit Ihrem Arbeitgeber unterhalten. Mr. Cleary. Mr. Cleary, das wird nicht möglich sein. Und warum nicht, Mädchen für alles? Weil Mr. Potjomkin sehr genau in der Auswahl seiner Gesprächspartner ist. Und Sie gehören leider nicht dazu, Mr. Cleary. Mhm. Aber Mr. Potjomkin würde sehr gerne jemand anderen aus Ihren Reihen kennenlernen. Und zwar Mr. Joshua Ismail Cohen. Mich? Wieso? Ich meine, wieso das denn? Ach, Mr. Cohen. Nun habe ich endlich ein Gesicht zu dem Namen. Wenn Sie so freundlich wären, mir zu folgen? Moment, nicht so schnell. Ich kenne Mr. Potjomkin doch gar nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, warum er mich sprechen will. Ich bin doch nur... Mr. Potjomkin würde Sie nicht behelligen, wenn es nicht wichtig wäre. Und warum kommt Ihr Mr. Potjomkin dann nicht selbst zu Mr. Cohen, wenn es ihm so wichtig ist? Ja, genau. Wieso kommt er dann nicht selbst? Bitte, Mr. Cohen, Mr. Cleary. Ich versichere Ihnen, es besteht kein Grund zur Sorge. Meinen Sie, ja? Also wir sitzen hier fest auf einem... Nein, in einem Kreuzfahrtschiff, von dem über Nacht fast alle Menschen verschwunden sind. Dann tauchen Sie wie aus dem Nichts auf und wollen, dass ich Ihnen zu einem Mann folge, den ich nicht kenne. Und wollen mir nicht sagen, worum es geht. Ich kenne Sie doch sehen gar nicht. Sehen Sie, Mr. Cohen. Mr. Potjomkin ist ein Mann mit gewissem Einfluss. Und er bittet von Ihnen einen Gefallen. Er hat also ein Interesse daran, dass es Ihnen gut geht. Ich finde das jetzt etwas... Also, was soll das alles? Ich weiß nicht, was... Was meinen Sie, Cleary? Ich kann Sie nicht hindern, mitzugehen, Cohen. Aber wenn Sie mich fragen, ich traue dem Braten nicht. Joshua, ganz kurz. Joshua? Ja? Sie sollten mitgehen. Ach, wirklich? Würden Sie mitgehen, wenn er Sie fragen würde, Miss Erickson? Ja, ich würde mitgehen. Ich würde mir anhören, was diese Potjomkin von mir will und versuchen herauszubekommen, ob er weiß, was hier letzte Nacht passiert ist. Das könnte uns allen helfen. Und Sie tun mir einen Gefallen. Ich muss wissen, was mit meinem Vater passiert ist. Bitte, Joshua. Na schön. Was soll's? Er wird mir ja nichts tun können, jetzt wo alle wissen, dass er mich... Oder? Also gut. Gut, ich mach's. Hören Sie, Mr. Orlov. Na schön. Also nicht schön, aber okay, ich komm mit. Sehr gut, Mr. Cohn. Ich hole nur noch schnell ein paar Sachen aus dem Kühlhaus. Ihnen, Ladies and Gentlemen, wünsche ich einen geruhsamen Abend. Na, Joshua Ismail Cohen. Endlich lernen wir uns mal kennen. Mr. Potjomkin? Bitte, nennen Sie mich Alexei. In Ordnung, Alexei. Kommen Sie.
Setzen Sie sich. Möchten Sie etwas trinken? Scotch, Wodka? Danke, ich trinke nichts. Mineralwasser? Gern. Katjuschka, führe mich das Übliche. Natürlich, Alexei. Nun, Joshua, Sie werden sich sicherlich fragen, warum ich Sie zu mir gebeten habe. Sehen Sie, ich bin Geschäftsmann. Und ich bin an Bord, um etwas zu kaufen. Was denken Sie, dass es ist? Gold? Diamanten? Öl? Oder vielleicht das Schiff? Würden Sie ein Schiff kaufen, von dem Menschen verschwinden, Joshua? Sehen Sie. Das, was ich kaufen will, Joshua, ist etwas Einzigartiges. Ein Programm. Ein Algorithmus. Ein Algorithmus? Wofür? Na, jetzt habe ich Ihr Interesse geweckt, stimmt's? Bitte sehr, Mr. Cohen. Danke. Alexei? Wir sind uns ähnlich, mein Junge. Schiffe, Gold, Diamanten, Öl, das lässt uns kalt. Aber die Mathematik, die Logik, dafür schlägt unser Herz, nicht wahr? Mhm. Ja. Sie wollen wissen, wofür der Algorithmus ist? Joshua, das verrate ich Ihnen nicht. Ich möchte, dass Sie es selbst herausfinden. Deswegen sind Sie hier. Ich verstehe nicht. Nun, Joshua, so sehr ich diesen Algorithmus will, so wenig kenne ich mich damit aus. Ich bin, was das angeht, wie ein Mann, der keinen Geschmackssinn hat und dem ein Koch einen Fisch vorsetzt. Hä? Vielleicht ist es der beste Fisch der Welt. Wunderbar zart und frisch. Ein Fisch, den es nur ein einziges Mal auf der Welt gibt. Und ich bin der Einzige, der ihn je essen wird. Aber vielleicht ist der Fisch auch verdorben, was ich nicht merke, wenn ich ihn esse, weil ich nichts schmecken kann. Ich merke es erst ein paar Stunden später, wenn ich mich vor Bauchschmerzen krümme. Und wissen Sie, ich hasse Bauchschmerzen. Begreifen Sie, was ich meine, Joshua? Sie brauchen einen Vorkoster. Jemanden, der den Algorithmus versteht. Richtig. Ich habe so jemanden hier an Bord gebracht, einen Spezialisten. Aber welche Ironie des Schicksals, er ist verschwunden, letzte Nacht. Und hier, Joshua, kommen Sie ins Spiel. Ja, Mr. Potjomkin... Bitte, Alexei. Richtig, Alexei. Es ehrt mich, dass Sie glauben, ich könnte diesen Mann ersetzen, aber bei allem Respekt, wie kommen Sie darauf? Nun, Joshua, ich bin ein vorsichtiger Mann. Ich komme nicht einfach an Bord eines Schiffes, ohne Informationen darüber zu haben, wer noch so da ist. Sie wollen mir aber nicht erzählen, dass Sie Informationen über alle 3000 Passagiere gesammelt haben. Vergessen Sie die Crew nicht, Joshua. Sie sind ja... Also das ist verrückt. Okay. Okay, jetzt mal nur so zum Spaß. Was wissen Sie über mich, Alexei? Zum Beispiel, dass Sie am Massachusetts Institute of Technology Ihren Abschluss in Computerlinguistik gemacht haben, als Bester Ihres Jahrgangs. Dass Sie Angebote von Firmen aus den gesamten Vereinigten Staaten hatten und aus Europa. Sie hätten sogar an der Uni bleiben können. Sie hatten genug Protégés für eine akademische Karriere. Aber Sie sind zurück nach New York gegangen, wo Sie herkamen. Und haben einen Job in der IT-Abteilung einer Behörde angenommen. Da würde sich jeder fragen, warum dort? Warum vergeudet er sein Talent? Ich kenne die Antwort, Joshua. Weil die Behörde da um 2 Uhr nachmittags schließt und am Wochenende nicht aufmacht. Sie brauchten keine Karriere. Sie brauchten Zeit. Für ihre Mutter, ihre schwerkranke Mutter. Sie haben sie gepflegt, 5 Jahre lang, bis zu ihrem Tod am 8. Dezember. Das reicht. Es tut mir leid. Ich wollte keine Wunden aufreißen, mein Junge. Hören Sie, Alexei, Sie haben aus irgendwelchen Quellen diese Informationen über mich. Sie sagen, ich soll Ihnen helfen, verraten mir aber nicht genau, wobei. Ganz ehrlich, mir ist nicht wohl bei der Sache. Auf solche Spielchen stehe ich nicht besonders. Ich glaube, ich sollte jetzt gehen. Joshua, bleiben Sie sitzen. Ich kann verstehen, dass das alles ein wenig, sagen wir, befremdlich auf Sie wirken mag, aber seien Sie versichert, es hat alles eine Richtigkeit. Es handelt sich um ein ganz normales Geschäft unter Ehrenmännern. Und, das möchte ich nicht unerwähnt lassen, die ganze Sache wird sich selbstverständlich für Sie auszahlen. Ich bin an Geld nicht interessiert. Oh, ich biete Ihnen kein Geld, Joshua. Ich biete Ihnen einen Ausweg. Einen Ausweg? Eine Möglichkeit, vom Schiff zu kommen, Joshua. Und warum sollte ich dieses Schiff verlassen wollen, Alexei? Weil in Ihnen der Zweifel gesät ist, Joshua.
Der Zweifel, ob es Mr. Fletcher gelingt, die Stahlwände zu öffnen. Der Zweifel, ob es für all das, was hier an Bord passiert und noch passieren könnte, eine beruhigende Erklärung gibt. Deshalb, Joshua, werden Sie das Schiff verlassen wollen. Und wenn Sie einen Ausweg kennen, Alexei, warum gehen wir dann nicht einfach zu den anderen und erzählen ihnen von der Möglichkeit? Oder noch besser, warum nehmen wir die anderen nicht mit? Ich spreche von einer exklusiven Möglichkeit, Joshua. Da mein Computerexperte verschwunden ist, ist ein Platz frei geworden. Diesen Platz biete ich Ihnen an. Nur Ihnen. Sie brauchen nicht jetzt zu antworten. Ich gebe Ihnen Bedenkzeit bis morgen Abend. Warum bleiben Sie nicht so lange in meiner Suite? Wir haben noch ein Bett frei und mit Orlov biete ich Ihnen den Schutz an, den ich selbst genieße. Danke, Alexei. Aber ich glaube, ich gehe lieber zurück zu den anderen. Wie Sie wünschen, Joshua. Dann werde ich mich jetzt von Ihnen verabschieden. Es sei denn, es gibt noch etwas. Sie sehen so aus, als hätten Sie noch eine Frage. Eine Frage ist gut. Mir schwirren so einige im Kopf rum. Aber wenn es nur eine sein soll, dann diese hier. Könnten Sie das? Ich meine, wären Sie in der Lage, so viele Menschen über Nacht so einfach auf hoher See verschwinden zu lassen? Nun, ich denke, ja. Aber nur weil ich ein russischer Milliardär bin, heißt es nicht, dass ich es getan habe. Dass ich hier der Böse bin. Sie sollten an den weniger offensichtlichen Stellen suchen, Joshua. Zum Beispiel bei Mr. Cleary. Wussten Sie, dass er an Bord gekommen ist, um mich zu töten? Ja, Sie haben richtig gehört. Oder wussten Sie, dass Professor Erickson keineswegs der harmlose Archäologe ist, der er zu sein vorgibt? Dass er Dinge an Bord gebracht hat, die wirklich gefährlich sind? Ich verstehe nicht. Schon bald werden Sie verstehen, Joshua. Das ist alles sehr, sehr verwirrend. Ich begreife einfach nicht, warum die ganzen Menschen verschwunden sind. Was hat das alles für einen Zweck? Oh, Sie stellen die falsche Frage. Die richtige lautet, warum sind wir noch hier? Und nun, auf Wiedersehen, Joshua. Passen Sie gut auf sich auf. Auf Wiedersehen. Soll ich ihm folgen, Mr. Potjomkin? Nein, Grigori. Aber beobachte die anderen weiter. Ich ziehe mich zurück und bereite mich auf das Geschäft vor. Und du, Katjuschka, ruh dich aus. Deine große Stunde kommt noch, mein Sternchen. Alexei, was... Psst. Grigori, was hat Alexei mit mir vor? Katja, lass es. Du musst mir helfen. Du musst mich vor ihm beschützen. Bitte, Grigori. Du weißt, dass ich nichts tun kann, Katja. Du weißt, wer er ist. Da ist es wieder. Hören Sie es, Tom, dieses Kratzen? Ja, ich höre es. Scheint so, als käme es aus dem Luftschacht da oben. Vielleicht ist eine Ventilation defekt. Mr. Cleary? Ja, Bounty? Da hinten kommt jemand. Hat obenrum was Asiatisches. Ah, das ist Jin He, der Häuptling der Wäschereichinesen. Hey, Sie, Mister! Wo ist Fletcher? Wo ist der erste Offizier? Jetzt beruhigen Sie sich erst mal, Mann. Ich muss unbedingt mit Fletcher reden. Fletcher ist verwundet. Er wurde angeschossen. Angeschossen? Er liegt im Bett und braucht Ruhe und keinen panischen Wäscher. Reden Sie mit mir, wenn Sie was zu sagen haben. Ich muss Sie warnen. Sie sollten hier schnellstens verschwinden, sich alle verstecken, damit er Sie nicht finden kann. Wer soll uns nicht finden? Der Dämon! Der Dämon, der durch das Schiff läuft. Fängt das schon wieder an. Erst die Schreie hinter der Wand, jetzt ein Dämon. Seid die Chinesen ein Haufen ängstlicher Kinder? Wir haben ihn gesehen. Er ist an der Waschküche vorbei. Ein schreckliches Wesen. Ein Mensch und doch kein Mensch. Er hat ständig etwas gebrüllt. Sowas wie Pili Zazi oder so ähnlich. War es Pili in Zazi? Ja, genau. Das war es. Tom, was immer der Mann auch gesehen hat, es hat Aztekisch gesprochen. Pili in Zazi bedeutet, ein Kind weint. Das heißt, Sie glauben, es läuft ein aztekischer Dämon durchs Schiff, der über weinende Kinder redet? Ich weiß nicht, was darum läuft, aber wir müssen es finden. Es finden? Warum zur Hölle? Haben Sie vergessen, was ich Ihnen über weinende Kinder und Azteken erzählt habe? Über die Opfer für den Regengott Tlaloc? Nein, das habe ich nicht vergessen. Aber ich weiß nicht, was uns erwartet, wenn wir Hals über Kopf losrennen. Vielleicht ist das Ganze eine Falle. Denken Sie an den Mann, der im Kühlhaus am Haken hängt. Wenn ein Kind hier an Bord stirbt, weil wir nichts dagegen unternehmen, werde ich mir das mein ganzes Leben vorwerfen. Ich suche das Wesen, Tom. Mit oder ohne Ihre Erlaubnis. Sie haben mir die Pistole gegeben.
Ich kann mich verteidigen. Ich gehe jetzt los. Verdammt, warten Sie, Linda. Sie gehen nicht allein durchs Schiff, ich begleite Sie. Und Sie, Bounty, bleiben mit der dritten Waffe hier. Falls dieses Ding hier auftaucht und Sie angreift, dann verpassen Sie meine Kugel. Mein Gott, Sie reden ja wie in einem schlechten Kriminalroman. Was ist jetzt los? Da hat Mr. 10.000 Volt Cleary wohl für Überspannung gesorgt. Ich frage mich, wie Sie es mit solchen Witzen auf das beste Kreuzfahrtschiff der Welt geschafft haben. Ich verweigere die Aussage, Sir. Tut mir leid, Linda, die Dämonenjagd muss leider ausfallen. Kommt nicht in Frage. Es muss auf einem 5-Sterne-Schiff doch irgendwo eine Taschenlampe aufzutreiben sein. Oder ich führe Sie durchs Schiff. Sie, Becky? Ja, klar. Stromausfall macht mir nichts aus. Dunkelheit ist mein Metier. Nichts, wieder nichts. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Ladies, aber ich habe das Gefühl, wir sind jeden Gang dreimal abgelaufen. Das ist die Dunkelheit, Mr. Cleary. Wer daran nicht gewöhnt ist, verliert schnell das Gefühl für Raum und Zeit. Kann sein, Becky, aber einen Dämon finden wir hier nicht. Wir sollten lieber versuchen, den Strom wieder anzukriegen, als dem Hirngespinst eines Chinesen nachzujagen. Hey, was war das? Da ist jemand. Bleibt hinter mir. Es kommt näher. Tun Sie was, Tom? Keine Bewegung! Ich habe eine Waffe! Bitte nicht schießen! Ich bin es, Josh! Joshua Cohn! Da haben Sie Ihren Dämon, Linda. Oh Mann, ich hätte beinahe einen Mörder erschossen. Cleary, sind Sie das? Ja, Cohn. Und Linda und Becky sind auch hier. Oh Mann, bin ich froh, euch zu sehen. Oder wenigstens zu hören. Aber was macht ihr hier? Habt ihr mich gesucht? Nein, Josh, nicht Sie. Sind Sie vielleicht jemandem begegnet? Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Linda, sehen Sie es ein? Cohen ist der Dämon, von dem der Chinese gesprochen hat. Passt doch alles zusammen. Nicht sonderlich ansehnlich, redet unsinniges Zeug. Aztekisch. Was der Chinese gesehen hat, hat Aztekisch gesprochen. Tja, tut mir leid, Cleary. Bei Aztekisch habe ich in der Schule nicht aufgepasst. Wie auch immer, wir vergessen jetzt den ganzen Quatsch und gehen zurück zu den anderen. Was war das? Der Dämon. Hey, bleiben Sie stehen und sagen Sie, wer Sie sind. Ich bin CIA-Agent. Bleiben Sie stehen oder ich schieße. Warten Sie, Tom. Lassen Sie mich mit ihm sprechen. Okay, seien Sie vorsichtig, Linda. Nikwali! Linda! Linda, was ist passiert? Fahr zur Hölle, du Teufel! Nein, warte! Komm, nicht schießen! Das ist kein Dämon! Ich erkenne seine Stimme! Es ist Rusty! Sind Sie sicher? Ja, Rusty! Hören Sie mich! Rusty! Rusty! Sie müssen sich beruhigen! Erkennen Sie uns nicht! Sie sind bei Freunden, Rusty. Sie sind in Sicherheit. Oh, scheiße, das Licht. Oh, ist das plötzlich grell. Oh mein Gott, was ist das für ein Vieh? Was zum Teufel nochmal ist mit seinem Gesicht passiert? Seine Haut ist total... Ich glaube, ich weiß, was mit ihm passiert ist. Okay, Linda. Nur damit ich das richtig verstanden habe. Rusty ist die Schiffswand hochgeklettert und auf einem Balkon gekidnappt worden. Ja. Dann hat man ihn mit Drogen vollgepumpt, aztekische Worte beigebracht und in die Haut eines alten Mannes eingenäht. Und danach hat man ihn irgendwie an den geschlossenen Stahlwänden vorbeibekommen und als Dämon durch das Schiff laufen lassen, bis ihr ihn erwischt habt. So ist es, Mr. Fletcher. Und diese Haut stammt von einem Mann, der an einem Fleischerhaken im Kühlhaus des Shogun-Restaurants hängt? Wir gehen davon aus, dass es seine Haut ist. Das ist doch der totale Wahnsinn, Cleary. Warum macht man sowas? Es handelt sich um ein aztekisches Opferritual zu Ehren des Fruchtbarkeitsgottes Shibetotek. Einem alten Mann wurde die Haut abgezogen. Danach wurde sie 20 Tage von einem jungen Priester wie eine zweite Haut getragen, auch die Gesichtshaut. Nach den 20 Tagen wurde sie dann entfernt. Aus der Haut des Alten schlüpfte der Junge, ein Symbol der Erneuerung. Die Azteken versprachen sich davon eine bessere Ernte. Okay, ich stelle die Frage anders. Warum, verdammt nochmal, macht man sowas auf diesem Schiff? Wir wissen es nicht, Fletcher. Und wer ist der Tote im Kühlhaus? Ein Passagier? Ein Besatzungsmitglied? Dazu hat Cohn eine Theorie. Stimmt's, Cohn? Ja, also, hier am Hals hat er ein Tattoo. Einen Vogel. Ja, es ist nicht mehr gut zu erkennen. Aber ich habe das schon mal gesehen, in einer Biografie. In einer Biografie? Wissen Sie, ich bin ein Bewunderer, also Fan, ein Fan von ihm. Deshalb habe ich mich ja auch so geärgert, dass er nicht hier ist.
obwohl... Cohen, wovon zur Hölle reden Sie? Wem gehört diese Haut? Ist das nicht klar? Sie gehört Jimmy Colombo. Dem Entertainer, der letzte Woche in New York verschwunden ist? Ja, genau dem. Und das haben Sie an einer Tätowierung erkannt, die Sie irgendwann mal in einem Buch gesehen haben? Ich habe die Biografie sehr oft gelesen. Sie ist mein drittliebstes Buch. Die Tätowierung ist auf Seite 165 abgebildet. Auf Seite 165? 165, ja. Tja, Fletcher, sieht so aus, als wäre Cohen Experte, was das angeht. Entschuldigen Sie, Gentlemen, aber wenn das jetzt geklärt ist, könnten wir Rusty dann aus seiner zweiten Haut befreien? Er ist zwar nicht bei Bewusstsein, aber er leidet sich ja trotzdem. Selbstverständlich. Hier ist mein Taschenmesser. Wer macht das mit der Haut? Also, ich gehe dann mal raus. Ach, geben Sie her, Cleary. Cara. Rusty. Er kommt zu sich. Was hat er gesagt? Ich glaube, er will, dass wir filmen, wie die Haut entfernt wird. Filmen? Das kann er vergessen. Ich fange jetzt an. Linda, passen Sie auf, dass Sie ihn nicht verletzen. Schon gut, Becky. Ich passe auf. Oh, das stinkt bestialisch. Der ist ja komplett mit Pusteln übersät. Kein Wunder, seine Haut hat darunter keine Luft bekommen und sie reagiert auf die fremde Hautschicht. Wir können das mit Salbe behandeln. Moment mal. Hier ist was. Irgendwas ist in die Haut eingenäht. Sieht aus wie eine kleine Kassette. Kann ich mal? Ja. Hier, Cleary. Ugh. Oh, das hängt noch ein bisschen Haut dran. Was? Hey, Rusty. Warten Sie. Hier ist Wasser. Hier. Ihr solltet jetzt alle gehen. Rusty braucht Ruhe und Fletcher auch. Ich kümmere mich um die beiden und rufe euch, wenn ich was brauche. Moment noch, Becky. Ich muss Rusty ein paar Fragen stellen. Kann das nicht warten? Seine Erinnerungen sind noch frisch. Das müssen wir ausnutzen. Eine Frage. Sie stellen ihm nur eine. Und danach werfe ich sie eigenhändig raus, okay? Schon gut, Becky. Hallo, Rusty. Rusty? Rusty, ich möchte, dass du mir sagst, wer das hier war mit der Haut, weißt du? Ja. Rusty, ich kann dich nicht verstehen. Kannst du lauter sprechen? Ja, was? Der Vater von mir. Der Professor. Professor Eriksson. Gehen wir hier rein. Tom, ich sag's Ihnen nochmal. Mein Vater hat damit nichts zu tun. Ja, Linda, Sie müssen sich jetzt wirklich beruhigen. Wir sammeln noch mal alle Fakten, die wir haben. Cohen, Bounty, setzt euch. Ja. Linda, nehmen Sie den Stuhl hier. Nein, Tom, ich werde mich ganz bestimmt nicht hinsetzen. Meinetwegen. Also, fangen wir mit heute Morgen an. Als Fletcher und ich die unteren Decks des Schiffs durchsucht haben, haben wir in der Waschküche die Chinesen getroffen. Danach haben wir an der Stahlwand, die den Weg zum Heck versperrt hat, einen toten Hund gefunden. Beckys Hund, so wie es aussieht. Das ist ja schrecklich. Was weiß Becky überhaupt davon? Nein, ich warte noch auf den richtigen Moment, das ihr zu sagen. Oh, wie einfühlsam, Cleary. Wir lernen ja immer neue Seiten an Ihnen kennen. Im Maul des Hundes steckte ein leeres Diktaphon. Wieso denn? Ich meine... Ist doch völlig egal, spielt keine Rolle. Viel wichtiger ist, dass Laporte mir kurz bevor er starb eine Diktaphonkassette gegeben hat. Darauf waren Anweisungen für ihn, verklausuliert als aztekisches Opferritual. Er hatte die Wahl. Entweder er tötet meine Partnerin oder ein Junge stirbt. Was für ein Junge? Ich weiß es nicht, Cohen, aber wir müssen davon ausgehen, dass einer an Bord ist. Vielleicht finden wir auf der Kassette, die in Columbos Haut eingenäht war, neue Hinweise. Ich werde sie jetzt mal abspielen. Opfere den Mann, dem Kriegsgott Xipe-Totec. Oder opfere dein Kind, der Erdenmutter Tlazolti-Otl. Noch eine Anweisung also. Und noch ein Verweis auf aztekische Götter, genau wie auf der ersten Kassette. Linda, können Sie uns was dazu sagen? Das Opfer für Xipe-Totec habe ich ja schon erklärt. Es ist genau das, was Colombo und Rusty passiert ist. Die Häutungsgeschichte, klar, ja. Und dieser Erdenmutter wurden Kinder geopfert. Also muss es an Bord mindestens ein Kind geben, wenn der Junge auf Laportes Kassette und das Kind auf dieser hier identisch sind. Moment. Der Erdenmutter wurden keine Kinder geopfert, sondern Frauen. Wer auch immer das aufgenommen hat, hat sich einen Fehler erlaubt. Hm.
Wirklich seltsam, Linda. Oder erfinden Sie das nur, damit ich Ihren Vater nicht mehr verdächtige? Fangen Sie schon wieder an. Es gibt keine Beweise, dass mein Vater in irgendetwas verwickelt ist. Wir wissen noch nicht mal, ob er noch an Bord ist. Wir haben Rustys Aussage. Sie glauben einem Typen, der total mit Drogen vollgepumpt war? Ich glaube einem Mann, der Todesangst hatte. Mein Vater kann nicht 4000 Menschen über Nacht verschwinden lassen. Aber was ist mit diesem russischen Milliardär? Sie waren doch bei ihm, Joshua. Was wollte er? Er braucht mich für ein Geschäft, das er morgen abschließen will. Er hat nicht gesagt, was für eins, aber es hat mit einem Computerprogramm zu tun. Ich soll mich bis morgen entscheiden, ob ich ihm helfe. Was gibt er Ihnen, wenn Sie es tun? Er hat gesagt, er kann mich von Bord bringen. Na, sieh mal einer an. Und wie will er das hinkriegen? Na, das hat er nicht verraten. Ist außer Orlov noch jemand bei ihm? Ja, ein Mädchen. Naja, eher eine junge Frau. Vielleicht 20. Katharina oder Katja oder so. In was für einem Verhältnis steht sie zu Potjomkin? Naja, seine Tochter ist sie wohl nicht. Hat er sonst noch was gesagt, was von Interesse ist? Ja, er hat etwas über Sie gesagt, Cleary. Über mich? Aha. Er hat gesagt, Sie wären an Bord, um ihn zu töten. Das ist lächerlich. Es klang so, als hätte er es ernst gemeint. Ist das so, Tom? Sind Sie und Ihre Partnerin deshalb an Bord gekommen? Ich habe euch schon gesagt, warum ich hier bin, und das war die Wahrheit. Warum glaube ich Ihnen nicht? Ja, so wie es aussieht, bin ich ausnahmsweise mal nicht der Verdächtige. Naja, das sehe ich nicht so, Bounty. Was soll das heißen? Überlegen wir doch mal. Ein bekannter Entertainer verschwindet, weil er umgebracht wurde. Und wie aus dem Nichts taucht ein anderer auf, um ihn zu ersetzen. Noch dazu einer mit Kontakten zur Mafia und einem Hang, die Liebhaber seiner Frau mit Baseballschlägern zu erschlagen. Es war ein Golfschläger. Ein 7er Eisen, um genau zu sein. Soll ich Ihnen erzählen, was damals passiert ist? Lassen Sie es gut sein, Bounty. Und Sie, Cohen, halten sich mit Ihren Anschuldigungen zurück. Genauso gut könnte ich behaupten, dass Sie Potjomkins Handlanger sind und er hinter der ganzen Sache hier steckt. Was würden Sie dazu sagen? Ich würde sagen, dass Sie erstmal vor Ihrer eigenen Tür kehren sollen, Mr. Philadelphia-Experiment, CIA-Superspion. Hören Sie mit dem scheiß Philadelphia-Experiment auf, Sie Nerd. Wie wäre es, wenn Sie damit aufhören, ja? Wie wäre es, wenn Sie damit aufhören? Wartet! Da ist es wieder. Was? Da, in den Luftschächten. Vergessen Sie die Luftschächte. Wir haben hier andere Sachen zu klären. Was war das jetzt? Keine Ahnung. Lassen Sie mich mal an die Tür, Joshua. Scheiße, siehst du? Jemand hat die Tür von außen abgeschlossen. Was riecht hier so? Das ist Gas. Haltet euch was vor den Mund. Haltet euch was vor den Mund. Lassen Sie die Seele baumeln auf der Princess of Wales. Genießen Sie ein umfangreiches Body-Treatment und gönnen Sie Ihrer Haut eine Auszeit. Unser Fachpersonal berät Sie gerne und erarbeitet mit Ihnen Ihr persönliches Skin-Rebirth-Programm nach Dr. Flint. Profitieren Sie von dem eigens für die Royal Arabian Cruises entwickelten Health Living System und besuchen Sie uns in einem unserer 6 Sauna- und Spa-Countries. Wir freuen uns auf Sie! Tom! 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 Wachen Sie auf! Tom! Wachen Sie auf! Linda, was ist los? Wir sind immer noch in der Kabine. Erinnern Sie sich? Hier ist Gas reingekommen. Wir sind alle ohnmächtig geworden. Und als wir wieder aufgewacht sind, waren unsere Waffen weg. Oh, meine Pistole ist wirklich nicht mehr da. Fehlt sonst noch was? Nein, eher im Gegenteil. Was soll das heißen, Cohen? Bounty hat etwas dazu bekommen. Eine Tätowierung am Hals, genau an der Stelle, an der Columbo sie hatte. Ein Falke mit nur einem Auge. Wo habe ich das schon mal gesehen? Das kann ich Ihnen sagen, Cleary. Auf der Flagge am Heck der Princess of Wales. Es ist das Wappen des Scheichtums Abu Sindh. So, da wären wir. Danke, Joshua.
Danke, dass Sie mich zu meiner Kabine begleitet haben. War mir ein Vergnügen, Linda. Sagen Sie, hat Potjomkin Ihnen wirklich erzählt, Tom sei an Bord, um ihn zu töten? Ja. Ja, das hat er. Glauben Sie, da ist was dran? Keine Ahnung. Aber, naja, immerhin ist Cleary angeblich bei der CIA. Über Ihren Vater hat Potjomkin auch was gesagt. Er hat gesagt, Ihr Vater sei nicht der harmlose Archäologe, für den ihn alle halten. Und dass er Dinge an Bord gebracht hat, die gefährlich sind. Was meint er damit? Die Ausgrabungen? Nein, die Ausgrabungsstücke sind harmlos. Gut, wir haben niemandem erzählt, was es ist, damit keiner ein schlechtes Gefühl bekommt, aber... Ein schlechtes Gefühl? Naja, es sind 500 menschliche Schädel. Sie haben 500 Totenköpfe an Bord gebracht? Haben Sie etwa Angst vor Totenköpfen? Ach, natürlich nicht. Was ist mit diesen Totenköpfen? Warum meint Potjomkin, sie wären gefährlich? Keine Ahnung. Sie sind nicht gefährlich. Es sind nur Schädel. Seltsam. Das ist alles sehr, sehr seltsam. Joscha, eine Frage. Warum haben Sie Claire nicht erzählt, was Potjomkin über meinen Vater gesagt hat? Weil ich auch nicht glaube, dass Ihr Vater mit der Sache hier zu tun hat. Ja, wirklich? Ich fange schon selber an zu zweifeln. Ich habe Ihrem Vater in die Augen gesehen. Gestern Abend beim Captain's Dinner und ich habe nichts Schlechtes darin gesehen. Danke, Joshua. Sie wissen gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Das werde ich Ihnen nicht vergessen. Okay, dann gute Nacht. Ja, gute Nacht, Linda. Schon wieder dieses Geräusch. Was ist das bloß? Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, Skorpione! Skorpione, weg! Weg von mir! Ah! Linda, kommen Sie! Kommen Sie aus dem Zimmer raus, schnell! Josh, wo kommen die alle her? Die Skorpione fallen aus den Lüftungsschächten. Es sind Hunderte, kommen Sie, weg hier! Was ist mit Becky und Fletcher und Rusty? Cleary und Bounty kümmern sich um Sie. Und wo sollen wir jetzt hin? Ins Empire. Da können wir uns am besten gegen die Viecher verteidigen. Sind alle hier? Niemand vermisst? Niemand gestochen? Nein, alle sind hier. Alle unverletzt. Sind die Ausgänge zu und die Türritzen mit Handtüchern verstopft? Ja, alles ist dicht. Sehr gut. Lasst uns die Tische aus der Mitte des Saals an den Rand schieben. Aha. Wir brauchen eine große freie Fläche, auf der wir uns aufhalten. Wenn die Skorpione kommen, sehen wir sie von dort aus früh genug. Was? Wer zur Hölle spielt hier Klavier? Niemand. Der Flügel spielt von allein. Nein, nein, das klingt irgendwie anders. Kommen Sie, Cohen, wir sehen uns das mal an. Die Tasten bewegen sich nicht. Es muss was im Flügel sein. Na dann. Halt, Vorsicht. Ich heb den Deckel ein Stück an. Oh. Sehen Sie was, Cohen? Ja, da... Ein Diktaphon. Sonst nichts? Keine Tiere? Keine Drähte? Nein, ich glaube nicht. Dann holen Sie es raus. Ich weiß nicht, vielleicht sind ja doch Tiere drin. Ach, jetzt machen Sie schon, Sissy. Ja, ja. Okay, warten Sie. Ich hab's. Gut, her damit. Hier. Ich könnte wetten, dass da nicht nur Klaviermusik drauf ist. Nichts. Warten Sie, das war bestimmt noch nicht alles. Opfere dich selbst dem einen Herrn und Gott. Oder alle werden geopfert. Was? Du hast 10 Sekunden Zeit. Was heißt das? Das heißt, alle in Deckung, verdammt nochmal, alle sofort in Deckung! Unter die Tische, unter die Tische! Wer ist getroffen worden? Hier, dieser Makler aus Chicago. Und die junge Schauspielerin. Sie liegt direkt vor dem Tisch her. Kommen Sie an Ihr Handgelenk, Linda? Ja, ich komme dran.
Dann fühlen Sie Ihren Puls. Lebt sie? Ich fühle nichts. Mein Gott, ich glaube, sie ist tot. Aber was hat sie umgebracht? Giftpfeile, Cohen. Opfere dich selbst dem einen Herrn und Gott. Oder alle werden geopfert. Bleibt alle in Deckung. Bleibt unter den Tischen. Skorpione! Oh nein! Nein, nicht schon wieder! Bleib in Deckung! Es sind Diplocentro-Skorpione! Die sind nicht giftiger als Bienen! Sind Sie sicher, Linda? Absolut sicher, Tom. Ich habe sie nur erst jetzt erkannt. Opfere dich selbst dem einen Herrn und Gott. Oder alle werden geopfert. Ich kann das nicht. Es gibt nur einen Ausweg. Passen Sie gut auf sich auf, Linda. Hey, was haben Sie vor? Ich opfere mich. Hier. Ich opfere mich. Verschont die anderen. Josh! Cohen in Deckung. Zurück in Deckung, verdammt nochmal. Na los. Worauf wartet ihr? Ich opfere mich! Nach diesen Ereignissen stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, geh in das Land Moria und bring ihn dort auf einem der Berge als Brandopfer dar. Als sie an den Ort kamen, den ihm der Gott genannt hatte, baute Abraham den Altar, schichtete das Holz auf, fesselte seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar. Schon streckte Abraham seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu: Abraham, streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nichts zuleide. Denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hältst dich für Gott? Du willst Gott spielen? Du bist nicht Gott! Bilde dir nicht ein, Gott zu sein! Bilde dir nicht ein, Gott zu sein! Cleary, die Stahlwände! Ich sehe es, Bounty, sie gehen hoch! Josh, sie haben es geschafft! Die Wände sind weg! Wir sind frei! Phase 3. The Cruise, Teil 2. Von Edgar Linscheid und Stuart Kummer. Musik Lars Gehlhausen und Stuart Kummer. Mit Lisa Verlinde als Linda Erickson. Tobias Meister als Tom Cleary. Gerrit Schmidt-Voss als Joshua. Anna Fischer als Becky. Und Olaf Reichmann als Potjomkin. Sowie Assad Schwarz, Jan Odle, Yu Fang, Daniel Wiemer, Dörte Lüsewski, Jennifer Böttcher, Ilona Otto und Hans-Werner Olm als Bounty. Technische Realisation: Matthias Fischenich, Jens-Peter Hamacher und Daniel Dietmann. Regieassistenz: Marianne Kaiser. Regie: Stuart Kummer. Dramaturgie: Nathalie Challis. We'll be right back.
Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln, 2014. Und nun weitere Nachrichten vom 21. Juni. Das größte Passagierschiff der Welt, die Princess of Wales, hat die erste lange Etappe seiner Jungfernfahrt um die ganze Welt erfolgreich beendet. Nach ihrer 30-tägigen Reise durch die Karibik, den Atlantischen Ozean und das Mittelmeer wurde sie bei ihrer Ankunft im Hafen von Nizza von tausenden begeisterten Schaulustigen begrüßt. Und nun weitere Nachrichten vom 21. Juni. Das größte Passagierschiff. Wie zur Hölle kann das sein? Wie kann die Princess of Wales in Nizza einlaufen, wenn wir mit ihr auf See sind? Und warum läuft der Bericht in Dauerschleife auf dem Fernseher hier am Empfang? Und wie kann es der 21. Juni sein? Wir sind vor 2 Tagen losgefahren. Der 21. Juni ist erst in einem Monat. Vielleicht ist ja doch schon der 21. Juni. Womöglich waren wir 1 Monat lang bewusstlos, Linda. In einem Monat kann man 4000 Leute von einem Kreuzfahrtschiff bringen. Alle Betten machen. Kommen Sie, reden Sie keinen Scheiß, komm. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Hier will uns irgendwer verarschen. Und zwar richtig. Oder wir hängen in so einer Stephen King Langoliers-Scheiße drin und sind durch ein Zeitloch in eine parallele Realität katapultiert worden. Hören Sie auf damit, Cohn. Was soll das? Ihr Gerede bringt uns keinen Schritt weiter. Oh, Cleary, jetzt sagen Sie nicht, Sie haben Langoliers nicht gelesen. Das ist mein zweitliebstes Buch. Lesen Sie Langoliers, wenn Sie das hier überleben. Da stehen die Antworten drin, die Sie suchen. Cohen, Schnauze, ich mein's ernst. Und was machen Sie da eigentlich am Empfangscomputer? Ich suche den Belegungsplan. Hier ist er. Hab ich's mir doch gedacht. Alle Suiten leer, so als wären dort nie Gäste gewesen. Also nicht alle. Die Kabinen von uns übrig gebliebenen sind als belegt markiert, aber ansonsten alles leer. Moment mal. Das gibt's doch gar nicht. Joshua? Was ist? Da ist sie. Sie ist tatsächlich da. Wer ist da? Kabine 1912. Die Kabine, die ich gebucht hatte. Die Rezeptionistin hatte behauptet, 1912 würde nicht existieren. Aber hier auf dem Belegungsplan ist sie eingetragen. Und nicht nur eingetragen, sondern als belegt markiert. Was heißt das? Das heißt, in meiner Kabine wohnt jemand. Hier, Mr. Nick Portman. Oh, ich fass es nicht. Also, ist da irgendwo noch jemand auf dem Schiff? Sieht ganz so aus. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut oder schlecht finden soll. The Cruise Teil 3. Nicht mehr, wie schön es auf diesem Schiff sein kann. Abgesehen von Skorpionen, Giftfallen, gehäuteten Leichen und schießwütigen Patern. Ja, apropos, haltet die Augen auf. Ich habe genug von bösen Überraschungen und jetzt weiter zur Brücke. Moment mal. Was ist das da drüben? Im großen Meerwasserpool. Sind das? Sieht ganz so aus. Haie? Wie sind die in den Pool gekommen? Darum kümmern wir uns später, Cohen. Da hinten ist der Aufgang zur Brücke, los. In Ordnung. Ich wollte sowieso gerade nicht schwimmen gehen. Glauben Sie, es ist noch jemand auf der Brücke, Tom? Wir werden es wissen, wenn wir einen Blick durch die Fenster werfen. Würde mich aber wundern. Wäre jemand da, hätte er über Funk das Festland kontaktiert und wir wären schon längst... Tja, also das sieht so aus, als wäre doch noch jemand da. 3 Offiziere, aber die funken keinen mehr an. Nie mehr. Das ist ja schrecklich. Was ist mit denen passiert? Warum sind die so... Oh Gott, das ist der Captain, das ist Captain Seaman. Er lebt, aber er kann offenbar kaum atmen. Oh, der sieht schrecklich aus. Seine Haut, die ist ganz rosa. Genau wie die der toten Offiziere. Wir müssen ihn da rausholen. Warten Sie, was macht er da? Er haucht gegen die Scheibe. Jetzt malt er was mit dem Finger. Ein Dreieck und darin ein Kreis und noch ein Kreis und noch eine... Ich weiß, was das ist. Das Zeichen für Biohazard. Biologische Gefährdung. Was auch immer die Offiziere umgebracht hat, es ist da drin und wir dürfen die Tür auf keinen Fall aufmachen. Aber der Captain wird sterben. Wenn wir die Tür aufmachen, werden wir alle sterben. Da drin ist ein Virus und wir müssen verhindern, dass es sich verbreitet. Warten Sie. Wenn es ein Virus ist, dann können wir nicht verhindern, dass es sich verbreitet. Die Brücke ist an die Luftschächte angeschlossen, wie das gesamte übrige Schiff auch. Ja, und wenn Skorpione durch die Luftschächte kommen, dann tun Viren es auch. Er hat recht, Tom. Wir müssen die anderen warnen. Vor allem müssen wir zu Becky und ihr die Symptome beschreiben. Vielleicht weiß sie, wie wir uns schützen können. Also los, wir müssen uns beeilen.
Warten Sie, da stimmt was nicht. Nein, das ist kein Virus. Das ist was anderes. Ich habe das irgendwo schon mal gelesen. Es ist eine Vergiftung. Was? Ja, natürlich. Es ist eine Vergiftung mit Blausäure. Mhm. Die rosa Haut ist ein typisches Symptom dafür. Also kein Virus. Wir sind nicht in Gefahr, ganz sicher? Ja, absolut sicher. Aber es ist eine schwere Vergiftung. Der Captain wird sterben, wenn wir nichts dagegen tun. Können Sie die Vergiftung aufhalten, Becky? Können Sie ihn retten? Vielleicht, aber dazu brauche ich ein Gegengift. Warten Sie. Ja, das könnte klappen. Ich glaube, es besteht eine Chance, dass Sie im Medizinschrank Hydroxycobalamin finden. Das müssten wir ihm als Infusion geben. Gut, worauf warten wir noch? Linda, Josh, Sie begleiten mich. Ich komme auch mit. Den Teufel werden Sie tun, Fletcher. Sie wurden angeschossen. Sagen Sie es ihm, Becky. Es wäre wirklich besser, wenn Sie sich ausruhen, Mr. Fletcher. Ausruhen kann ich mich, wenn wir zu Hause sind. Ohne mich irren Sie doch nur im Schiff herum. Okay, Fletcher, zeigen Sie mal Ihre Schulter. Ist wirklich wieder alles okay damit? Es wird schon gehen, Cleary. Und was ist, wenn ich hier drauf drücke? Sind Sie wahnsinnig, Tom? Wahnsinnig wäre ich, wenn ich ihn mitnehmen würde. Ich muss durch ein Schiff mit Giftpfeilen und Skorpionen. Und wer weiß was noch. Ich kann keinen Invaliden gebrauchen. Ich habe schon einen Nerd, auf den ich aufpassen muss. Das werden Sie mir büßen, Cleary, Sie verdammter Rassist! Ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung, Fletcher. Aber jetzt bleiben Sie liegen und verhalten sich ruhig. Sie sagen mir nicht, was ich zu tun habe, Cleary. Das hier ist mein Schiff. Noch nicht. Solange der Captain am Leben ist, sind Sie nur der erste Offizier. Und damit das so bleibt, gehen wir jetzt los. Wenn Sie was tun wollen, Fletcher, dann kümmern Sie sich darum, dass Seaman von der Brücke hier runtergebracht wird. Nehmen Sie Bounty und noch ein, zwei Jungs. Hey, ich kann auch helfen. Bist du sicher, Rusty? Logisch, ich muss mal an Deck. Hier drin wäre ich noch bekloppt. Wie du meinst. Und Fletcher, setzen Sie einen Notruf ab. Wir müssen schnellstens gefunden werden. Als ob ich das nicht selbst wüsste, Cleary. Okay. Und hey, pass bloß auf die Haie im Pool auf. Alter, das sind ja wirklich Haie. Wir denken sich so einen kranken Scheiß aus. Hören Sie auf zu filmen, Rusty, und helfen Sie den anderen, den Captain zu tragen. Oh. Lassen Sie nur Fletcher. Rusty ist okay, wir kommen zurecht. Also Leute, auf drei. Okay. Eins, zwei, drei. Komm schon. Wir bringen ihn jetzt runter, Fletcher. Seid vorsichtig. Ich bleibe noch und sende den Notruf. In Ordnung. Dieses Schiff ist ein verdammter Irrgarten. Hunderte Gänge, Treppen und Türen. Warum muss der Kasten auch so groß sein? Weil es das größte Kreuzfahrtschiff der Welt ist. Das war eine rhetorische Frage. Oh. Sehen Sie lieber auf den Deckplan. In welchen Gang müssen wir? Rechts oder links? Moment. Wir müssen nach... Links. Gut, dann weiter. Verdammt, was war das jetzt? Es kam von hinter uns. Ich sehe nichts. Da... Leute, da kommt was. Das ist ein verdammter Löwe. Wo kommt denn hier ein Löwe her? Von da, wo die Haie auch herkommen, aus dem Zoo. Was machen wir jetzt? Bleibt ruhig. Und jetzt ganz langsam zurückgehen. Ganz langsam. Okay, vergesst langsam. Lauf! Er ist direkt hinter uns! Los, hier rein! Hier rein! Die Zwischentür zu machen! Mayday, Mayday. Hier spricht der erste Offizier Fletcher von der MS Princess of Wales. Wir treiben auf See, wir können unsere Position nicht bestimmen. Mayday, Mayday. Hört uns jemand? Fletcher, da! Was ist das da hinten? Was meinst du, Rusty, wo da hinten? Jetzt ist weg. Unglaublich, ich habe für einen Moment gedacht, ich hätte einen Indianer gesehen. Krass. Das müssen ziemlich heftige Drogen sein, die du da bekommen hast. Sieht ganz so aus, Alter. Ich hab da was. Jemand sendet auf der Notruffrequenz. Ich versuche es besser reinzukriegen. Mayday. Mayday. Hier ist die Princess of Wales. Hören Sie uns? Ja, hier ist die Princess of Wales. Wir... Willkommen auf der Princess of Wales. Ah, shit! Willkommen. Oh, nee, Kacke. Die Alte schon wieder. Princess of Wales. Willkommen in der Hölle. Wer, um Himmels Willen, lässt einen Löwen auf einem Schiff rumlaufen? Immer mit einem ausgefallenen Sinn für Humor. Wäre gut, wenn wir ihm nicht nochmal begegnen. Sehe ich auch so, Clevy. Immerhin können Sie ganz schön schnell laufen, wenn es drauf ankommt. Aber wie sieht's mit Kämpfen aus, Cone? Können Sie sich im Notfall verteidigen? Ich meine, haben Sie irgendeine Waffe?
Ich habe die Feueraxt hier. Linda hat ein Messer. Was haben Sie, Cohn? Ich bin nicht so für Waffen. Sehen Sie, Cohn, und ich bin nicht religiös. Trotzdem fange ich an zu beten, wenn es mir an den Kragen geht. Wenn Ihr eigenes Leben in Gefahr ist, Cohn, werden Sie froh sein, wenn Sie das hier dabei haben. Ein Fleischermesser? Wirklich, Cleary, das ist nett gemeint, aber ich habe keine Ahnung, wie man mit sowas umgeht. Da haben mir die Hähnchen à l'Orange gestern Abend aber etwas anderes erzählt. Die haben Sie doch tranchiert, oder nicht? Doch, ja, doch, das war ich, aber... Na bitte, so sehr unterscheiden sich Hähnchen und Menschen auch nicht. Jetzt ist mir schlecht. Bitte, Josh. Na gut, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich das... In den Gürtel kauen, einfach in Ihren Gürtel, Gott nochmal. Was ist das jetzt? Die Maschinen. Fletcher hat sie angeworfen. Das Schiff, es bewegt sich. Dann sollten wir uns ein Beispiel daran nehmen und uns auch bewegen. Zeit, dass wir die Krankenstation finden. In Ordnung. Nein, gar nicht in Ordnung. Wartet mal. Das gibt's doch nicht. Wisst ihr, was hinter dieser Tür hier ist? Eine Kabine, so wie es aussieht? Aber nicht einfach irgendeine, sondern meine. Das ist meine Kabine. Nummer 1912. Haben Sie uns absichtlich hier hingebracht, Cohn? Was haben Sie davon, dass wir jetzt hier sind? Nein, Cleary, ich habe Sie nicht absichtlich hier hingebracht. Vielleicht erinnern Sie sich noch, das war ein Löwe. Was ist eigentlich mit Ihnen los, hä? Ist für Sie wirklich immer jeder sofort verdächtig? Ist ja gut, Cohn, nicht gleich heulen. Wissen Sie was? Ja genau, lecken Sie mich! Ich will jetzt wenigstens einen kurzen Blick in meine Kabine werfen, wo wir schon mal hier sind. Jetzt mal nicht so eilig, Cohn. Wir können da nicht einfach rein. Auf dem Plan stand, dass Mr. Nick Portman diese Kabine bewohnt. Wir wissen nicht, ob er da drin ist und ob er gefährlich ist. Und was machen wir dann? Ja, Sie haben richtig gehört. Ich will da rein. Wie Sie meinen. Aber vorsichtig, Cohn. Warten Sie. Habe ich mir fast gedacht, die Tür ist abgeschlossen. Oh, jede Kabine auf dem Schiff ist offen. Und ausgerechnet die, in die ich rein will, ist zu. Und jetzt? Kreditkarte. Ach, der Trick klappt doch nicht wirklich, oder? Bleibt hinter mir. Ich gehe rein. Ach, diese verdammten Skorpione. Man muss aufpassen, dass man von denen nicht in den Fuß gestochen wird. Es wird noch Tage dauern, bis wir alle von denen haben. Machen Sie eine Pause, Bounty. Lassen Sie das Rusty erledigen. Wenn der so weitermacht, ist das Skorpionproblem bis heute Abend behoben. Rusty ist verrückt. Er zerhackt die Viecher mit einer Feueraxt. Und warum spricht er plötzlich so komisch? Das habe ich mich auch gefragt. Rusty hat sich von einem Skorpion in seine Zunge stechen lassen. Einfach, um zu sehen, was passiert. Den Jungen muss man wirklich vor sich selbst schützen. Ich weiß nicht, Bounty. Wir alle müssen einen Weg finden, mit dem hier fertig zu werden. Und wenn ich mir Rusty so ansehe und daran denke, dass er vor nicht mal einem Tag entführt und in die Haut eines anderen Menschen eingenäht worden ist, ist sein Weg vielleicht nicht der schlechteste. Ehrlich, wenn Sie mich fragen. Ich glaube, Rusty überlebt uns alle. Nichts. Hier ist niemand. Nicht im Bad, nicht im Kleiderschrank. Die Kabine ist leer. Und wo ist denn Mr. Portman? Keine Ahnung. Wartet. Habt ihr das gehört? Ja. Cleary, unter dem Bett. Bitte. Mir nichts. Ein Junge. Bitte. Tom, lassen Sie mich das machen. Hey. Hallo. Du? Wir tun dir nichts. Das verspreche ich dir. Mein Name ist Linda. Wie heißt du? Nein? Sag mal, hat dich jemand hier eingeschlossen? Es war ein Mann. Kanntest du ihn? Oder hat er dir einen Namen gesagt? Hieß er vielleicht Portman? Nick Portman? Nein, so hieß er nicht. Ganz bestimmt. Warum? Weil das mein Name ist. Er ist unser Mr. Nick Portman. Ich hab's begriffen, Cohn. Okay, Nick. Kannst du den Mann beschreiben, der dich hier eingesperrt hat? Es war ein Indianer. Ein Indianer. Wie sah der genau aus? Er war groß. Er hatte Federn auf dem Kopf und ein Fell an. Was für ein Fell? So wie von einem Löwen. Vielleicht von einem Jaguar? Ja, kann auch sein. Noch was? Hat er eine Waffe? Er hatte ein Schwert. Es war ganz schwarz. Obsidian. Was bedeutet das? Was Nick da beschreibt, klingt nach einem Jaguarkrieger. Jaguarkrieger? Ja, die Jaguarkrieger waren aztekische Kämpfer. Heute würde man wohl sagen, sie waren eine Eliteeinheit. Allerdings gibt es sie seit ein paar hundert Jahren nicht mehr. Das ist doch verrückt. Ja, das ist verrückt, Cleary.
Aber ich glaube nicht, dass Nick sich sowas ausdenkt. Okay. Okay, ob Indianer oder nicht, wir sollten hier schnellstens verschwinden. Können Sie den Kleinen überreden, unter dem Bett vorzukommen? Ich versuch's. Hör zu, Nick. Du musst keine Angst mehr haben. Hier bei mir sind Joshua und Tom. Tom arbeitet bei der CIA. Weißt du, was das ist? Klar. Das sind die Geheimagenten. Richtig. Er wird dich beschützen, Nick. Gegen Indianer oder was auch immer. Also, wie wäre es, wenn du unter dem Bett hervorkommst? Ja, in Ordnung. Gut. Und jetzt lass uns hier verschwinden. Wir müssen noch etwas besorgen und danach gehen wir zurück in den großen Speisesaal. Ist da auch mein Vater? Dein Vater? Wie heißt der denn? Norman. Norman Portman. Ich glaube nicht. Wie sieht er denn aus? Er ist groß. Sehr groß. Und der hat rote Haare. LaPorte. Portman. Sag mal, Nick. Arbeitet dein Vater für die Kirche? Ist er Pfarrer? Nein. Mein Dad ist Ingenieur. Auf einer Bohrinsel. Pfarrer hätte mich auch gewundert. Es passt alles zusammen, Linda. Die Beschreibung, der Name, die Botschaft auf dem Diktaphon. Kennen Sie meinen Vater? Ja, aber er... Er musste gehen. Er musste gehen, um dich zu retten, damit wir dich finden konnten. Und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass dir nichts passiert. Diese verdammte Krankenstation, Cohen. Ich habe das Gefühl, sie führen uns im Kreis herum und ich habe keine Lust, diesem Tier nochmal zu begegnen. Es ist nicht mehr weit, Cleary. Da vorne ist das große Theater. Da können wir durch und gleich dahinter liegt die Krankenstation. Gut, gehen wir. Hier spielt die Musik. Lassen Sie sich mitnehmen auf eine Reise in die wunderbare Welt des Musicals. Über 160 internationale Künstlerinnen und Künstler präsentieren Ihnen in einer überwältigenden Show die größten Hits aus Cats, Die Schöne und das Biest oder Der König der Löwen. Sichern Sie sich Ihr Ticket für unsere große Musical Midnight und erleben Sie unvergessliche Momente auf der Princess of Wales. Dadurch. Wow, was ist das? Ich würde sagen, die Freunde vom Löwen. Ein ganzes Theater voller wilder Tiere? In der Arche Noah. Was hast du gesagt? Das ist ja wie in der Arche Noah. Ja, genau. Der Junge hat im Religionsunterricht aber gut aufgepasst. Nee, Mann. Aber wir sollten uns lieber einen anderen Weg in die Krankenstation suchen. Josh, was sagt die Karte? Wir können durch den Zoo, der müsste ja jetzt im Prinzip leer sein. Gut, in Ordnung, gehen wir. Hey! Jemand hat die Tür verriegelt. Leute, wir sind eingeschlossen. Schwester Becky? Mr. Fletcher, alles in Ordnung? Was macht Ihr Verband? Es geht. Ich versuche den Arm nicht zu bewegen. Ich wollte nachsehen, wie es dem Captain geht. Wer ist da noch bei Ihnen? Mr. Bounty und Rusty sind bei mir. Hi, Becky. Hallo, Becky. Wie geht es Captain Seaman? Er wird immer schwächer. Ohne das Gegengift wird er es nicht schaffen. Wann? Ich meine, wie lange hält das noch aus? Eine Stunde. Vielleicht ein bisschen länger. Gut, dann muss ich Cleary, Cohen und Linda suchen. Sie stecken in Schwierigkeiten, sonst wären sie längst zurück. Rusty und ich begleiten sie. Habt ihr eigentlich auch nur einmal an die anderen Menschen gedacht, die im Empire sitzen? Die Leute brauchen sie hier, Fletcher. Ja. Sie brauchen einen ersten Offizier. Sie wollen der Anführer hier sein? Ja. Dann seien sie es auch. Lassen Sie Cleary die Drecksarbeit erledigen. Durch Schiff rennen, den starken Mann markieren. Sowas machen Anführer nicht. Anführer müssen besonnen sein, Sicherheit geben, die richtigen Entscheidungen treffen. Außerdem sind sie angeschossen worden, Fletcher. Ihre Wunde muss verheilen. Becky, jetzt komm mal runter. Was ist denn los? Und du, Rusty. Du bist in die Haut eines anderen Menschen eingenäht worden. Auch wenn es sich nicht so anfühlt. Du bist traumatisiert. Ja, aber... Und sie, Bounty. Bei allem Respekt. Aber sie sind nicht mehr der Jüngste. Alles in allem also nicht gerade die beste Besetzung für einen Rettungstrupp. Mr. Fletcher, glauben Sie an Cleary. Er wird das Gegengift besorgen. Gehen Sie zu den Leuten ins Empire und sagen es ihnen, dass alles gut wird. Und Sie, Bounty, gehen mit ihm und sorgen für ein bisschen gute Stimmung. Dafür sind Sie doch auf dem Schiff, oder? Hey, ja. Wir könnten ein Showprogramm auf die Beine stellen. Sag mal, Becky, Rusty,
Was habt ihr eigentlich für Talente? Singen, tanzen, Herrgötter schnitzen, Kettensägen modellieren. Singen. Wenn überhaupt, dann singen. Und du, Rusty? Also ich kann Klavier oder Keyboard. Wir hatten mal eine Band, die Who Girls. Wir waren kurz vor unserem ersten Album. So kurz davor. Ja, wer hätte das gedacht? Künstler, wohin man blickt. Okay. Sag mal, kennt ihr den Song My Sweet Child? Ja, den kenne ich. Geile Nummer. Großartig, Freunde. Dann sind wir drei, der erste Act des Abends. Ach, geil. Dann schaffe ich mir den Song direkt nochmal drauf. Moment, Rusty. Hm? Vorher lässt du dir aber noch von Mr. Fletcher erklären, wo der nächste Putzmittelraum ist. Und suchst nach einem Putzmittel mit Salmiakgeist. Okay, und wozu brauchst du das? Das funktioniert wie Riechsalz. Ich brauche es, um Seaman wieder zu Bewusstsein zu bringen. Es ist besser, wenn er in seinem Zustand wach bleibt. So, und jetzt raus mit euch. Der Captain braucht Ruhe. Okay, wir kommen hier nicht raus. Die Türen da vorne sind alle verbarrikadiert. Hey, Clary, und wenn wir sie, also ich meine, aufbrechen? Wenn wir laut und hektisch sind, Cohn, dann werden die Tiere auf uns aufmerksam. Und ich bin nicht scharf darauf, auch noch die Bekanntschaft von Frau Löwe zu machen. Was sollen wir stattdessen tun? Wir gehen ganz langsam durch das Theater bis zum anderen Ende und versuchen da an der Tür unser Glück. Also die Löwin ist da rechts hinten. Sie ist zwar mit einer Gazelle beschäftigt, aber lasst uns trotzdem ganz links vorbeigehen. Tom, Sie meinen, wir sollen an dem Nashorn vorbei? Nein. Gut, dann nehmen wir den Mittelgang und hoffen, dass uns nichts begegnet, was uns auf der Speisekarte hat. Okay, dann mal los. Da oben auf der Empore. Ein Weißkopfseeadler. Hab keine Angst, Nick. Ich hab doch keine Angst. Na, wenigstens einer. Vorsicht in der Klapperschlange! Verdammt, die Tiere geraten in Panik. Los zur Tür! Vorsicht, Tom! Was? Das Nashorn! Hier, rüber den Orchestergraben! Nick, komm! Das war verdammt knapp. Am besten, wir warten ab, bis die Tiere... Leute! Was ist denn los, Cohn, Herrgott, nochmal? Dreht euch um, der Orchestergraben ist leider schon besetzt! Ein Alligator! Zurück, alle zurück! Hier, frisst die Geige, Lacoste! Ach, Cleary, das bringt doch nichts! Ah ja, haben Sie eine bessere Idee? Her mit der Posaune! Damit wirst du eine Weile zu tun haben! Guten Appetit! Und jetzt raus aus dem Graben! Alle raus und zur Tür! Das ist genug Afrika für heute. Los, beeilt euch! Nick, komm schon! Tür zu, Joshua, Tür zu! Woher wissen wir, dass die Tiere nicht rauskommen? Wir müssen den Ausgang versperren. Los, komm, ja. Die beiden weg. Die stellen wir schräg gegen die Tür, das sollte helfen. Also, das Nashorn spaziert da trotzdem durch. Dann wollen wir hoffen, dass das Nashorn die andere Tür nimmt. Seht mal, die Krankenstation ist gleich da hinten. Wurde auch Zeit. Worauf warten wir noch? Becky braucht das Gegengift. Und Bounty, wie laufen die Planungen ihres großen Abends? Ach, fragen Sie nicht. Seit der Geschichte mit den Skorpionen und den Giftpfeilen meiden die Leute das Empire wie der Teufel das Weihwasser. Ja, kein Wunder. Und Fletcher, was meinen Sie, warum das alles passiert ist? Ich habe keine Ahnung, Bounty. Ehrlich, ich bin überfragt. Verstehe. Als erster Offizier müssen Sie neutral bleiben. Wir dürfen keinen Passagier verdächtigen. Sie dürfen das schon, Bounty. Na los, Sie können es doch kaum abwarten. Spucken Sie es aus. Was glauben Sie denn? Na, zuerst habe ich an den irren Russen von oben gedacht. Nein. Der hat die Mittel, um so eine Nummer durchzuziehen. Aber jetzt würde ich mein Geld auf den Professor setzen. Dieser ganze aztekische Opferkram... Rustys Aussage und die Tatsache, dass Rusty aztekisch gesprochen hat. Ich meine, wer hätte ihm das sonst beibringen können? Das spricht doch keiner außer dem Professor hier an Bord. Da liegen Sie falsch, Bounty. Der Professor ist nicht der Einzige, der aztekisch kann. Sie meinen Linda? Sie soll der große böse Wolf sein. Zart beseitet ist sie ja nicht gerade und sie war als Einzige dabei, als Rusty verschwunden ist. Mhm. Und sie hat uns erst gesagt, dass die Skorpione harmlos sind, als schon drei von uns von Giftpfeilen getroffen waren. Aber trotzdem, Columbo häuten, Laporte zum Mord anstiften, Beckys Hund abschlachten, also ich weiß nicht. Ich habe ja auch nur gesagt, dass der Professor nicht der Einzige ist, der aztekisch spricht. Die Station ist eine verdammte Apotheke. Hier gibt es nicht einen Medikamentenschrank, sondern 20. Und alle verschlossen. Jeden einzelnen aufbrechen und ausräumen, das dauert mindestens eine Stunde. Scheiße, da findet sich doch keiner zurecht. Das ist es. Guter Einwand, Cleary. Hä? Hier findet sich niemand zurecht. Also muss alles katalogisiert sein.
Jedes Medikament muss aufgelistet sein, wie viel davon auch da ist, aber vor allem, wo genau es steht, damit man im Notfall keine Zeit verliert. Und wo bitte ist das aufgelistet, Cohn? Da drüben im Computer, würde ich sagen. Kleinen Moment. Oh. Oh, Passwort. Prima, Cohn. Bis Sie das Passwort rausbekommen, habe ich die Schränke 10-mal durchsucht. So, ich hab's. Wie haben Sie denn das gemacht? Meinen Sie die Frage ernst, Cleary? Ich habe mit 16 die 5 größten börsennotierten Unternehmen der USA gehackt. Na, den Rechner hier knackt Ihnen ein 5-Jähriger. Ach, 4,5-Jähriger. Nein, vielleicht doch eher ein 5-Jähriger. Ich meine, bei welcher CIA arbeiten Sie? Bei der von 1950? Tja, Tom. So. Ist doch nicht so schlecht, einen Nerd dabei zu haben. Ah, hier ist eine Suchmaske. Wie heißt das Zeug nochmal? Warten Sie, ich habe es mir aufgeschrieben. Hier, Hydroxocobalamin. Hydroxocobalamin. Da haben wir es. Schrank 16, Reihe 3, Fach 6. Den Schrank kriegen Sie aber selber auf, oder soll ich das auch für Sie machen? Es reicht, Cohn. Sie hatten Ihren kleinen Triumph. Reihe 3, Fach 6. Fach 6. Das ist es. Braucht jemand Kopfschmerztabletten oder was gegen Pickelcone? Wie wär's? Gibt's doch was gegen CIA-Agenten? Indianer! Da ist der Indianer! Tom, das ist der Jaguar-Krieger! Er hat ein Speer! Und ein Schwert! Da ist noch einer! Sie kommen! Los, da rein mit euch! Was ist mit Ihnen? Ich kümmere mich um die beiden. Los, macht schon! Nick, komm her, komm! Hey, Becky, ich bin's, Rusty. Rusty, hast du gefunden, was du suchen solltest? Ja, hier. Ein Putzmittel mit Salmiakgeist. Alter, ich habe vorhin eine Nase genommen, das riecht vielleicht krass. Warum musst du eigentlich immer alles ausprobieren? Weiß ich nicht. Muss ich irgendwie. Es liegt in meiner Natur. Na dann gib mal her, drück's mir einfach in die Hand. Hier, hast du. Ja, danke. Also für eine blinde Schwester weißt du ganz schön viel von diesem Medizinkram. Wie man eine Kugel entfernt, dieses Hydro-Dings da gegen die Vergiftung und jetzt noch das Putzmittel, ist ganz schön viel, ehrlich. Wie kommt denn das? Also erstens, Rusty, solltest du Krankenschwestern nicht unterschätzen. Und zweitens war ich auch schon auf dem Weg, Ärztin zu werden. Okay, sehr gut. Cool. Also dann kommst du zurecht mit dem Mittel. Ich meine, weil du ja nichts siehst. Ist nämlich so, ich würde dann jetzt gehen. Ich habe einen scheiß Hunger. Danke, Rusty, ich komme zurecht, du kannst gehen. Ich rufe dich, wenn ich dich brauche. Das wollte ich hören. Also dann, bis später. Was passiert da draußen? Cleary hat den ersten erledigt. Jetzt kommt der zweite Azteke, der... Oh, der ist ein Riese. Cleary wird einen Schlag ab. Jetzt noch ein. Jetzt hat er dem Azteken eins mit dem Axtstiel verpasst. Der taumelt. Oh, aber der bleibt auf den Beinen. Der greift wieder an. Vorsicht, Cleary! Der hat Cleary entwaffnet. Cleary kommt nicht an seine Axt. Scheiße! Cleary ist am Boden! Der Azteke zieht sein Schwert! Er zieht sein Schwert! Er will es ihm in die Brust stoßen! Nein! 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 Linda nicht! Linda, bleib hier! Komm schon! Komm schon! Was ist denn? Nährst du nicht drauf? Wenn du mir das Herz rausschneiden willst, dann musst du schon... Oh! Linda! Ich habe ihn getötet. Ich habe ihn mit der Axt erschlagen. Du solltest doch da drin bleiben. Dann hätte ich dich umgebracht. Was ist, Tom? Du blutest ja. Nein, das ist nichts. Das geht schon nicht. Tom, der andere, er steht wieder. Pass auf, das Schwert. In Deckung, Linda. Ja. Da, der Löwe. Schnell, weg hier, solange der Löwe beschäftigt ist. Cool, schnapp dir den Kleinen und dann raus hier. So, Captain Seaman, wollen wir doch mal sehen, ob wir sie wach bekommen. Boah, das riecht scharf. Okay, Captain, wo ist ihr Kopf? Ah, hier. Und hier ist die Nase. Schön dran schnuppern. Was ist los? Alles gut, Captain. Sie sind in einer Kabine. Man hat sie mit Blausäure vergiftet. Aber Hilfe ist unterwegs. Bleiben Sie ganz ruhig und versuchen Sie, bei Bewusstsein zu bleiben. Wer?
Wer sind Sie? Mein Name ist Rebecca. Ich bin eine Passagierin. Ich kümmere mich um Sie. Danke. Okay. Rebecca, Sie müssen mir jetzt zuhören. Ich weiß, wer hinter all dem hier steckt. Verdammt, nicht ohnmächtig werden. Wo ist denn jetzt wieder die Flasche? Hier, kommen Sie, Captain. Schön dran riechen. Seaman, bleiben Sie wach. Erzählen Sie weiter. Sie haben gesagt, Sie wissen, wer hinter dem Ganzen hier steckt. Was meinen Sie damit? Ich verstehe Sie nicht. Sie sprechen zu leise. Sagen Sie es mir ins Ohr. Ich verstehe, Captain. Gut, dass Sie es mir gesagt haben. Aber jetzt müssen Sie sich ausruhen. Keine Anstrengungen mehr. Kommen Sie, ich schüttle Ihr Kissen auf. Warten Sie, ich habe nur Ihren Kopf an. So. Gut. Und jetzt schlafen Sie gut, Captain. Wärmen Sie sich durch. Es ist gleich vorbei. Tut mir leid, Captain. Tut mir wirklich leid. Aber es ging nicht anders. Sie hätten es einfach nicht herausfinden dürfen. Sind wir denn hier gelandet? Wie geht's jetzt weiter, Cohen? Sag schon. Duzen. Also dann duzen wir uns jetzt, ja? Ist das dein einziges Problem? Wo lang, Mann? Nach rechts zum Zoo. Thomas. Jetzt kommt schon. Hey, Nick. Kannst du noch? Ja. Ja, es geht. Hier ist es. Hier ist der Zoo. Krass. Der ist ja riesig. Die vielen Käfige und das Aquarium. Da waren vorher Haie drin, Nick. Jetzt sind die oben im Swimmingpool an Deck. Echt? Wir gehen nachher mal hin, okay? Was ist das da hinten? Das ist... Sieht aus wie ein aztekischer Opferstein. Was macht denn so ein Stein hier im Zoo? Was ist das? Wo kommt das her? Azteken, da vorne! Oh, shit! Sie kreisen uns ein. Was machen wir jetzt, Cleary? Ich weiß es nicht. Das sind zu viele für uns. Was machen die mit uns? Linda, der Opferstein, ist der... Ja, er ist für uns. Okay. Vielleicht lassen die ja mit sich reden. Na dann mal los, Cohen. Versuchen Sie Ihr Glück. Also gut. Meine Herren, wenn Sie mir einen Augenblick zuhören würden, beruhigen Sie sich. Wir können doch über alles reden. Was ist jetzt los? Die Chinesen aus der Waschküche. Sie greifen die Azteken an. Oh. Sie schaffen das tatsächlich. Die Azteken ergeben sich. Jane Hill. Mr. Cleary. Mann, war ich froh, euch zu sehen. Wir hätten uns das Herz rausgeschnitten, wenn ihr nicht gekommen wärt. Aber wir sind gekommen. Hey, Sie haben Blut am Hemd. Sollen wir es mitnehmen in die Wäscherei? Da, wo wir ängstlichen Kinder hingehören. Jane Hill, ich muss mich entschuldigen. Ihr habt uns das Leben gerettet. Aber wieso seid ihr gekommen? Woher wusstet ihr? Hier. Deswegen. Ein Diktaphon? Wo habt ihr es gefunden? Es steckt im Mund von einem meiner Männer. Jemand hat ihm vor unserer Waschküche den Hals durchgeschnitten. Das tut mir leid, Jin. Darf ich vielleicht hören, was drauf ist? Natürlich. Kämpft bei den Tieren oder sterbt wie die Tiere. Kämpfen wir uns lieber. Und ihr seid drauf gekommen, im Zoo nachzusehen? War nicht schwer. Wo sonst gibt es auf dem Schiff Tiere? Aber wo sind die alle? Im großen Theater. Wahrscheinlich haben die Azteken sie dahin gebracht. Vielleicht gar nicht so schlecht. Jetzt könnten wir die Azteken gleich hier in die Käfige sperren. Irgendjemand wird sie aber auch bewachen müssen. Das machen wir, Cleary. Nicht mehr zurück in die Waschküche? Ich glaube, da haben wir einfach zu wenig zu tun. Na gut, danke.
Hör zu, wir müssen weiter. Wir müssen die Medikamente zum Captain bringen. Ach, und sei vorsichtig. In der Krankenstation ist ein Löwe. Er hatte gerade 2 Azteken zum Frühstück. Hey, warte, Tom. Wir müssen wissen, wo die Jaguar-Krieger herkommen. Das kannst du dir sparen, Linda. Das sind keine Azteken. Seht ihr das Tattoo da auf dem Oberarm? Ja. Ja, der Falke mit nur einem Auge. Das Zeichen von Scheich Abu Sind. Mhm. Und seht ihr das darüber? Oh, ein Teufel. Das ist das Zeichen des Diabolo-Kartells, mexikanische Mafia. Warum verkleidet sich die mexikanische Mafia als Azteken? Becky, das Gegengift. Wir haben es gefunden. Es ist zu spät, Tom. Tut mir leid. Er ist vor ein paar Minuten gestorben. Verdammt. Verdammt nochmal. Josh, bring Nick hier raus. Alles klar. Nick, komm. Du wirst Hunger haben und Durst. Ach, Scheiße. Nach, ob wir was finden. Dann war alles umsonst. Nein, war's nicht. Hey, Linda, wir haben den Jungen befreit. Wir sind die Azteken losgeworden. Welche Azteken? Erklären wir ihn später, Becky. Eine Frage. Hat Simon noch irgendwas gesagt, bevor er gestorben ist? Nein, er hat nichts mehr gesagt. Er ist einfach ganz ruhig eingeschlafen. Er hat einmal tief Luft geholt, ausgeatmet und dann war still. Ich glaube, er hatte keine Schmerzen. Naja, dann gibt's jetzt nur noch einen, von dem wir Antworten bekommen können. Von deinem Vater, Linda. Wieso eigentlich immer mein Vater? Er hat nichts mit der Sache zu tun. Er ist längst nicht mehr an Bord, wie all die anderen auch. Vielleicht steckt ja der große Scheich dahinter, Abu Sind. Es ist sein Schiff. Die falschen Azteken tragen sein Zeichen als Tätowierung und Bounty jetzt auch. Oder hast du das vergessen? Nein, Linda, das habe ich nicht vergessen. Aber ich habe auch nicht vergessen, was Rusty über deinen Vater gesagt hat. Rusty war bis oben hin mit Drogen vollgepumpt. Er hat halluziniert. Ja, ich will nur die Wahrheit rausfinden, Linda. Die Wahrheit? Die Wahrheit interessiert dich einen Scheiß. Du brauchst nur einen Schuldigen. Aber damit wirst du kein Glück haben. Du spielst dich hier als Sheriff auf, als der große Retter. Du hast es nicht mal geschafft, deine eigene Partnerin zu retten. Ich schwöre dir, Linda, wenn ich rauskriege, dass dein Vater Leport losgeschickt hat, um Emma zu töten, mache ich ihn fertig. Leck mich, Cleary. Eben in der Krankenstation hätte ich dich verrecken lassen sollen. Linda! Hättest du gedacht, dass so viele Leute zur Bounty's Show kommen, Linda? Nein. Ich hatte das Gefühl, seit den Giftpfeilen und den Skorpionen machen die anderen eher einen Bogen um das Empire. Hat Rusty dir erzählt, dass er einen davon gegessen hat? Ja, das hat er. Entschuldigung, Mr. Cohen? Nick, hör mal. Du kannst mich ruhig Joshua nennen, okay? Kann ich Sie was fragen? Natürlich. Sie kommen mir total bekannt vor. Und jetzt fragst du dich, wo du mich schon mal gesehen hast? Mhm. Du kommst aus Kanada, oder? Ja. Und du hast Mathematik in der Schule. Wer hat denn keine Mathematik in der Schule? Wie heißt dein Mathebuch? Rechnen 2, glaube ich. Ah, siehst du? Und in Rechnen 2 ist ein Bild von mir. Echt? Auf Seite 56. Wie kommt dein Bild in ein kanadisches Mathematikbuch? Oh, der Fotograf ist ein Freund von mir, Linda. Er braucht da ein Motiv von einem Typen, der hinter einem Computer sitzt. Du hast Freunde, Cohen? Oh, sehr witzig. Thomas Jefferson Cleary. Wer nennt seinen Sohn Thomas Jefferson? Wirklich sehr witzig. Tom, wenn du gekommen bist, um wieder schlechte Stimmung zu verbreiten, kannst du gleich wieder gehen. Nein, Linda, nein. Ich bin hier, um mich bei dir zu entschuldigen. Können wir uns unterhalten unter 4 Augen? Gehen wir. Du hast 2 Minuten. Danke. Also, hör zu, Linda, es tut mir leid, was ich heute gesagt habe. Das alles hier, ich habe das Gefühl, ich bin in einem schlechten Traum. Das Gefühl haben wir hier alle. Ja, ich weiß, trotzdem verstehe ich das alles nicht. Linda, ich suche eine Erklärung. Ich klammere mich an jeden Grashalm und habe das Gefühl, ich verliere mich immer mehr. Du bist die einzige Konstante, auf die ich mich verlassen kann. Du flickst Fletcher zusammen, hilfst mir, Leichen ins Kühlhaus zu bringen. Läufst mit mir durch das ganze verrückte Schiff und rettest mir auch noch das Leben. Und ich... Ich glaube einem irren Stuntman, der auf Drogen war, mehr als dir. Ich sollte dir glauben. Wenn du sagst, dein Vater hat nichts damit zu tun, dann ist das so. Ich denke, ich muss mich auch bei dir entschuldigen, Tom. Nein, das musst du nicht. Du hattest recht. Als Bordsheriff mache ich keine gute Figur. Tom? Hey, da ist Bounty. Ich glaube, es geht los. Ladies and Gentlemen, danke, danke. Ich begrüße Sie zur Bye-Bye Scorpion Night. Ich hoffe, dass Ihnen unser Programm gefällt. Nicht, dass Sie einfach verschwinden, so wie all die anderen.
Na gut, dann kommen wir ohne Umwege zum ersten Highlight des Abends. Der bezaubernden, der hinreißenden, der unvergleichlichen Rebecca Becky Teresias. Danke, danke. Begleitet von Rusty Longhorn und meiner Wenigkeit. Danke, danke mit dem Song My Sweet Child. Okay, Rusty, hau rein. This tune's goodbye, goodbye, my sweet little child. It's time for me, I got to go. You won't see me for a while, but don't forget I love you so. What's going Großes Theater auf der Princess of Wales. Ob in der großen Operngala oder der atemberaubenden Musical-Show der Extraklasse. Seien Sie unser Gast in dem schönsten Theater der Kreuzfahrtgeschichte. Es ist der Mailänder Skala nachempfunden und bietet Platz für 1000 Zuschauer. Sichern Sie sich noch heute Ihr persönliches Ticket für Ihre Lieblingsperformance und freuen Sie sich auf ein unvergessliches Ereignis. Danke. Und am Piano Rusty Langhorn, meine Damen und Herren. Danke. Rusty Langhorn. Vielen Dank. Danke. Danke. Vielen, vielen Dank. Sparen Sie sich noch ein wenig Applaus auf, denn wir sind noch lange nicht am Ende. Als nächstes kommt ein Hubschrauber. Nein, nein, ehrlich, hört doch. Hört, das ist ein Hubschrauber. Scheiße, er hat recht, das ist ein Hubschrauber. Ein Hubschrauber. Hey, er kommt wegen uns. Wir werden gerettet. Los, los an Deck. Los, Rusty, komm schon. Warum nicht? Sind Sie bescheuert? Wer verdammt nochmal sind Sie? Und was machen Sie hier? Ich? Mein Name ist Lloyd Nelson. Warten Sie, hier ist meine Karte. Ach, und was ich hier mache? Nun, ich habe ein Geschäft abzuschließen. Sagen Sie, wo finde ich Mr. Potjomkin? Holen Sie den Hubschrauber zurück, Nelson. Sofort! Selbst wenn ich wollte, ich könnte es nicht. Der Hubschrauber fliegt zurück zum Festland und kommt in genau 24 Stunden wieder. Was ist hier überhaupt los, Mr.? Cleary, mein Name ist Cleary. Und was hier los ist, das wüssten wir auch gerne. Vorletzte Nacht sind fast alle Menschen spurlos von Bord verschwunden. Hat der Mann getrunken? Es klingt vielleicht komisch, aber es ist so, wie er sagt. Und Potjomkin, ist er auch verschwunden? Nein, er ist noch da und ich glaube, er erwartet Sie. Werner! Was machen Sie denn hier? Tut mir leid, aber Sie verwechseln mich. Mein Name ist Joshua Cohn. Ich hätte schwören können. Woher kenne ich Sie dann? Vielleicht aus dem Fernsehen. Vor einem halben Jahr bin ich in einer Quizshow bis zur 500.000-Dollar-Frage gekommen. Ah, okay, vielleicht. Und Sie können mich zu Potjomkin bringen? Ich kann Sie zu Mr. Potjomkin bringen. Mr. Orloff. Mr. Cohn. Lady. Gentlemen. Was für ein schöner Tag für ein Treffen an Deck. Und Sie sind? Grigori Orlov.
persönlicher Assistent von Mr. Potjomkin. Wenn Sie mir bitte folgen würden, Mr. Potjomkin brennt darauf, Sie zu sehen. Dann wollen wir ihn nicht warten lassen. Was ist mit Ihnen, Mr. Cohn? Sie müssen sich jetzt entscheiden. Einverstanden, ich komme mit. Cohn, bist du sicher? Du weißt nicht, worauf du dich einlässt. Das stimmt, aber es ist vielleicht unsere einzige Chance. Wenn ich Potjomkin helfe, bringt er mich vom Schiff. Und dann kann ich dafür sorgen, dass wir alle hier gerettet werden. Können wir dann? Gerne. Ja, wir können. Gut, Gentlemen. Darf ich bitten? Wo verdammt nochmal ist Osborn? Sir, Mr. Osborn hat vor 2 Tagen einen leichten Herzinfarkt erlitten. Leider ist er nicht in der Lage, diesen Termin wahrzunehmen. Sie können sicher sein, ich habe alle Vollmachten, Mr. Osborn in dieser Sache zu vertreten. Und ich bin mit allen Einzelheiten des Geschäfts vertraut. Ach, wenn ich mich kurz vorstellen darf. Mein Name ist... Lloyd Nelson. Ich weiß, wer Sie sind. Ich bin beeindruckt, Mr. Potjomkin. Ich weiß alles über Sie, Nelson. Ich weiß, wie viele Strafzettel Sie haben. Ich weiß, was damals in Oklahoma passiert ist. Und ich weiß, dass Sie 2 Kinder haben. Es tut mir leid, Mr. Potjomkin, aber was die Sache mit den Kindern angeht, sind Sie unzureichend informiert. Ich habe nämlich keine. Nun, Mr. Nelson, Sie sind es, der unzureichend informiert ist. Sie haben 2 Kinder. Und wenn ich Lust habe, verrate ich Ihnen sogar Ihre Namen und die Ihrer Mütter. Aber... Aber erst einmal geben Sie mir das, was Sie für mich mitgebracht haben. Sie sind zwar nicht Osborn, aber was soll ich machen? Geschäft bleibt Geschäft. Sicher. Einen Moment, Sir. Hier ist er. Der Speicherstick. Gut. Und nun sind Sie an der Reihe, Joshua. Stecken Sie den Stick in den Laptop hier und dann erklären Sie mir, was sich darauf befindet. In Ordnung, Alexei. Verzeihen Sie, Mr. Potjomkin, bei allem Respekt, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist er keiner von Ihren Leuten. Haben Sie ihn überprüft? Jetzt hör mal gut zu, Jungchen. Ich habe schon Geschäfte gemacht, als du noch im Schwanz deines Vaters geschwommen bist. Wenn ich diesen Mann hier dabei haben will, dann ist er dabei. Verzeihung, Mr. Potjomkin. Es lag mir fern... Dann ist ja alles besprochen. Und jetzt los, Joshua. Erzählen Sie mir, was Sie sehen. Ich sehe nur jede Menge Zahlen und Buchstaben. Philadelphia-Experiment. Wie bitte? Nichts. Es ist nur alles so schnell und kompliziert. Also, wenn ich das richtig verstehe, dann bestimmt der Algorithmus die Position der Princess of Wales und erzeugt genau an diesem Punkt eine Art leeres Echo, das in alle Richtungen geschickt wird. Und was bewirkt dieses Echo Ihrer Meinung nach, Joshua? Naja, es versetzt das Schiff in einen künstlich geschaffenen, toten Winkel. Also wenn eine Funkwelle, ein Radarsignal auf die Princess of Wales zukommt, dann wird nicht das Schiff davon erfasst, sondern das leere Echo. Und auf dem Radar sieht es so aus, als wäre die Princess of Wales gar nicht da. Solange sie nicht in Sichtweite kommt, kann sie sich vollkommen unsichtbar auf dem Ozean bewegen. Und zwar exakt einen Tag lang. Denn dies ist die Beta-Version des Programms, das sich nach Ablauf von exakt 24 Stunden deaktiviert. Vielen Dank, Joshua. Genau das wollte ich hören. Sie haben mir sehr geholfen. Dann bleibt es bei unserem Abkommen? Selbstverständlich. Ein Wort unter Ehrenmännern. Sie werden morgen Ihre Belohnung erhalten. Das klingt gut. Nun, Mr. Potjomkin, wenn Sie zufrieden sind, dann möchte ich Sie auch um etwas bitten. Nämlich um den ausgehandelten Vorschuss für meine Auftraggeber. Ah, richtig. Der Vorschuss. Katja, Katjuschka, komm her, setz dich zu uns. Ja, Alexei. Nun, Nelson, wie gefällt Ihnen meine kleine Katja? The Cruise, Teil 3. Von Edgar Linscheid und Stuart Kummer. Musik Lars Gehlhausen und Stuart Kummer. Mit Lisa Verlinder als Linda Erickson. Tobias Meister als Tom Cleary.
Gerrit Schmidt-Voss als Joshua, Assad Schwarz als Rusty und Anna Fischer als Becky. Sowie Hans-Werner Olm, Jan Odle, Ü Fang, Finn-Oleg Schlüter, Michael Scherntaner, Dörte Lüsewski, Jennifer Böttcher, Olaf Reichmann, Daniel Wiemer, Ilona Otto, Patrick Bach und Jens Rieber. Technische Realisation Matthias Fischenich, Jens-Peter Hamacher und Daniel Dietmann. Regieassistenz Marianne Kaiser. Regie Stuart Kummer. Dramaturgie Nathalie Challis. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2014. Ihre Begleiterin ist sehr apart, Mr. Potjomkin. Aber noch besser würde sie mir gefallen, wenn sie einen Geldkoffer bei sich tragen würde. Nur, wenn ich mir ihr Kleid so ansehe, weiß ich beim besten Willen nicht, wie man den darin verstecken könnte. Aber Mr. Nelson... Warum auf etwas Hässliches wie einen Geldkoffer warten, wenn Sie auch etwas so Schönes wie Katja als Vorschuss mitnehmen können? Alex, hey! Shh! Du wirst alles verstehen, Katjuschka. Sie haben eine frischen, skurrile Art von Humor, Mr. Potjomkin. Leider haben meine Auftraggeber nie von einer jungen Dame als Vorschuss gesprochen, sondern immer nur von 10 Millionen Dollar. Oh, sehen Sie, Mr. Nelson... Wenn Sie Katja anschauen, sehen Sie in die wundervollen braunen Augen, die hohen Wangenknochen, die sinnlichen Lippen. Aber wenn ich sie ansehe, dann sehe ich dahinter, direkt hinein in ihren Kopf, denn dort ist ihre wahre Schönheit verborgen. Eine Schönheit, die dort in meinem Auftrag hineingepflanzt wurde. Ein 8-stelliger Zahlencode, der den Zugang zu einem Bankkonto freischaltet. Und darauf liegen, Sie ahnen es, die 10 Millionen Dollar für Ihre Auftraggeber. Alexei, was redest du da? Ich kenne keinen Zahlencode. Oh, du kennst ihn, Katjuschka. Du weißt es nur nicht. The Cruise Teil 4. Erinnerst du dich an Dr. Montgomery, den Psychologen, der dich wegen deiner Flugangst behandelt hat? Als er dich in Hypnose versetzt hat, hat er dich nicht nur therapiert, er hat dir auch einen Code in den Kopf gesetzt. Du brauchst nur ein bestimmtes Lied zu hören und schon fallen dir die Zahlen wieder ein. Alexei, das ist doch Wahnsinn. Das kannst du nicht machen. Oh, du irrst dich, meine Katjuschka. Ich habe es schon mit anderen getan und ich kann es auch mit dir tun. Du hast es schon mit anderen getan? Ja. Das sind die spannenden Momente, meine Herren. Wenn die Mädchen merken, dass sie nicht die Einzige sind, dass es noch andere gibt. Es ist immer dasselbe. Ich ziehe sie groß, als wären sie meine eigenen Töchter. Dann überschütte ich sie mit Luxus wie meine Geliebten. Und schließlich verkaufe ich sie und das, was in ihrem Kopf ist, wie Huren an den Meistbietenden. Alexei, bitte! Du bist enttäuscht, Katjuschka. Du hattest dir dein Leben an meiner Seite vorgestellt, aber ich muss dich enttäuschen. Ich kann mich nur an eine für immer binden, und das ist die Rendite. Ich liebe sie zu sehr, als dass noch Platz für eine andere in meinem Herzen wäre.
Mr. Nelson, kennen Sie My Sweet Child? Nein. Nun, für 10 Millionen Dollar werden Ihre Auftraggeber herausfinden, wie man das Lied singt. Meine Auftraggeber werden nicht zufrieden sein, wenn ich mit einem Mädchen zurückkomme. Ihre Auftraggeber werden auch nicht zufrieden sein, wenn Sie mit nichts zurückkommen. Und das wäre Ihre Alternative. Also, Mr. Nelson, was werden Sie tun? Ich werde Sie mitnehmen. Was bleibt mir anderes übrig? Eine gute Wahl. Dann dürfen Sie bleiben, wenn Sie möchten. Ich habe noch ein Zimmer in meiner Suite frei. Oder Sie nehmen eine der anderen Kabinen, die leer stehen. Ich habe gehört, die Auslastung des Schiffes soll derzeit nicht ganz optimal sein. Lassen Sie mich es so ausdrücken. Ich bleibe da, wo der Vorschuss ist. Dann seien Sie herzlich willkommen. Sie, Joshua, sehe ich dann morgen. Sie werden hören, wenn es soweit ist. Und bitte, erzählen Sie niemandem von dem, was Sie hier gesehen haben. Es wäre nicht gut für Ihre Gesundheit. Ich verstehe. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Joshua. Grigori, hilf Katja dabei, ihre Sachen zu packen. Sehr wohl, Alexei, Sir. Ich bitte dich, ich flehe dich an. Pack deine Sachen, habe ich gesagt. Und? Was ist da oben passiert, Cohen, in Potjomkins Suite? Nichts. Also, nichts, worüber sich zu reden lohnt. Es war wirklich ein langer Tag. Ich brauche etwas Schlaf nach diesem All-Inclusive-Programm. Dann gute Nacht allerseits. Gute Nacht. Also ich weiß nicht. Irgendwas stimmt mit dem Kerl nicht. Ja, allerdings, da ist irgendwas faul. Joshua geht morgen von Bord und holt Hilfe. Er, nicht ihr. Also lasst ihn in Ruhe. Hey, Becky. Hey, Nick. Hey, Rusty. Hey, Rusty. Kann ich kurz mit dir reden, Becky? Allein, es geht um was Medizinisches. Oh, okay. Nick, bist du so lieb und holst mir ein Glas Wasser aus der Küche? Ja, klar. Danke. Also, Rusty, worum geht's? Schon wieder ein Skorpionstech? Nee, ich wollte nur den Kleinen loswerden, damit er das nicht mitkriegt. Was nicht mitkriegt? Was ich dir zeige. Hier, auf meiner Videokamera. Du weißt schon, dass ich blind bin, ne? Macht nichts. Hör einfach zu. Jetzt. Schlafen Sie gut, Captain. Was soll das, Rusty? Naja, seitdem das ganze irre Zeug hier passiert, da drehe ich alles mit. Für einen Dokumentarfilm. Und gestern, als ich mir was zu essen geholt habe, da habe ich die Kamera bei Seaman in der Kabine einfach weiterlaufen lassen. Was willst du, Rusty? Warum gehst du damit nicht zu den anderen? Weil du mir das Leben gerettet hast, als Cleary mich abknallen wollte, weil er dachte, ich wäre ein Dämon. Und, ja. Und weil ich dich mag. Fuck. Ich mag die blinde Killerin. Warum hast du Seaman umgebracht? Was hast du denn mit der ganzen Scheiße hier zu tun? Rusty, bitte, ich kann's dir nicht sagen. Wenn du willst, dass wir beide das hier überleben, dann frag mich nicht danach. Weißt du was? Ist mir egal. Krieg's schon noch raus, aber hey, bring einfach keinen mehr um. Und vor allem nicht mich, okay? Fletcher, Sie laden mich ein, hier auf den Balkon Ihrer Kabine, zum Essen, mit Rotwein. Ich muss Sie warnen, ich bin ein anständiges Mädchen. Kommen Sie, Cleary, Sie hatten was mit dem Quarterback, da waren Sie nicht mal 16. Das weiß ja jeder. Das war jetzt fast witzig. Mhm. Was ist los mit Ihnen, Fletcher? Haben Sie mir eine Freundschaftsanfrage geschickt und ich hab's übersehen? Ach, wissen Sie, heute ist noch keiner zu Tode gekommen. Der Hubschrauber kommt in 4,5 Stunden zurück. Sieht ganz so aus, als würden wir bald gerettet. Da dachte ich, darauf könnten wir anstoßen. Aber ich kann den Wein auch alleine trinken. Chateau Dubois, $120 die Flasche. Ja, wo ich schon mal hier bin, Schenken Sie einen, Fletcher. Also, Cleary, ich hörte, Sie waren noch mal im Zoo. Wie war's? Irgendwas, das ich wissen sollte? Von den falschen Azteken macht keiner den Mund auf. Santé. Cheers. Die gute Nachricht ist, die Chinesen haben den Löwen gefangen. Sie werden doch noch zum Chinesen, Freund Cleary. Ja, die schlechte Nachricht ist, sie haben ihn in der Krankenstation eingesperrt. Das heißt, er entscheidet jetzt, welche Medikamente wir bekommen.
Was ist mit Ihnen, Fletcher? Was haben Sie den ganzen Tag getrieben? Oh, Schiff gesteuert. Versucht, den Notruf abzusenden. Ja, bitte? Fletcher, Cleary? Ihr müsst mitkommen ins Empire. Wir haben das gefunden. Immer das Gleiche, Fletcher. Kaum wird's zwischen uns beiden mal romantisch, platzen auch schon die Kinder ins Zimmer. Miss Erickson, Bounty, Rusty, da sind ja alle versammelt. Also, was habt ihr gefunden? Das da hinten auf dem Tisch. Ein Silberteller mit Fleisch? Das sind Organe, gekocht und mit Petersilie angerichtet. Organe? Von einem Menschen? Nein, die sind von einem Tier. Woher wissen Sie das? Mein Vater und ich wollen oft zusammen jagen. Ich weiß, wie Tierorgane aussehen. Meinst du, die stammen von Beckys Hund? Vielleicht, Tom. Aber das ist noch nicht alles. Das hier lag zwischen den Organen. Ein Diktaphon? Habt ihr es abgespielt? Wir wollten warten, bis ihr kommt. Ja, wir sind jetzt da, also los. 500 Tote und ein Lebender erwarten euch. Das war alles? Was soll das? Ich weiß, was das bedeutet. Schnell, kommt, wir müssen los. Ich hol die Kamera. Moment, Linda, wo müssen wir hin? In Laderaum 5, Fletcher. Zweites Untergeschoss. Was ist da, Linda? Mein Vater, da ist mein Vater. So, da wären wir. Laderaum 5. Und wo, was ist das denn? Wo kommen all diese Totenschädel her? Aus Texcoco. Mein Vater und ich haben sie an Bord gebracht. Mir haben Sie gesagt, Sie hätten Tonscherben ausgegraben. Ja, wir wollten Sie nicht beunruhigen. Nicht beunruhigen? Na prima, das funktioniert ja hervorragend. Und warum stehen die Schädel aneinandergereiht auf dem Boden? Sie sollen uns den Weg weisen. Aber wohin, Cleary? Werden wir gleich sehen. Kommt. Da hinten steht was. Ein aztekischer Opferstein. Da liegt einer drauf. Du hattest recht, Linda, das ist dein Vater. Papa! Mein Gott, Papa, was haben sie dir angetan? Linda, da bist du ja. Tom, wir müssen ihn losmachen. Nicht anfassen, seht ihr das? Er trägt eine Sprengstoffweste. Krass. Wir wissen nicht, was den Zünder auslöst. Ich muss mir das erst mal ansehen. Nicht, dass er uns hier noch die Party sprengt. Papa, wer war das? Die Azteken? Die Azteken, die kein Aztekisch sprechen. Sie sind doch Handlanger. Sie haben mich entführt und mich gezwungen, einen Mann zu häuten und Rusty in die Haut einzunähen und ihm einen aztekischen Satz beizubringen. Hätte ich es nicht getan, Linda, hätten sie dich ermordet. Opfere den Mann oder opfere dein Kind? Die Botschaft auf dem Diktaphon. Ich habe es in die Haut eingenäht, um euch einen Hinweis zu geben. Mann, und ich dachte, Sie wären der Arsch, Professor. Ich kann es dir nicht verdenken, Rusty. Aber wenn Sie es nicht waren, wer denn dann? Er war hier, aber ich konnte ihn nicht erkennen. Die Anweisungen hat er mir auf einem Diktaphon vorgespielt. Er hat den Zünder scharf gestellt. Ihr müsst sehen, dass ihr vom Schiff kommt, bevor alles in die Luft fliegt. Wir befreien dich, Papa. Mach dich keine Sorgen, alles wird gut. Wir gehen vor, Papa. Wir kommen klar daheim. Ja, Linda. Tom? Moment noch, Linda. Also, wir haben hier einen Zünder. Der ist mit dem Smartphone da gekoppelt. Aha. Darauf läuft eine Uhr rückwärts. Es bleibt uns noch ungefähr eine Stunde, bis die Bombe explodiert. Kannst du sie entschärfen? Unter der Uhr befindet sich ein Zahlenfeld, in das man einen achtstelligen Code eingeben muss. Ich nehme an, das wird die Bombe entschärfen. Und seine Fesseln? Stahlfesseln, die in den Opferstein eingelassen sind, sind auch verkabelt. Wenn wir versuchen, sie zu entfernen, geht die Bombe hoch. Irgendwas müssen wir doch tun können. Das Diktaphon. Die haben mir ein Diktaphon unter die Sprengstoffweste geschoben. Hier unten am Bauch. Warten Sie. Ja, ich hab's. Schalt es ein, Tom. Ein Mädchen kennt die Zahlen. Ein Mädchen kennt das Lied. Welches Mädchen? Welches Lied? Ich weiß es nicht. Ich habe kein Mädchen gesehen. Ich glaube, ich weiß, welches Mädchen. Es ist Katja, Podjomkins Begleiterin. Ja, Katja, genau. Woher weißt du das, Cohen? Ich weiß es einfach. Dann musst du sie herbringen, Josh. Es wird schwierig. Sie soll heute das Schiff verlassen mit dem Hubschrauber. Wann? In ungefähr 4 Stunden. Okay, dann bleibt noch genug Zeit. Kommt, wir gehen zu Potjomkin. Ich bleib hier bei meinem Vater. Nein, Linda, du musst gehen. Du musst dich in Sicherheit bringen. Solange du nicht befreit bist, bleib ich hier. Oh, nee, du schnell. Nee, der Jojante. Na los, bringt das Mädchen her. Beeilt euch. Ihr habt's gehört, Männer. Gehen wir. Barry, ich gehe auf die Brücke. Warum, Fletcher? Ich überprüfe das Sicherheitssystem. Falls wir die Bombe nicht entschärfen können, wird sie ein großes Loch in die Schiffswand reißen. Dann können wir froh sein, wenn die Stahlwände runterfahren und verhindern, dass wir sinken. Hier, nehmen Sie das Walkie-Talkie. So bleiben wir in Verbindung. Cohen, Bounty, Rusty, holen wir uns die Kleine vom Russen. Jo,
Joshua. Sie haben drei Freunde mitgebracht. Gibt es eine Party, von der ich nichts weiß? Ich würde Sie nicht stören, wenn es nicht dringend wäre, Alexei. Aber es befindet sich eine Bombe an Bord. Eine Bombe? Was ist das für eine Geschichte, Joshua? Eine, die für uns alle unangenehm endet, wenn wir uns nicht beeilen. Entschuldigen Sie, Agent Cleary, aber ich rede nicht mit Ihnen, sondern mit Joshua. Aber ich rede mit Ihnen, Potjomkin. Da unten im Laderaum liegt Professor Erickson an einen Opferstein gefesselt. An seinem Körper trägt er eine Sprengstoffweste mit einem Zeitzünder. Und Ihre kleine Katja ist die Einzige, die das Ding entschärfen kann. Deshalb leihen wir sie uns für einen Moment aus. Sie geht nirgendwo hin. Ganz ruhig, Nelson. Ich regle das. Also, Agent Cleary, wie kommen Sie darauf, Katja könnte eine Bombe entschärfen? Wie soll sie das anstellen? Mit einem achtstelligen Zahlencode. Selbst wenn es so einen Zahlencode gäbe, woher wissen Sie dann, dass Katja ihn kennt? Einfach geraten? Oder haben Sie ihm diesen Floh ins Ohr gesetzt, Joshua? Wir wissen es von einer Nachricht, die sich auf einer Diktaphonkassette befindet. Ah, darf ich das Band mal hören? Sie dürfen mich mal am Arsch lecken, Potjomkin. Und jetzt geben Sie mir das Mädchen. Sehen Sie, Agent Cleary, Ihr Ton, Ihr Auftreten, Ihre ganze Art. Würde ich so jemandem eine junge Dame anvertrauen? Sie kommt doch vollkommen verdorben zurück. Seien Sie ein guter CIA-Agent, gehen Sie und entschärfen Sie die Bombe selbst. Vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Entweder Sie geben uns Katja oder wir fliegen alle zusammen in die Luft. Werden Sie nicht pathetisch, Agent Cleary. Der Sprengstoff in der Weste reißt schlimmstenfalls ein Loch in die Bordwand. Die Stahlwände um den betroffenen Bereich fahren herunter und wir fahren weiter, als ob nichts passiert wäre. Sie sehen, ich bin nicht sonderlich besorgt. Er interessiert daran, was Sie als nächstes versuchen. Wollen Sie mir Katja entreißen? Haben Sie deswegen die anderen Herren mitgebracht? Den, liebenswerten Joshua, den Freizeitstuntman Langhorn und Mr. Bounty, den Star einer längst vergessenen Epoche. Nicht gerade die erste Wahl an Schlägern. Obwohl, immerhin hat Bounty schon mal jemanden umgebracht. Alexei, bitte. Wir können das bestimmt auch anders regeln. Sie sind doch Geschäftsmann. Können wir nicht ins Geschäft kommen? Ach, Joshua, Sie denken mit. Sie versuchen wenigstens, sich in meine Lage zu versetzen. Agent Cleary liegt sowas gänzlich fern. Leider haben Sie mir nichts anzubieten, das mich interessiert, Joshua. Er verarscht dich, Cohen, merkst du das? Lassen Sie mich doch ausreden. Es gibt etwas, das mich genauso reizt wie das Geschäft. Es ist das Glücksspiel, meine Herren. Also, spielen wir um Katja. Spielen wir Roulette. Sie, Agent Cleary und ich. Mr. Potjomkin, ich erhebe Einspruch. Abgelehnt, Nelson. Also, wir spielen die russische Variante. Eine Kugel, ein Revolver. Sie sind vollkommen wahnsinnig, Potjomkin. Verwechseln Sie Wahnsinn nicht mit Langeweile, Agent Cleary. Kreuzfahrten ermüden mich. Ich suche doch nur etwas Abwechslung. Also, mein Vorschlag. Gewinnen Sie, bekommen Sie das Mädchen. Gewinne ich, muss es Sie nicht mehr kümmern, was mit der Bombe passiert, denn dann sind Sie an einem besseren Ort. Spielen Sie, retten Sie den Professor. Sie können zum Helden werden. Agent Cleary, das ist doch das, was Sie immer wollten. Wissen Sie was, Potjomkin? Wir spielen. Bravo, Agent Cleary. Cleary nicht. Keine Sorge, Cohen, er blufft. Er setzt auch sein mickriges Leben nicht aufs Spiel. Ach, wirklich? Passen Sie auf. Bitte schön, Agent Cleary. Sie sind an der Reihe. Na schön, Potjomkin. Wartet. Was ist das? Der Helikopter. Jetzt schon? Okay. Das, Gentlemen, ändert die Situation grundlegend. Cleary, Sie können die Kleine haben, wenn wir an Deck sind. Ich will nur den Revolver zurück. Na, machen Sie schon. Was soll das heißen, Potjomkin? Ein wenig Geduld, Mr. Nelson. Das werden Sie gleich sehen, wenn wir beim Helikopter sind. Alles oder nichts auf der Princess of Wales. Fordern Sie Ihr Glück heraus in unserem einzigartigen Casino, The Last Vegas. Lassen Sie die Kugel rollen oder setzen Sie alles auf eine Karte. Wie weit werden Sie gehen?
Probieren Sie es aus in unserer großen Nacht der Spiele. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Hallo! Wer seid ihr denn? Mein Name ist Potjomkin. Wie heißen Sie? Lindbergh, euer Gnaden. Jonathan Lindbergh. Nun, Mr. Lindbergh, wenn ich das richtig sehe, sind Sie der Pilot des Helikopters? Ganz genau. Und der Herr mit der Maschinenpistole ist wahrscheinlich für die Sicherheit zuständig. Richtig. Und war's das? Nein, im Gegenteil. Denn nun, Mr. Lindbergh, werden Sie mich und meinen Leibwächter Orlov von Bord dieses Schiffes fliegen. Was? Das können Sie nicht machen, Potjomkin. Wir haben einen Deal. Unser Deal, Mr. Nelson, ist hinfällig. Kein Deal, kein Algorithmus. Der Algorithmus ist keinen Cent wert. Der Helikopter ist 4 Stunden vor der geplanten Ankunft gekommen. Das Tarnprogramm ist aber noch aktiv. Würde der Algorithmus funktionieren, hätte Mr. Lindbergh uns auf seinem Radar niemals entdecken dürfen. Sobald ich an Land bin, lasse ich den Zugang zum Bankkonto sperren. Und nun, Mr. Lindbergh, würde ich gerne losfliegen. Starten Sie die Motoren. Tja, wissen Sie, das geht nicht. Meine Auftraggeber haben gesagt, Nelson fliegt mit, sonst keiner. Und mein lieber Freund hier mit der Maschinenpistole sorgt auch dafür, dass es dabei bleibt. Verstehe. Na, wenn das so ist... Verdammt nochmal! Sie haben ihn einfach erschossen. Sagen wir doch lieber, ich habe die Voraussetzungen für unseren gemeinsamen Flug ein wenig verbessert. Also los, Boarding Time. Sonst sind Sie der nächste Lindbergh. Schießen Sie ruhig. Für mich kommt's aufs Gleiche raus. Wenn ich Nelson nicht zurückbringe, sorgen meine Auftraggeber dafür, dass ich den Tag nicht überlebe. Ach, warum ist das alles so kompliziert? Es macht mir doch keinen Spaß, Menschen zu erschießen. Versuchen wir es anders. Also, passt auf. Ich biete jedem, der mich mit dem Helikopter von Bord bringt, 1 Million Dollar. Hey, dafür mache ich's. Sie Bounty? Ja klar, Cleary. Ich habe doch gesagt, ich war bei der US Air Force. Wenn man es genau nimmt, war ich 4 Jahre lang Hubschrauberpilot. Bounty, lassen Sie das. Trauen Sie Potjomkin nicht. Er hat gerade ohne zu zögern einen Mann erschossen. Keine Sorge, Cleary. Ich fliege Mr. Potjomkin nach Hause, informiere die Navy, damit ihr gerettet werdet. Und danach geht's mit einem Koffer voller Scheine nach Vegas. Hey! Dann lassen Sie uns keine Zeit verlieren, Bounty. Ich habe nämlich das Gefühl, Sie haben eine Glückssträhne. Vorwärts, Grigori. Steigen wir in den Helikopter. Nein, Mr. Potjomkin. Ich steige nur in den Hubschrauber, wenn wir Katja mitnehmen. Hör doch mit dieser ekelhaften Romantik auf. Was ist denn los mit dir? Katja bleibt hier. Ich habe keine Verwendung mehr für sie. Wenn das so ist, bleibe ich auch. Du bist gefeuert, Grigori. Und Gnade dir Gott, wenn wir uns wiedersehen. Los, Bounty. Las Vegas wartet. Mit dem größten Vergnügen. In Ordnung. Alexei, was ist mit mir? Wir hatten eine Absprache. Und jetzt, wo so viele Plätze im Hubschrauber frei sind, können wir doch... Wir können doch warten, bis die Bombe entschärft ist und Linda und ihren Vater von Bord bringen. Unsere Absprache ist hinfällig, Joshua. Sie hätten erkennen müssen, dass der Algorithmus nicht funktioniert. Ihre Nachlässigkeit hätte mich beinahe eine Menge Geld gekostet. Aber... Nehmen Sie wohl, Joshua! Na, dann wollt ihr mal. Was haben Sie vor, Lindbergh? Ich habe einen Sender in meiner Brusttasche. Für den Fall, dass was schief geht. Ich muss nur diesen Knopf hier drücken und schon wissen meine Auftraggeber Bescheid. Fuck! Der Hubschrauber stürzt ab! Kamera läuft! Oh, oh. Alter! Lindbergh, sind Sie irre? Sie haben ihn K.O. geschlagen! Nelson, tun Sie mal was Anständiges und legen Sie ihm die Handschellen hier an. Okay, alles klar. Wir müssen Sie retten. Cleary an Brücke. Fletcher, hören Sie mich? Hier Fletcher, ich höre Sie. Ich habe mitbekommen, was passiert ist. Ich suche das Meer um die Absturzstelle mit dem Fernglas ab. Und, sehen Sie was? Nein, der Hubschrauber ist untergegangen. Von Potjomkin und Bounty keine Spur. Ich fürchte, wir haben keine Chance, sie da lebend rauszuholen. Es tut mir leid. Verstanden, Fletcher. Ende und aus.
Wie konnte das passieren? Lindbergs Sender war vermutlich ein Störsender, Cohn. Er hat die Elektronik am Rotor ausgeschaltet. Aber wir müssen doch irgendwas machen. Ja, Cohn. Katja in Laderaum 5 bringen und die Bombe entschärfen. Sonst leisten wir Bounty und Potjomkin bald Gesellschaft. Please believe me, you can show. You won't leave me. Und? You won't go. Erinnerst du dich an die Zahlen, Katja? Nein. Please Nein, believe nichts. Me, you Los, can show. Mit. That you won't leave me. You won't go. Please believe me, you can show. You won't leave me. Ja, you won't ja, ich erinnere mich. Das ist unglaublich. Als ihr gesungen habt, war es so, als würde ich sie sehen. Sagen Sie sie uns, Katja. Okay. 1-5-0-4-1-9-1-2. Das Schwein. Wieso? Was meinen Sie, Cleary? 15-04-1912. Das ist der 15. April 1912. Der Tag, an dem die Titanic untergegangen ist. Heißt das, wir sollen den Code nicht eingeben? Nein, Cohn. Das heißt, dass das jemand witzig findet. Und jetzt alle raus hier. Geht so weit wie möglich weg vom Laderaum. Wir wissen nicht, ob der Code die Bombe wirklich entschärft oder ob er sie zündet. Der Professor und ich kommen alleine zurecht. Ich werde auf keinen Fall gehen. Ich bleibe bei meinem Vater. Kinder, bitte, bring dich in Sicherheit. Vergiss es, ich bleib hier. Dann bleib ich auch. Also, ich werde sowieso alles mitfilmen. So wie es aussieht, Cleary, wollen alle bleiben. Also, machen Sie schon. Stellen Sie das Ding ab. Okay, wie ihr wollt. Dann betet, dass es die richtigen Zahlen sind. Also los. 1-5-4-9-1-2. Eine E-Mail auf dem Smartphone. Was steht drin? Nichts, aber es ist eine Audiodatei angehängt. Na los, spielen Sie es ab, Cleary. In Ordnung, hör zu. Frei und doch nicht frei. Opfert den alten Mann oder opfert euch alle. Was soll das heißen? Meine Fesseln, sie sind offen. Was ist mit dem Zünder? Tom, was ist damit? Warte. Fuck, die Uhr läuft weiter. Aber das kann nicht sein. Sie muss aufhören. Wir haben doch die Zahlen eingegeben. Linda. Wir müssen etwas tun. Wir müssen die Bombe entschärfen. Linda. Tom, tu was. Hilf meinem Vater. Linda, es ist vorbei. Der ist lüt. Nee, Papa, die Int ist lüt. Tom, bitte. Ich kann die Bombe nicht entschärfen, Linda. Wozu bist du bei der scheiß CIA? Schneid irgendein Kabel durch. Der Sprengsatz ist doppelt gesichert. Egal, wo ich ansetzen würde, der andere Mechanismus würde die Bombe zünden. Ich kann nichts tun. Nein, so einfach geht das nicht. So einfach lasst ihr meinen Vater nicht sterben. Linda, du hast die Stimme gehört. Ich muss sterben, damit ihr gerettet werdet. Ich muss von Bord. Ich muss ins Meer springen. Nein, Mann, nein. Nicht ins Meer springen. So nicht, Rusty. Hast du eine Idee, wie wir ihn retten können? Nein, Mann, aber die Bombe könnte explodieren, wenn der Professor auf dem Wasser aufkommt. Und wenn er zu nah an der Bordwand ist, ihr wisst schon. Wie wär's mit dem Rettungsboot? Sie haben recht, Rusty. Nein, nein, ihr habt alle Unrecht. Du kannst doch nicht einfach aufgeben. Mr. Cleary, oh. Sie sind so nett und lassen mich 2 Minuten mit meiner Tochter allein. Selbstverständlich, Professor. Kommt, wir gehen. Fletcher, hören Sie, die Fesseln sind geöffnet, aber die Bombe ist nicht entschärft. Sie wird explodieren. Der Professor muss vom Schiff. Wir müssen ein Rettungsboot klar machen. Verstanden, Cleary. Wir treffen uns bei den Rettungsbooten. Ende und aus. Gut. Rusty? Ja, ich komme mit. Nein, Rusty, geh zu Becky. Sie soll Nick von den Fenstern weghalten. Er soll von dem, was gleich passiert, nichts mitbekommen. Okay, klar, mach ich, Mann. Gut, und Rusty? Was denn? Wenn ich rauskriege, dass du filmst, wie der Professor explodiert, schieb ich dir deine Kamera in den Arsch. Bis zum Anschlag. Und dann drücke ich auf Aufnahme. Linda, du musst mir jetzt gut zuhören. Papa. Nein, Linda, was ich dir jetzt sage, ist wichtig, sehr wichtig. Wenn ich tot bin... Hör auf, sowas zu sagen. Linda, wenn ich tot bin, musst du dich darum kümmern, dass die Schädel wieder in die Kisten kommen. Alle 500, verstehst du? Es darf keiner fehlen. Aber wie kannst du jetzt an die Schädel denken? Wie kannst du jetzt an deine Arbeit denken? Darum geht es nicht, Linda. Die Schädel sind deine Lebensversicherung. Was?
Was soll das heißen? Pass auf, es wird ein Mann zu dir kommen, sein Name ist Flint. Er wird sich die Schädel ansehen und er wird 5 davon mitnehmen. Er muss die Schädel finden, die er haben will. Aber warum, Papa? Was soll das alles? Das ist nicht wichtig, Linda. Wichtig ist das, was du dafür bekommst. Was ist das? Das kann ich dir nicht sagen. Wenn du es hast, häng die Archäologie an den Nagel. Hörst du, Linda? Du darfst auf keinen Fall weitermachen. Du darfst dich von niemandem überreden lassen. Schon gar nicht von Flint. Ich verstehe das alles nicht. Ich will, dass dir nichts passiert, Linda. Ich will einfach nur, dass es dir gut geht. Versprich es mir, Linda. Versprich mir, dass du aufhörst mit der Archäologie. Oh, Papa, ich weiß nicht, was du da redest, aber meinetwegen, ich verspreche es dir. Ich liebe dich, mein Kind. Jo, elsker dig. Ja, elsker dig också, Papa. Jo, Linda, du doll. Du darfst nicht sterben. Manche Dinge lassen sich nicht aufhalten, Linda. Ich konnte nichts gegen den Tod deiner Mutter tun und du nun nichts gegen meinen. Du erinnerst mich an sie. Sie war wunderschön, stark und trotzdem zerbrechlich, genau wie du. Wer weiß, vielleicht sehe ich sie gleich in ein paar Minuten. Das wäre doch was. Oh, Papa. Es ist gut, mein Kind. Alles ist gut. Nein. Linda, Professor Erickson. Es tut mir sehr leid, aber wir müssen los, Professor. Ich lass dich nicht allein, Papa. Ich komme mit dir. Nein, du wirst dir das nicht ansehen. Bleib hier, Linda. Es ist besser. Cohen wird auf dich aufpassen. Ja, Linda. Ich bleib bei dir. Leb wohl, Linda. Gib Acht auf dich, mein Kind. Wir sehen uns in einer besseren Welt. Papa! Los, Cleary, bringen wir es hinter uns. Becky? Becky, bist du da drin? Becky, mach auf, ich bin's, Rusty. Moment! Rusty? Was ist passiert? Das weißt du doch ganz genau. Rusty, ich weiß nicht, was passiert oder was passieren wird. Ich weiß nur, dass es weitergehen muss, weil wir sonst alle sterben. Alter, du bist total spooky. Kannst du das nochmal genau so in die Kamera sagen? Rusty. Okay, na gut. Also, Bounty und dieser russische Milliardär, die sind mit dem Hubschrauber abgestürzt. Oh mein Gott, sind sie? Yep. Und wir haben Lindas Vater gefunden. Angekettet im Lagerraum mit einer Sprengstoffweste mit Zeitzünder am Körper. Was? Wir haben die Fesseln aufbekommen, aber die Bombe kriegen wir nicht entschärft. Der Professor wird in die Luft fliegen. Kannst du irgendwas dagegen tun? Ich meine, was weißt du darüber? Nein, Rusty, tut mir wirklich leid. Ich kann nichts tun. Okay. Dann halt wenigstens Nick von den Fenstern fern. Muss ja nicht unbedingt sehen, wie der Professor hochgeht. In Ordnung, ja, das mache ich. Ich muss jetzt los. An Deck, okay? Rusty, pass auf dich auf. Halt dich von der Bombe fern. Oh, Baby. Blinder Engel oder irre Killerin? Du solltest dich mal für eine Seite entscheiden. Wir haben nur noch 15 Minuten. Dann ist es jetzt wohl soweit. Ja, Professor, es ist soweit. Sir, ich möchte Ihnen sagen, wie leid mir das alles tut. Und wie dankbar wir Ihnen sind, wenn ich irgendwas für Sie tun kann. Das können Sie, Fletcher. Passen Sie auf meine Tochter auf. Sorgen Sie dafür, dass ihr nichts zustößt. Sie auch, Cleary. Versprechen Sie mir das. Bringen Sie Linda von diesem Höllenschiff. Versprochen, Sir. Sie können sich auf uns verlassen. Gut. Dann ist es dieses Boot? Ja, Professor. Dann wollen wir mal. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Meine Herren, ich wünsche Ihnen mehr Glück, als ich es hatte. Professor. Sir. Und jetzt lassen Sie mich runter. Ich will endlich weg von diesem verdammten Kran. Hi, Sir. Und Cleary? Ja, Professor? Holen Sie sich diesen Drecksack, der mir das angetan hat. Ja, Sir. Ich hole ihn mir. Eingeschmolzen. Sie hat immer gesagt, man darf auch das letzte bisschen nicht verschwenden. Josh? Ja? Was ist das? Warum halten wir? Ich weiß es nicht, Linda. Warte, hörst du das? Die Maschinen. Sie laufen wieder. Ja, aber... Moment. Das hört sich anders an. Vielleicht fahren wir rückwärts. Wieso fahren wir rückwärts? Ich weiß warum. Es ist wegen meinem Vater. Wir wollen zurück zu Papa. Nein. Komm, Josh, wir müssen an Deck. Komm schon. Warte.
ist los? Linda, dein Vater, er lebt noch. Rusty hat uns draufgebracht. Die Zeit ist schon vorüber. Die Bombe hätte vor 5 Minuten explodieren müssen. Der Zünder hat versagt. Wir fahren zu ihm, Linda. Wir holen deinen Vater. Oh mein Gott, Tom. Das ist so... Ich kann es gar nicht glauben. Rusty, ich danke dir. Hey, keine Blumen. Ich hab's nur auf dem Display von der Kamera gesehen. Rusty, hast du etwa... Nein, ich wollte nur... Hey, ist doch egal. Mein Vater, wo ist er? Gleich da hinten. Nimm das Megafon hier, dann kann er dich hören. Danke, Tom. Vielen Dank. Papa! Papa, hör mich! Aber alles ist gut. Wenn du mich hörst, dann wink mit beiden Armen. Linda! Ich höre dich! Siehst du, ich winke! Großartig! Papa, sieh auf das Smartphone. Wink mit beiden Armen, wenn die Stoppuhr abgelaufen ist. Die Stoppuhr! Sie ist abgelaufen! Und ich bin noch da! Beide Arme, Linda! Siehst du, beide Arme! Papa, du bist gerettet! Wir holen dich! Oh ja, er ist gerettet, so, Papa! Oh Mann, ich glaub's nicht! Das ist doch alles gar nicht... Oh Gott, ich hatte so eine verdammte Angst! Ich hab... Was ist das jetzt? Das Smartphone? Eine E-Mail! Was war das? Oh, nichts, Nick. Gar nichts. Das hat sich angehört wie eine Explosion. Wahrscheinlich ein Gewitter. Aber heute war doch keine Wolke am Himmel. Das kann auf See manchmal ganz schnell gehen, Nick. Eben noch schönster Sonnenschein und im nächsten Moment bricht die Welt zusammen. Hey! Papa! Gute Kind, Papa! Scheiße, verdammte. Linda, komm hier, guck nicht hin. Linda! Lass mich! Geh weg, Tom! Geh weg! Lass mich allein! Lass mich alle allein! Geh, Cleary. Geh, ich kümmere mich um sie. Geht alle, seht ihr nicht sie? Kommt, haut ab. Geht alle rein, verpisst euch, Mann. Wir können sie doch nicht einfach... Hey, Cleary! Lass sie. Wir können nichts mehr machen. Linda, er ist... Linda, du musst dich beruhigen. Also, ich meine, warte. Ich bring dich zur Kabine. Oh Gott, Joshua. Linda, hör zu. Du kommst jetzt mit mir, okay? Langsam, ganz langsam. Vorsicht. Los, leg dich aufs Bett. Ja, so ist gut. Komm, leg dich hin. Gut, dass wir von Deck gegangen sind. Du solltest dich jetzt ausruhen. Leg die Beine hoch. Gut. Soll ich dich vielleicht lieber alleine lassen? Nein, Josh. Ganz ruhig. Ist okay. Ja. Es ist okay. Komm her. Bleib bitte. Ganz ruhig. Bleib. Ich weiß. Hey, hey, ich bin ja bei dir. Shh, ganz ruhig, Linda. Du bist weg. Papa, ich weiß, es tut mir so leid. Ich verspreche dir, ich bleib bei dir. Komm, shh. Komm, Linda. Shh. Linda. Komm her. Ich halte dich. Ich halte dich ganz fest. Oh. Warte. Was machen Sie hier? Nelson? Bravo, Joshua. Das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Diese Leidenschaft. Ich hätte wetten können, Cleary bekommt am Ende das Mädchen. Was verdammt nochmal machen Sie hier, Sie perverses Schwein?
ihn beim Ficken zu sehen. Aber das war eher ein Zufall. Eigentlich habe ich hier auf Sie gewartet, um etwas mit Ihnen zu besprechen. Ich weiß jetzt nämlich, woher wir uns kennen. Wir kennen uns nicht. Und jetzt hauen Sie ab, Sie Drecksack. Sie irren sich. Wir sind uns schon einmal begegnet. In Zürich. Nach einem Vortrag von Werner Katz. Jetzt habe ich Ihre Aufmerksamkeit, nicht wahr? Ich sage Ihnen, wie es abläuft. Ich gehe jetzt auf die Empore über dem Empire. Wir sehen uns dort in 5 Minuten. Hm? Ach, und ziehen Sie sich was an. Herr Joshua? Was sollte das? Ich habe keine Ahnung. Ich werde es rauskriegen. Warte mal. Du willst ihn doch nicht wirklich hinterhergehen. Natürlich. Er kann ja nicht einfach zusehen, wie wir... Ich werde ihm Manieren beibringen. Josh, du weißt nicht, was er vorhat. Er ist Anwalt, Linda. Was wird er schon tun? Mich verklagen? Bleib hier und ruh dich aus. Ich bin gleich zurück. Tom! Bist du da? Tom? Tom, mach auf! Ja, ich komme ja schon. Linda, was ist passiert? Es ist Nelson. Er hat Josh und mich beobachtet und dann hat er seltsames Zeug zu Josh gesagt und jetzt treffen sich die beiden auf der Empore über dem Empire. Ich mache mir Sorgen, dass er Josh was antut. Nelson? Warum sollte er... Warte mal, wobei hat er euch beobachtet? Tom, bitte! Linda, wobei hat er euch beobachtet? Bei Josh und ich, wir haben miteinander... Tom... Ach, Tom, bitte. Du musst mir helfen. Okay. Empore im Empire. Verdammt nochmal! Lassen Sie mich los, Nelson! Bringen Sie mich von diesem Schiff! Da oben sind Sie! Auf der Empore! Ja. Mein Gott! Nelson, bringt ihn um! Wow. Josh, zieht das Messer! Hat es ihm in den Bauch gerammt. Oh Gott! Linda, ich lauf rüber und sieh nach Nelson. Josh? Joshua? Josh? Linda, dieser Nelson, ich hatte keine Wahl. Shh, ich weiß. Ich hab alles gesehen. Und Tom auch. Cleary? Er ist hier? Ja, er sieht nach Nelson. Was ist mit Nelson? Ich weiß es nicht. Er ist auf dem Flügel gefallen. Ich muss zu ihm. Hey, Josh. Tom ist bei ihm. Nein, nein, ich muss sehen, ob er noch lebt. Komm. Josh, warte. Du kannst nichts tun. Cleary. 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 Cohen, alles in Ordnung mit dir? Ja, mir geht's gut. Was ist mit Nelson? Er hat den Sturz nicht überlebt. Oh, nein. Oh, mein Gott. Dann hat er nichts mehr gesagt? Nein. Aber er hatte das hier bei sich. Woher hat er ein Diktaphon? Was weiß ich. Vielleicht hat er die Anweisung bekommen, dich zu töten. Aber das werden wir gleich hören. Warte, das ist bestimmt nur... Hier spricht Lloyd Nelson. Wenn Sie dieses Band hören, bin ich entweder nicht mehr an Bord oder nicht mehr am Leben. Wenn ich tot bin, wurde ich umgebracht. Ermordet von dem Mann, den Sie als Joshua Ismael Cohen kennen. Ich habe diesen Mann vor 10 Jahren kennengelernt. Aber damals hieß er nicht Cohen. Damals nannte er sich Werner Katz. Ich traf Katz in Genf auf der Strategic Games Convention, einer Computerspielmesse für militärische Strategiespiele. Katz war der begabteste Spieleentwickler der damaligen Zeit. Sein Ego-Shooter, Friendly Fire, war der strategisch anspruchsvollste und realitätsnahste, den es gab. Ich hatte den Auftrag, Katz anzuwerben. Er sollte strategische Simulationen zur Ausbildung einer Spezialeinheit im Nahen Osten entwickeln. Um mir ein besseres Bild von ihm zu machen, hörte ich mir seinen Vortrag über die Spiele der Zukunft an. Ich weiß nicht mehr alles, was er damals sagte, aber er hatte eine provokante These. Er sagte, in ein paar Jahren werde es den Punkt geben, an dem die Simulationen auf dem Niveau der Realität angekommen seien. Dies sei der Punkt, an dem ihr größter Schwachpunkt offenbar werde. Dass sie nicht die Realität seien,
Denn man könnte in der virtuellen Welt nie das Maß an Adrenalin, an Genugtuung erfahren, das in der realen Welt möglich sei. Es gäbe danach nur einen logischen Entwicklungsschritt. Man müsse die virtuelle Welt realisieren. Spiele in die Wirklichkeit verpflanzen. Mit echten Menschen statt Charakteren. Mit echten Waffen statt Pixeln. Dies sei die Zukunft der Spiele. Die Zuschauer hielten Katz' Vortrag für einen Witz. Er wurde mit höflichem Applaus verabschiedet. Ich ging ihm hinterher, aber er stieg in ein Taxi und verschwand einfach. Ich blieb noch 2 Tage, um ihn zu finden. Ohne Erfolg. Werner Katz schien nicht mehr zu existieren. Ich vergaß die Sache, bis ich ihn hier an Bord erkannte und mir klar wurde, er hat es in die Tat umgesetzt. Er hat die virtuelle Welt in die Wirklichkeit gebracht. Hier, an Bord der Princess of Wales. Und wir alle sind seine Spielfiguren. Bringen Sie Katz dazu, das Spiel zu stoppen. Retten Sie sich, bevor es zu spät ist. Cohen, was bedeutet das? Ist irgendwas an dem dran, was Nelson sagt? Wie kannst du das fragen, Tom? Das sind doch alles Lügen. Josh, bitte, sag was. Was soll ich dazu sagen? Linda, Cleary, willkommen in The Cruise. Willkommen in meinem Spiel. Josh, was redest du da? Du, Cohen. Die verschwundenen Leute, die falschen Azteken, die Skorpione, die Tiere im Theater? Du steckst hinter der ganzen Scheiße? Unglaublich, oder? Aber hey, Cleary, mal ehrlich. War doch spannend, oder? War doch geil. Du hast Menschen umgebracht, du Arschloch! Du hast meinen Vater umgebracht. Du hast ihn umgebracht und mich danach gefickt? Oh, warte, Baby, das verstehst du nicht. Baby? Dass wir im Bett waren, hat nichts damit zu tun, dass dein Vater sterben musste. Ich bring dich um! Ich bring dich um, du dreckiges Schwein! Das wirst du nicht tun, Linda! Becky? Ja, Becky. Und jetzt Hände hoch. Du auch, Cleary. Oder ich muss auf euch schießen. Du bist gar nicht blind? Ich habe 5% Sehvermögen. Oh. Noch. Ich sehe nicht mehr als Schemen und Schatten. Aber es reicht, um euch zu treffen. Becky! Becky, was? Rusty, bleib stehen! Bleib stehen! Becky, warum? Warum tust du das? Ich fürchte, ich kann nicht anders. Aber ihr versteht es nicht. Wahrscheinlich nicht. Ihr versteht nicht, wie es ist, nicht sehen zu können. Ich wollte nie etwas anderes sein als Ärztin. Menschen helfen, Krankheiten heilen. Und dann hat eine Krankheit mir mein Augenlicht genommen. Das ist verdammt nochmal nicht fair. Absolut nicht fair. Aber es gibt eine Chance auf Heilung. Eine sehr komplizierte Operation. Die macht nicht jeder. Und ja, sie kostet $700,000. Und Joshua gibt dir das Geld? Ja, Joshua gibt es mir. Ach du Scheiße, deshalb also. Rusty! Deshalb hast du Seaman umgebracht. Sie hat Seaman umgebracht? Er hat Joshua erkannt. An der Brandwunde auf dem Handrücken. Er hätte alles kaputt gemacht. Er hätte mein Leben endgültig kaputt gemacht. Tja, sie ist mein kleines, blindes Ass im Ärmel. Halt die Fresse, Cohen! Becky, das ist doch doof jetzt. Mach keinen Scheiß, gib mir die Waffe. Das kann ich nicht, Rusty. Na klar kannst du. Ich habe eine Idee, wie wir alle sauber aus der Sache hier rauskommen. Und du kriegst dein Augenlicht zurück, Becky. Willst du meinen Plan hören? Ja. Ja, ich will ihn hören. Okay, zuerst mal. Wir vergessen alle, dass du Seaman umgebracht hast. Cohen hat ihn ja mit Blausäure vergiftet. Daran ist er gestorben. Fertig. Ginge das so weit, Cleary? Ja, es wäre dann eine Art unkonventionelle Kronzeugenregelung. Siehst du, Becky, Problem 1 gelöst. Danach fahren wir das Schiff in den nächsten Hafen und dann verklagen wir die Reederei auf Schmerzensgeld. Wir werden so viel Kohle kriegen, dass du die Operation 10-mal bezahlen kannst. Wie hört sich das an, Becky? Das, ja, hört sich ziemlich gut an. Moment mal, was ist mit Joshua? Er hat meinen Vater umgebracht und all die anderen. Joshua bringen wir um, jetzt gleich. Ah, nicht so eilig, Rusty. Wir können ihn nicht einfach umbringen. Er kommt vor ein ordentliches Gericht. Das sehe ich anders, Alter. Einer, der diese ganze Scheiße hier abziehen kann, der geht nicht in den Knast. Der lässt uns alle umbringen. Und danach kauft er sich 50 neue Zeugen, die schwören, dass er gar nicht an Bord war. Wir kriegen ihn hier und jetzt. Oder gar nicht. Er hat recht, Tom. Und das weißt du. Denk daran, was mit Emma passiert ist. Also, sind wir uns einig. Becky. Ja, gut. Ja. Warte. Gib sie mir, Becky. Ich mach das. Ich werde Joshua töten.
Ich will nicht, dass noch jemand von euch zum Mörder wird. Also, gib mir die Waffe, Becky. Und dann geht raus. Alle. Hey. Jawohl. Die Einstellung gefällt mir. Nicht nur die von Tom, nein, 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 die von euch allen. Wisst ihr, vor ein paar Tagen wolltet ihr noch einfach nur entspannt an Deck liegen. Und jetzt seid ihr bereit, einen Menschen kaltblütig umzubringen. Es ist gut. Sehr gut. Das nenne ich eine Entwicklung. Ach so, ja, Moment. Blöd nur. Erschießen könnt ihr mich nicht. Das Spiel hört nämlich nicht einfach auf, nur weil ich tot bin. Im Gegenteil. Ich bin eure Lebensversicherung. Auch wirklich, Leute, ihr müsst euren Blickwinkel ändern. Ihr denkt immer noch, ich bin euer Feind? Das stimmt nicht. Wir sind ein Team. Das Gewinnerteam. Aber eure Einstellung, Respekt, die wird euch bei all dem helfen, was jetzt noch auf euch wartet. Was zum Teufel soll das heißen, Cohen? Das, Thomas Jefferson Cleary, soll heißen, dass wir gegen jemand anderen spielen. Und gegen den bin ich ein Waisenknabe. Die letzten Tage hier, das war doch nur das Training. Das Intro. Das wirkliche Spiel fängt gerade erst an. The Cruise, Teil 4. Von Edgar Lindscheid und Stuart Kummer. Musik Lars Gehlhausen und Stuart Kummer. Mit Gerrit Schmidt-Voss als Joshua Ismael Cohen. Lisa Verlinder als Linda Eriksson. Tobias Meister als Tom Cleary. Volker Brandt als Professor Eriksson. Und Patrick Bach als Lloyd Nelson. Sowie Olaf Reichmann, Jan Odle, Anna Fischer, Assad Schwarz, Hans-Werner Olm, Daniel Wiemer, Ilona Otto, Finn-Oleg Schlüter, Dörte Lüsewski, Jennifer Böttcher und Markus Off. Technische Realisation Matthias Fischenich, Jens-Peter Hamacher und Daniel Dietmann. Regieassistenz Marianne Kaiser. Regie Stuart Kummer. Dramaturgie Nathalie Challis. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2014.